Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu unserem großen E3 2017 Podcast. Dabei habe ich wieder wunderbare, wunderbare Menschen, die sich die Zeit genommen haben, um mit mir gemeinsam über die E3 zu sprechen. Dabei haben wir einen Stammgast, beziehungsweise wir haben sogar zwei Stammgäste dabei. Einmal den BFF von mir, den Sefitz. Schönen guten Abend. Dabei haben wir dann auch noch den unglaublich erotischen Stammgast Vincent. Einen wunderschönen guten Tag. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Und ein neues Gesicht, beziehungsweise eher für euch eine neue Stimme, den guten Freund mit Berliner Schnauze, den Basti. Moin moin. So, auch schön, dass Basti jetzt dabei ist. Vielleicht der ein oder andere fragt sich, warum Pummi nicht da ist. Pummi ist in diesem Fall einfach raus, weil sie die E3 nicht geguckt hat und sie das, glaube ich, auch überhaupt nicht juckt. Und dementsprechend ist sie da einfach raus. Aber ich habe mir ja desaströs, genau. Wir haben uns ja jetzt hier sehr kompetenten Ersatz, in Anführungszeichen, besorgt, den Basti. Und ja, ich weiß nicht, Basti, möchtest du noch kurz etwas zu deiner Person sagen oder wollen wir direkt loslegen? Oh Gott, wüsst ihr jetzt nicht was. Also würde ich sagen, legen wir erstmal direkt los, dann lernt man mich jetzt hier nicht ein bisschen kennen. Das, okay, dann können wir natürlich auch sehr gerne so machen. Ja, vielleicht ist er, also lasst euch nicht täuschen, der Basti wirkt jetzt vielleicht etwas schüchtern, weil er sowas, glaube ich, vorher noch nicht gemacht hat. Aber er ist das genaue Gegenteil von schüchtern normalerweise. Also ich denke, das werden wir im Laufe des Podcasts vielleicht auch noch hören. Ja, E3 2017. Die meisten von euch, oder ich hoffe mal alle, von dem kleinen harten Kern, der auch tatsächlich die Podcasts hier auf YouTube hört, ich denke mal, die meisten oder alle von euch werden auch meine Streams zur E3 verfolgt haben. Da konnte man ja schon gewisse Tendenzen, was zumindest ich über das ganze Spektakel so gedacht habe, live mitverfolgen. Und wenn ihr die E3 nochmal gucken wollt oder schon die Pressekonferenzen, die ganzen Livestreams sind auch jetzt immer noch auf YouTube oben. Das heißt, ihr könnt einfach auf meinen Kanal gehen und euch die Sachen dann nochmal anschauen. Deswegen würde ich direkt erstmal das Wort an meine Mit-Podcaster richten. Erstmal nur in ein, zwei Sätzen grob, wie fandet ihr dieses Jahr die E3? Wer möchte anfangen? Ja, Vincent würde ich sagen, der kann immer gut anfangen. Sehr gut, verlässlich. Ja, stimmt. Okay, also, wie beschreibe ich das am kürzesten? Sony definitiv zweiter Platz. Wer erster ist, das werden wir später erfahren. Und der ganze Rest hat sowas von abgestunken. aber das erzählen wir dann gleich. Okay, wie siehst du das? Ja, was lerne ich aus der, oder was nehme ich mit? Haufenweise Indie-Titel, unfassbar viele Spiele, also da kam ja wirklich Spiel, aber wenig Begeisterndes für mich, bis auf ganz kleine Ausnahmen. Ja, und wie sieht Basti das? Ja, ich bin ja eigentlich RPC-Spieler, deswegen habe ich mir fast das eigentlich nur angeguckt wegen dir. Und, aber das ist natürlich sehr lieb von dir. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass ich so ein wenig den Anreiz wieder habe, mir eine Konsole zu kaufen. Alleine eigentlich, ja gut, das kann man dann später besprechen. Im Endeffekt, das eine oder andere Spiel war dabei, was mich wirklich sehr, sehr, sehr gereizt hat. Daher, das ist für mich so das Wichtigste, dass wir gesagt haben, okay, eine Konsole wäre gar nicht mal so unreizvoll. Aber es war jetzt eigentlich nicht wirklich was bei, was dich getriggert hat, richtig, ne? Doch, tatsächlich. Ein Spiel hat mich wirklich ganz krass mitgerissen, weil ich das schon seit Jahren spielen will und irgendwie nie dazu gekommen bin, selbst als ich damals eine PS3 hatte. Welches denn? Hau raus. Soll ich jetzt direkt schon raushauen? Shadow of the Colossus. So unfassbar, als ich das gesehen habe und dann dein Gesicht dazu sah, dachte ich so, oh mein Gott, es ist, oh, er sagt es, oh, es ist wirklich, oh mein Gott, ist das toll. Ohne Mist, ich hab's mir auch, ich bin frisch aus Schweden wiedergekommen, hab mir den Abend noch die Pressekonferenz im Bett angeguckt, meine Freundin schon eingeschlafen und ich dann noch so halb, so, ja, mal gucken, was so passiert und auf einmal so, Japan Studios, okay, what the fuck, oh mein Gott, so muss das aussehen in der heutigen Zeit und ich, herrlich, das ist, hat auch mir den Abend unfassbar versüßt. Ja, also ich denke, bei mir hat man es ja live gesehen. Wobei ich auch sehr stolz auf mich war. Ich habe nur irgendwie diese Steinsäulen gesehen
die Musik gehört und ich war sofort, wow, Shadow of the Colossus, what the fuck? Und hab das direkt erkannt. Und da war ich ein bisschen, im Endeffekt ein bisschen stolz auf mich. Ja, aber das kann ja, wenn es live ist, halt auch nach hinten losgehen, weil du sagst irgendeinen anderen Spieltitel. Aber nein, ich hatte recht. Ja, war auch tatsächlich eine große Überraschung für mich. Ich sag mal so, ich find's mega, dass es ein Remake davon gibt. Wahrscheinlich haben die einfach ihre Engine, die sie für The Last Guardian gebaut haben, noch nicht genug ausgereizt. Also The Last Guardian ist ja irgendwie leider so ein Ladenhüter geworden, wie ich das sehe. Zumindest sehe ich das jetzt, wenn ich in irgendeinem Elektromarkt bin, meistens auf dem Grabbeltisch für 20 Euro oder so. Obwohl das Spiel ja erst ein halbes Jahr alt ist. Das ist echt schade. Und ich denke mal, die haben sich jetzt gesagt, jetzt haben wir die Engine. Wir haben Jahre und Millionen von Dollar da reingesteckt. Also müssen wir jetzt noch irgendwie was anderes rausklatschen und ein komplett neues Spiel wird wahrscheinlich wieder zu lange dauern. Also machen wir mal ein Remake von Shadow of the Colossus. Und keine Frage, das ist cool. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen so das Gefühl, da hat keiner nach gefragt. So. Versteht ihr, was ich meine? Ja, aber letztendlich ist es doch trotzdem okay. Ich meine, es muss ja nicht immer, du kannst ja auch Nachfrage schaffen und nicht immer auf das hören, was dir vorgeschrieben wird. Wir brauchen jetzt unbedingt Half-Life 3. Nee, Shadow of the Colossus, sei glücklich. So, weißt du, ist gut. Ja, das stimmt schon. Nur, also ich finde, also auch noch einmal, das nochmal zu sagen, das hatte ich selber gar nicht gesagt, aus meiner Sicht. Also ich fand auch, dass dieses Jahr leicht enttäuschend war, weil einfach nicht so viele Überraschungen waren oder nicht so die Mindfucks. Also ich werde nie die E3 vergessen, wo halt wirklich das Final Fantasy VII Remake angekündigt wurde, Shenmue 3 und hast du nicht gesehen? Also E3 2015 war der absolute Höhepunkt. Ich habe mich komplett zugeeimert. Das war so heftig. Ich meine, ich war auf der Arbeit, wenn ich mich recht entsinne. Ich war auf der Arbeit und dann habe ich das halt live mitverfolgt. Und Alter, als Final Fantasy VII kam, war ich schon, ich habe schon rumgequiekt wie ein kleines Schulmädchen. Und direkt danach kam Shenmue 3. Ich bin aufgesprungen, Raucherpause. Ich musste raus, ich musste schreien. Shenmue 3, what the fuck, what the fuck. Und dann bin ich aus meinem Department raus und musste erstmal 5 Kippen rauchen. Gott, das war geil. Ich glaube, ich habe die Geschichte mittlerweile in den Podcasts schon 5-mal erzählt, aber ich glaube, Es passt nochmal rein, ne? Ja, genau. Als ich das Final Fantasy VII Remake gesehen habe, oder anders, da haben Sevitz und ich haben uns vorher noch drüber unterhalten und er meinte dann, ja, ich muss nächste Tag arbeiten, ich gehe jetzt pennen. Und es gab dann wirklich ein oder zwei Tage vorher, gab es dann auf einmal das Gerücht so von wegen, ah, hier ein Final Fantasy VII Remake kommt. Und wir haben das total belächelt und machten, ja, natürlich, ein Final Fantasy VII Remake. Als ob, die haben die ganze Zeit so getrollt und so weiter und immer wieder haben sie es angeteasert und sie machen es einfach nicht und sie machen es einfach nicht. Und da meinte Sevitz noch so halb im Scherz so, ja, wenn es angekündigt wird, dann kannst du mich ja anrufen noch. Egal, wie spät es ist. Ah, ja, okay. Und dann gucke ich halt da die Referenz und dann wird halt wirklich das fucking Final Fantasy VII Remake angekündigt. Und dann habe ich Sevitz direkt nochmal um 4 Uhr morgens angerufen. Hab auch nur gesagt, sie hatten recht, es ist tatsächlich ein Remake da. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt anrufe, aber ich muss das tun. Nee, so ruhig warst du nicht. Ja, also ich konnte das jetzt natürlich jetzt nicht mehr so wiedergeben. Aber ich habe dann schnell aufgelegt eigentlich, weil ich nicht wieder pennen lassen wollte. Und dann hast du mich nochmal angerufen und ich gesagt, hä, ich finde das nicht online, was ist denn das jetzt hier? Ja. Jedenfalls, um jetzt vielleicht ein bisschen noch wieder die Kurve zu kriegen, das ist eigentlich etwas, was ich mir von der E3 wünsche. Und dieses Jahr gab es das eigentlich gar nicht so richtig, denn deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir direkt jetzt schon Shadow of the Colossus so vorziehen. Denn für mich war das Remake von Shadow of the Colossus so der einzige, wirklich dieser einzige What-the-fuck-Moment. Ansonsten war für mich alles, was so gezeigt wurde, nicht so Beyond Good and Evil 2? Ja, das sah megamäßig aus. Okay, keine Frage, okay, Beyond Good and Evil 2, aber das ist jetzt, also ich hab jetzt, wo ich es gesehen habe, habe ich natürlich Bock drauf bekommen. Aber das war so ein Spiel, was ich vorher überhaupt ansatzweise überhaupt mich null gejuckt hat. Ich habe jetzt diesen CGI-Trailer gesehen, fand den mega. Keine Frage. Aber da war vorher auch kein Bedürfnis für mich da. Also das war, wie bei Shadow of the Colossus letztendlich. Ja, aber okay, dann nehmen wir vielleicht nochmal Beyond Good and Evil 2 dazu. Okay,
ist in Ordnung, lassen wir also, so stehen. Also auch ohne, dass ich aber ansonsten habe ich nichts, wo ich sage, wow, krass, was ist das denn jetzt? Ja, das andere war so, ja, habe ich schon gesehen, ja, ich weiß, das kommt, hm, das Spiel sieht gut aus, okay, aber hm. Und da war nicht so viel Krasses dabei einfach für mich. Na, wobei du schon sehr, sehr, also sah halt so aus im Endeffekt, als wenn du als das Spiel da halt aufgetaucht ist, im Endeffekt doch sehr gehypt warst. Ja, war ich auch, aber trotzdem. Deswegen war es. Es ist halt, ich sag mal, wann kam der erste Teil raus? Das war doch ein PS2-Titel noch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ein PS2-Titel. Das war jetzt auch ewig in Entwicklung. Deswegen, also von daher, das fand ich jetzt schon, das fand ich auch, war eine sehr sympathische und schöne Präsentation. Auch so generell hatte man zumindest das Gefühl, dass das wirklich mit Herzblut präsentiert haben, ihre ganze Sache da vorne. Und der CGI-Trailer, klar, ist ein CGI-Trailer, aber war übergeil. Und einfach das, dass da der zweite Teil dann doch mal irgendwann mal kommt, dachte er irgendwie, also ich habe auch null davon mitbekommen irgendwie mal. Und ja, jetzt noch die anderen Szenen, die ich jetzt so letztendlich gesehen habe im Nachhinein. Also wenn die das alles so hinkriegen, wie es da aktuell aussieht, holla die Waldfee. Ja. Ja. Ja, Vince, willst du noch was dazu sagen? Ja, es gab also etwas, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Ich habe vorher noch Witze gemacht. FIFA 17. Oh mein Gott! Nein, das war dann, wo ich dann halt schon mit nichts Coolem mehr gerechnet hatte. Dann kam halt Nintendo. Und die haben natürlich nichts gezeigt. Aber es gab einfach diesen Moment, wo nur so eine Galaxie gezeigt wurde und es langsam zoomt es raus und die ganzen, keine Ahnung, ganzen Sterncluster formen ein Bild und es ist das fucking Metroid-Samus-Dingsbums-Zeichen und dann haben sie fucking Metroid Prime 4 angekündigt und ich wollte einfach schon unbedingt irgendwann irgendwie wieder Metroid haben und dann ballern sie Metroid Prime 4 raus, keine komische Knock-Off-Scheiße, kein komisches Dingsbums Other M-Gedöns, nein, es ist ein richtig geiles, also ich weiß noch nicht, ob es geil wird, aber ich meine, es ist Metroid Prime 4 und mit keine Ahnung, mit dem, was sie halt mit Legend of Zelda Breath of the Wild rausgehauen haben, sehe ich einfach auch mit der Switch halt eben das technologische Potenzial, wieder ein richtig geiles Metroid rauszubringen. Und dann kam bei Nintendo Treehouse eben auch noch das Metroid 2 Remake, das Offizielle. Und dann habe ich meinen Shit verloren, gesagt, okay, Nintendo hat gewonnen, fuck this shit. Fuck this. Ja, also ich möchte jetzt noch nicht zu sehr, also das würde zu dolle, glaube ich, jetzt schon in die Bewertung der Pressekonferenz reingehen. Und ich bin ja der absolute Nintendo, muss ich glaube ich niemandem sagen, dass ich absolute Nintendo-Fan bin. Aber ich habe Gift und Galle gekotzt bei der Präsentation von Nintendo mal wieder. Ich würde da nachher auch freudig gern erklären, warum. Ja. Aber ich war da gar nicht so happy mit. Aber ja, okay, gut, kann ich verstehen, dass du darauf abgegangen bist. Okay, ja, Metroid Prime 4. Im Endeffekt, es ist ja so, das schon fast Perverse daran ist ja, dass Nintendo uns seit, ich glaube, 8 Jahren kein richtiges Metroid mehr gegeben hat. Ja. Das ist wirklich so ein richtiges Metroid, seit 8 Jahren. Ja? Also in 8 Jahren in 8 Jahren kommen von anderen Spielen 3 oder 4 Teile raus. Ja, aber guck dir doch mal zum Beispiel GTA an. Das kommt ja dann auch nicht alle 2-3 Jahre und dafür ist es halt immer eine Bombe. Und wenn Metroid ihr Level hält und ihre Fanbase glücklich macht, dann habe ich lieber in 8 Jahren einen Titel, als, weiß nicht, jedes Jahr das neue Call of Duty zu spielen. Naja, also ich meine, die letzten Metroid-Games waren absolute Kackpisse. Hm. Ja. Richtige okay. Kackpisse. Ich dachte, das wäre, dadurch, dass noch so eine riesige Fanbase ist, dass das noch irgendwie alles gut war, was da kam, aber okay. Nee. Das ist Nintendo hat dieses Syndrom so ein bisschen, ihr fresst es sowieso. Das ist so, glaube ich, so manchmal das Problem von Nintendo. Sie bringen, keine Frage, auf die Masse gesehen, bringen sie halt immer nur Top-Titel, wenn es wirklich Nintendo eigenprogrammierte Sachen sind, keine Frage. Aber bei manchen Sachen ist das schon so ein bisschen so, ja, wir wissen sowieso, ihr nehmt das an. So, egal. Ich glaube, die haben jetzt das erste Mal nur wirklich diesen krassen Backlash bekommen, diesen Shitstorm, wo sie halt dieses Metroid Federation Force für ein 3DS gemacht haben, was eigentlich gar kein richtiges Metroid ist, weil es einfach nur irgendwie in dem Metroid-Universum spielt. Und ich habe es auch nicht gespielt, aber soweit ich weiß, kommt auch Samus, glaube ich, gar nicht vor. Und das hat halt kein Mensch gewollt. War total hässliche, komische Optik. Er hat ein komplett anderes Spielprinzip. Und da haben sie halt den Mega-Shitstorm bekommen, weil da waren es ja irgendwie auch schon 5 Jahre seit dem letzten Metroid. Und ja, dann haben sie das rausgehauen. Jetzt haben sie wahrscheinlich gemerkt, okay, wir sollten doch mal Metroid Prime 4 machen vielleicht. Aber ja, dazu später noch mehr, würde ich sagen. Wenn ihr jetzt nichts mehr zu einem krassen Mega-Titel, der euch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, sagen wollt,
oder der euch überrascht hat. Ich weiß nicht, Basti, hast du da noch was? Gute Frage. Also so richtig überrascht eigentlich die meisten so gar nicht im Endeffekt. Detroit hat mich relativ, wie sagt man am besten jetzt im Endeffekt? Tangiert? Ja, nee. Detroit hat mich doch schon ein bisschen angehypt im Endeffekt, weil ich ja halt auf Heavy Rain und Fahrenheit super abgegangen bin damals. Und Anthem auch, absolut. Also das waren so die beiden Highlights, wo ich jetzt sage, okay, das da freue ich mich richtig drauf. Detroit hat mich zum Beispiel richtig enttäuscht, war. Okay, also ich... Ich muss auch sagen, also bei Detroit war ich damals als die Ankündigung kam, die Macher von hier Quantic Dream, die Macher von Heavy Rain und Fahrenheit und so weiter, die machen einen neuen Exklusivtitel für die PS4 und ich, boah, krass, geil, freue mich. Und hatten sie, glaube ich, damals, als die PS4 neu war, hatten sie auf der E3 das war auf der PS3 sogar schon. Ja, das war die PS3 Tech-Demo, wo sie dann gezeigt haben, wie die Mädel da zusammengesetzt wird und dann wieder auseinandergeschraubt wird und dann wieder nicht. Weil irgendjemand entscheidet, dass es doch vielleicht, dass man sie am Leben lassen könnte. Deswegen, der Trailer war ja unfassbar phänomenal. Deswegen war ich damals dann auch wahnsinnig gehypt, als es dann hieß, alles klar, Leute, wir machen jetzt endlich ein Spiel daraus. Der erste Trailer, der auf der letzten E3, glaube ich, dann kam, war auch ziemlich cool. Mit diesem Detective-Gedöns und allem drum und dran. Ja. Und jetzt sieht mir das so Larifari, wir klatschen euch jetzt so eine... Weiß nicht. Also das Einzige, was ich jetzt hoffe, ist, dass es vielleicht so ein bisschen wie Fahrenheit aufgezogen ist, dass du zum einen Detective und zum anderen diesen Anführer dieser Rebellion spielst. Dass du sagst, du hast wieder diese Katze-Maus-Spiel mit dir selbst sozusagen. Ja, ich verstehe vollkommen. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also das war bei mir auch. Erste Ankündigung, ich total gehypt. Erster Trailer, fand ich richtig geil. Und dann jetzt den anderen Trailer, dachte mir so, wow, schlagartig habe ich deutlich weniger Bock auf das Spiel als vorher. Definitiv. Ich weiß nicht, weil für mich sah das einfach nur so nach 0815 Sci-Fi-Gedöns aus. Hast du die anderen Trailer gesehen, Basti? Also den letzten nicht. Vor allem aus der letzten drei? Okay, dann wird es daran liegen, weil wenn man so sieht, würde man sich sagen, ist okay. Aber wenn du dir zum Beispiel mal den Trailer vom letzten Jahr ansiehst, der ist bedeutend geiler. Weil da werden auch die Konsequenzen viel besser aufgezeigt, als es jetzt der Fall ist. Jetzt hast du diese typische Walking Dead Series A-B Entscheidung und so richtig gravierend war jetzt, wirfst du jetzt eine Bombe oder nicht, so, mein Gott, ist jetzt, also wir kennen das mittlerweile, dass wir uns entscheiden können in Spielen, müsste man schon ein bisschen dramatischer aufziehen. Und das hat mich krass enttäuscht leider, muss ich echt sagen. Aber das kann mich ja noch positiv überraschen, von daher lieber tief stapeln, das ist immer noch auf meiner Liste, weil ich liebe die Spiele, also selbst das nicht so erfolgreiche Beyond Two Souls habe ich sehr, sehr geliebt. Naja. Also wir reden ja jetzt auch noch gar nicht über das Spiel selber, sondern einfach nur über die Präsentation, über den Trailer, weil um nichts anderes geht es ja. Und ich fand auch, vielleicht ist das Spiel später super, kann man jetzt noch gar nicht sagen, aber die Präsentation, also der Trailer an sich, der mir das Spiel präsentieren sollte, hat es echt geschafft, dass ich gesagt habe, wow, ich habe jetzt weniger Bock als vorher. Also Basti, du musst dir unbedingt nochmal den alten Trailer und vor allem diese Tech-Demo mit dieser Androidin, die da gebaut wird und auseinandergenommen wird, angucken. Das ist wirklich, allein dieser Trailer, wie Sefitz schon gesagt hat, mit dem Androiden-Mädchen, der geht so, das sind nur 5 Minuten oder so, und der geht so krass, so schnell unter die Haut, mehr als sonst ein Film das in der Regel tut, und die 2 Stunden Zeit haben für sowas. Und das war echt krass, ja. Okay. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Also das hört sich natürlich jetzt ein bisschen anders an, als ich Motivation bekommen habe, als ich es gesehen habe. Da war ich halt wirklich so, dachte mir so, okay, geil, super, oh, sieht super aus, okay, hat was. Vielleicht lag es noch daran, dass ich so ein bisschen auf dem Tablet nebenbei geguckt habe, im Endeffekt, dass mir halt vielleicht 1-2 Sachen entgangen sind. Erstmal super gehypt. Die Thematik ist ja nach wie vor cool. Also man kann ja nicht sagen, dieses androide Leben, lebenswert, lebensnicht, diese ganze Lebensfrage zu stellen, damit kannst du ja viel anstellen. Und wenn die das gut verpacken, und das haben die ja bis jetzt auch eigentlich immer gut gemacht, auch wenn Heavy Rain zum Beispiel diverse Storylücken hatte, aber irgendwo haben sie es ja immer super spannend und sehr geil aufgezogen. Und ich hoffe, dass sie es da auch gut hinkriegen. Aber ich bin da voll bei Zack. Ich habe wirklich deutlich weniger Bock auf das Spiel. Leider. Ja. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen betrübt. Aber egal. Na gut, ich würde sagen, dann haben wir jetzt unsere, ich sag mal in Anführungszeichen, Highlights erstmal abgegrast. Dann würde ich sagen, machen wir im Schnelldurchlauf. Verhackstücken wir mal die Pressekonferenzen. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schlimmsten an, also EA. Oder hat er. Yeah. Sieht das jemand von euch anders? Also ich
fand persönlich jetzt eigentlich schon fast die Sony noch einen Ticken schlimmer. Also so ein bisschen, bis auf ein paar Kleinigkeiten im Endeffekt. Also bei EA im Endeffekt, ich weiß nicht, also wobei da hat mich eigentlich nicht. Also da hat mich aber Battlefield im Endeffekt die Erweiterung jetzt halt so ein bisschen mehr mitgerissen noch im Endeffekt. Also außer jetzt Shadow of the Colossus. Also in dem Fall, wie gesagt, das mich jetzt so ein bisschen sehr begeistert hat, mir eine PlayStation nochmal zu kaufen. Aber also gerade EA, das war doch der, also dieser lebende Zombie, der da permanent geredet hat. Was war denn mit dem los, bitte? Der hat keine Mimik verzogen. Den habe ich völlig ignoriert. Und hat irgendwelche Sachen erklärt, wie begeistert er davon ist. I'm thrilled to show you our new FIFA 17. I don't give a shit. Also, wie kann man denn so einen Menschen da vorne hinstellen? Das raff ich nicht. Ja, gut, ja, okay, wenn man es darauf also unterbricht, dann schon. Ja, dann ist es vielleicht wirklich ein bisschen dabei. Also das Einzige, was EA noch gut, also was jetzt noch ganz sympathisch war, jetzt kann man das natürlich auch ein bisschen sehen, wie man möchte, aber ich fand die beiden Suit-Träger da zu der FIFA 17 Präsentation fand ich ganz nice, das sind doch ganz coole Typis. Ah, was, Alter, die kam doch an, das war doch schon der erste richtig große Cringe-Moment. Wo die auf die Bühne kommen und wollen sich High Five geben und verkacken es. Das war das Spiel schon auch noch richtig schlecht. So, oh ja, das war nicht so geplant. So richtig so, what? Boah, geht euch. Aber ganz ehrlich, das war wenigstens ein Lebenszeichen gegenüber diesen laufenden, weiß ich nicht was. Also das war ein Android, das war die Tech-Demo von Detroit, was da vorne auf dem Bildschirm stand. Das war doch furchtbar. Also und das ging ja auch noch so weiter. Was war denn das gewesen, wo sie rübergeschaltet haben zu diesem einen Hippie-Typen, der da vorne, was war denn das für ein Spiel? Der hat auch kein Wort aus sich rausbekommen. Rennspiel. Das war die Microsoft-Pressekonferenz. Entschuldigung, da kommen wir später noch dazu. Ja, komm. Auch furchtbar. Also, anderer Vorteil war noch höchstens die 2CD Battlefront gezeigt hat. Das war noch, wo ich sage, ja, okay, die war ganz sympathisch. Also ich finde der Typ, das ist ja glaube ich der CEO von EA und ich finde, der sieht immer aus wie ein Serienkiller. Das ist so richtig für mich, das ist für mich the real life American Psycho so richtig. Der Typ sieht aus, als würde er so mega geleckt, sportlich, gestriegelt, stellt sich hin, macht total die souveräne, zumindest aus seiner Sicht, total die souveräne Präsentation, ist total hart, ist gut in seinem Job, so nach dem Motto, und nachts tötet er Nutten. So sieht er aus, Alter. So sieht er aus. Filetiert den ganz entspannt, den Dickdarm. Ja, aber wirklich, so wirkt der Typ auf mich. Ich glaub, das ist wirklich, der hat so was Unmenschliches, Kaltes an sich. Ich glaube, deswegen ist es halt auch so, wenn Sefitz sagt, ihm gefällt die Präsentationsart oder Art und Weise von dem Typen nicht. Weil, wie gesagt, ich finde auch, der Typ, der ist mir irgendwie total unheimlich. Ja, das Ding ist, ich kann noch, also ich meine, ich finde es ja gut, dass wir prinzipiell Leute dahinstellen, die das mit der Entwicklung oder zumindest mit der Firma selbst ja auch zu tun haben, als wenn sie jetzt, sage ich mal, da irgendjemand nach vorne stellen, der mit nichts zu tun hat. So ein YouTuber oder so. Zum Beispiel. Richtig. Aber ich meine, wenn jemand wirklich nicht, also ja, seine Worte haben ja null zu dem gepasst, was er ausgestrahlt hat. Ich meine, wir kennen ja immer dieses, also ich weiß nicht, wie oft das schon wieder vorkam, ich hoffe, da gibt es irgendeinen YouTube-Remix irgendwie, we are thrilled to show you, also wie oft ich das gehört habe in diesen ganzen scheiß Pressekonferenzen, dieses Wort thrilled und er war alles andere als thrilled, also what the fuck, also oh, wie kann man so schlecht präsentieren, das hat mir schon die ganze Pressekonferenz versaut, also der ging mir so auf den Sack, ansonsten fand ich eher gar nicht so schlimm. Ja, also ich finde auch, oder will erstmal was, wer anders noch was zu EA sagen, vielleicht Vince, der hat jetzt schon lange Zeit gar nichts mehr gesagt. Das, okay. Gott, ich muss erstmal, ich bei in Sachen Cringe verbinden sich die Sachen bei mir immer. War der YouTube-Heini bei EA oder war das Microsoft? Das war doch, glaube ich, der Microsoft war, was ich meinte, glaube ich. War das nicht von diesem Rennspiel von Forza? Nee, ich glaube, der hat Forza, glaube ich, gemacht. Ne? Das ist der mit seiner Jeansjacke, der alles verkackt hat, was man verkackt hat. Ach, der, ja, nee, ja. Das war Need for Speed Payback. Ich hab's gerade hier auf. Ach, das war Need for Speed der, Payback? Boah, der Typ, das war aber kein YouTuber, meine ich. Das war einfach ein Entwickler von denen. Nee, das war irgendein YouTuber. Der Typ, das ist so ein Vlogger. Oh Mann, ey, okay, dann hasse ich ihn jetzt noch mehr. Also war das EA, ja? War das EA? Also der war, also der Typ mit der Jeansjacke und dem rosa Shirt, ja, genau. Der war definitiv bei Need for Speed Payback. Alter, der war auch so schlecht. Der hat ja gar nichts hinbekommen. Habt ihr dann noch bemerkt, wie dann irgendwie von irgendjemand anders auf einmal ins Bild gestiegen ist und seine Moderation übernommen hat? Weil er nichts geschissen bekommen hat? Oh Mann, ey. Das war so geil. Und dann macht der Typ auch noch, keine Ahnung, 20 Minuten Explanation-Video, warum das Ganze so scheiße lief. Jesus Christ, ich hoffe, diese Menschen sterben irgendwann aus. Boah.
Ja, oh. Hätte EA mich... Ach, es gibt ein Explanation? Ja, echt. Echt, wirklich? Oh, das muss ich mir mal geben, Alter. Ja, das wie heißt ist, der Typ denn? Keine Ahnung. Der Spasti? Die sagen seinen Namen irgendwie dreimal oder so, als würde jeder Schwanz ihn kennen. Okay. Ich meine, es ist ja halt schon... Ich verstehe das schon, wenn du da jetzt als Dude da auftauchst, der nur unter seiner Webcam normalerweise quatscht, dann bei so einem immensen Live-Event da auf einmal was machen zu müssen, ist natürlich schon schwierig. Ja, aber wenn ich Eventplaner bin oder ich generell... Ja, ja, das meine ich, das genau. Dann weiß ich, dass das nicht funktioniert. Na, vor allem, die müssen doch auch geschult werden. Ich frage mich auch permanent, also die müssen doch, also das ist ja mein Aushängeschild, diese Pressekonferenz. Da gucken mehrere Millionen Menschen zu, das wird dann alle... Was ist Zeitschriften, Blogs, was auch immer, wird das bereitgetreten. Und das kommt mir so vor, als ob die Leute da hinstellen mit einem absolut zweitklassigen Trainer. Das ist doch, das geht doch nicht. Ja, aber da vielleicht nochmal dazu was gesagt. Bei EA im Endeffekt kann ich mir jetzt vorstellen, dass denen das eh relativ egal ist, dass die sich einfach jemanden suchen, der vielleicht meinetwegen jetzt wie er jetzt in den USA oder sowas bekannt ist im Endeffekt über YouTube oder was auch immer. Einfach nur um den da hinzustellen, weil mittlerweile oder aktuell ja YouTube-Channels und was weiß ich nicht alles... nur mal gesehen werden bis zum geht nicht mehr von zig Millionen von Leuten. Ja, und, das ist ja nachvollziehbar, klar. Und bei EA, denen ist es ja eh furzegal, kann man sagen, im Endeffekt bringen ihre Spiele raus, die Spiele werden immer gekauft, man sehe FIFA, bringen nur ein Add-on raus im Endeffekt und Leute kaufen es bis zum geht nicht mehr und es interessiert sich kein Schwein dafür. Im Endeffekt, aber ich denke schon, dass die Führung eine gewisse Reputation und ein bisschen, also die geben ja nicht mehrere Millionen für so eine Pressekonferenz aus, nur weil sie sagen, mir ist es scheißegal, was da letztendlich vorne auf der Bühne passiert. Das scheißegal also, vielleicht auch nicht, aber die werden sich schon ein paar Gedanken machen, aber die werden das jetzt vielleicht sich sagen, okay, hey, ja, der Typ hat so viele Fans, der ist cool. Ja, also, ja das ist definitiv. Jetzt, das ist jetzt, ja, pass auf, aber das ist jetzt nicht, was Basti schon sagt, wird schon hinkommen, weil das ist für EA einfach nicht spielentscheidend. Das ist nicht so wie für zum Beispiel Microsoft, die jetzt, weil sie mit der Xbox One die letzten Jahre eigentlich nur verkackt haben, international gesehen. In den USA läuft die super, aber auf dem Rest der Welt halt überhaupt nicht. Wo die wirklich sagen müssen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen hier auf die Kacke hauen, um wirklich wieder unser Image ein bisschen aufzubessern. Und EA weiß, dass sie die meistgehasste Firma der Welt ist, so neben Monsanto irgendwie. den ist das Wumpe und die sagen halt, ja, wir machen irgendwie jetzt so eine coole Konferenz. Ja, was ist denn cool so für, weil bei EA, glaube ich, arbeiten ja auch keine, zumindest ist das in meiner Vorstellung so, dass da auch keine Menschen arbeiten, die so Spaß an Videospielen haben. Das sind so, also genauso als wenn du sagst, so ein Typ, der Autos verkauft, aber selber fährt er irgendwie so ein Opel Corsa oder so, weißt du? Der hat da selber gar keinen Bock da drauf, so. Aber er ist einfach gut im Verkaufen und muss die Scheiße verkloppen. So stelle ich mir so das gesamte Ding so bei EA vor. Da ist keiner, der wirklich so für die Sache lebt und so weiter. Für die ist das einfach nur Geschäft. Ein Produkt. Ja, ein Geschäft. Und deswegen meinen sie, ja, wir hauen da jetzt irgendwie eine Persönlichkeit hin. Das ist ähnlich wie bei der South Park-Folge doch, wo sie doch auch EA verarschen mit was war denn das? Baby Crackball oder was das war? Ja, genau. Crackbaby Basketball oder so. Ja, genau. Ja. Das war so geil. Ist so. Aber das genau ist schlecht jetzt vor allem. Also. Ja, ich glaube, das ist auch so. Aber manchmal muss man vielleicht auch sagen, dass die Leute, die das dann organisieren, das müssen ja nicht unbedingt immer dieselben Leute sein. Ich glaube nicht, dass da seit 10 Jahren einer sitzt, der seit 10 Jahren immer dieselbe Mensch, der die Pressekonferenz für EA macht. Der ist im Besenschrank und der kommt immer zur E3 raus und dann plant er alles. Also wenn doch, dann hat er sich mittlerweile wahrscheinlich aufgehangen. Ja. Aber ich meine, ich kenne das ja von, ich habe das ja letztes Jahr auf der Gamescom mitgekriegt von Nintendo, wo die mir ja gesagt haben, hey, du kannst zu jeder von unseren Turnieren, zu jeder Veranstaltung kannst du gerne kommen. Und ich habe dann gesagt, du mit Splatoon, weil ich das bis dato noch nicht gespielt hatte, kenne ich mich jetzt nicht so mega aus. Ich glaube, dann wäre es falsch, wenn ich mich da hinstellen würde und würde jetzt sagen, ich moderiere jetzt Splatoon. Habe ich dann von mir aus gesagt. Und dann haben sie irgendwie so zwei andere YouTuber, die auch vorher noch nie da waren, also es waren jetzt keine von den Großen, nicht LuxLink oder Domtendo oder so, zwei andere, haben sich dann da hingesetzt und im Endeffekt haben sie mir erzählt, wie scheiße das war, weil die halt auch kein Wort rausgekriegt haben und nichts geschissen gekriegt haben, weil die halt auch nur gewohnt sind zu wegen, ja, ich stelle mich jetzt vor die Kamera, ich cutte das später und dann sieht das so aus, als wäre ich ein lustiger Typ, aber eigentlich bin ich voll die langweilige Furznase. So, also, von daher, vielleicht wissen die Leute, die das planen, auch nicht besser in dem Moment. Die denken dann, yo, das wird super und merken dann erst, nee, war eine blöde Idee. Ja, also zu dem ganzen Organisatorischen und so weiter, kann ich euch sagen, dass dann da wahrscheinlich irgendein abgefuckter PR-Prakti oder Junior-PR-Manager ist, der dann die wunderschöne Aufgabe bekommt, dort einen gewissen Timeslot zu organisieren.
und dann kriegt ihr solche Ergebnisse. Ja. Der kleine Patrick, der macht jetzt ein zweiwöchentliches Praktikum bei uns. Wie wär's, wenn du 35 Minuten E3 ausfüllst? Na, dann viel Spaß, kannst du durchplanen. Kein Scheiß. Ja. Ich wünschte, das wäre gelungen. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich glaube auch, weil, wie gesagt, das ist für die eigentlich Wumpe. Das ist, die ja, leben die nicht davon, Geld dass die E3 gut ist. Das ist klar, aber dann raff ich halt trotzdem nicht, dass ich, also ich meine, ich lege so viel Geld in diese ganze E3-Präsentation. So eine Halle kostet einen Haufen scheiße Geld, die Kameras, die ganzen Einnahmen, also der ganze Taram, den du darin machst, auch als EA, wo es dir theoretisch egal sein kann, also ich würde nicht, weiß nicht, wenn ich Chef wäre und ich sehe, oh Mensch, E3, wir haben jetzt 14 Millionen ausgegeben für Werbemittel, dies und jenes, wenn das mal reicht. Und was ist hängen geblieben? Der dumme YouTuber, der nicht auf seinen Text klar kam. Oh, die 14 Millionen, die waren gut angelegt. Steuerberater, gut abgelegen bitte. Also, sagen wir mal so, das reicht dem, also wenn es ihn überhaupt interessieren sollte, dann reicht es ihm, dass irgendwas da hängen geblieben ist. Wahrscheinlich ist das wirklich der Typ, wie ich Zack schon sagt, der schlitzt dann die nächste Prostituierte auf, guckt sich das Video dabei an. Ja, das wird so sein. Okay, jetzt wo wir genug EA gebasht haben für ihre Organisation, wollen wir vielleicht nochmal über die Spiele von EA sprechen. Ja, natürlich. Darum ging es doch, glaube ich, oder? Oh, ja. Darum ging es eigentlich, ja. Ich muss auch sagen, da EA die letzten Jahre immer die absolut furchtbarste E3-Konferenz aller Zeiten war, und ja, auch diese E3-Konferenz war jetzt nicht gut, trotzdem muss ich sagen, ich fand sie deutlich besser als die letzten Präsentationen von EA der letzten Jahre. Also ich finde, die haben schon eine positive Entwicklung dieses Jahr durchgemacht. Ich fand sie jetzt auch nicht schlecht, also war okay. Eben, also Scheiße, wie dumm kann man denn sein? Nee, war gut. Passt, war gut. Hat mir gefallen, ja. Also was? Ja, also spieletechnisch bezogen. Also Moderation ist abgrundtief schlecht. Also wirklich abgrundtief schlecht. Aber so der Rest, also wie gesagt, das Battlefront-Ding hat mir ganz gut gefallen. Das war sympathisch moderiert, das war gut gezeigt. Vielleicht ein bisschen zu lang. Das, also ich meine, haben die nochmal eine halbe Stunde Spiel gezeigt? Also warum? Ja, halt eine Runde haben sie gespielt. Und das war wieder so eine Rotz. Battlefront hat mich am meisten angepisst eigentlich, weil ich mich so drauf gefreut hatte. Es hat mich so angepisst, weil sie einfach Teil 1 nochmal neu aufziehen, ein bisschen hübscher machen, die gleichen Fehler machen. In jeglicher Hinsicht im Endeffekt, beim Balancing, beim Matchmaking, bei den Levels, also ich habe mir nochmal ein Video danach angeguckt, wie sie halt so ein bisschen die Maps zerreißen und alles sowas, die halt gezeigt wurde auch, und es geht gar nicht, es ist einfach so ein mieses Balancing bei diesem Spiel, dann irgendwie mit reingemacht, dass man nicht mehr mit den eigenen Teammitgliedern, wenn man spawnt, zusammenspawnt, sondern irgendwie zusammengewürfelt wird mit irgendwelchen anderen Spielern, die man gar nicht kennt. Und mit dem man überhaupt nichts zu tun hat. Ist das so bestätigt? Das ist so bestätigt im Endeffekt. Ob das jetzt in dem Fall so wirklich so umgesetzt wird, weil sich so unfassbar viele darüber aufgeregt haben jetzt schon, ist eine andere Frage, ob sie das vielleicht nochmal verändern. Aber es ist einfach sowas von unsinnig. Also ich hatte mich eigentlich auf Teil 1 riesig gefreut, habe mir eine Menge dazu angeguckt und habe dann gesehen, okay, es ist scheiße, ich warte auf den Teil 2. Oder bis es irgendwann hinbekommen. Haben sie nicht gemacht, haben jetzt Teil 2 angekündigt. Und wie gesagt, Balancing genauso miserabel, Matchmaking genauso miserabel, Maps genauso miserabel, nur ein bisschen hübschere Grafik, und fliegen kann man genauso noch bescheuert. Also man muss ein richtiger Pro sein, der eine richtige Ausrüstung zu Hause hat, damit man richtig fliegen kann. Und mit einer Tastatur, Mauspad geht das gar nicht. Get good. Also richtig, okay. Richtig, richtig stimmig. Ich war so gehypt, dann ging die Musik los und ich dachte mir so, oh geil, Star Wars, liebe Star Wars, es ist so toll. Und dann habe ich mir angeguckt, dass ich so, okay, sieht gut aus. Das ist wieder, okay, es ist dasselbe, alles klar, es sieht genauso aus wie Teil 1. Und dann habe ich mir nach dem Video angeguckt und dachte mir so, oh, ihr seid scheiße. Ich hasse euch. Ihr blöden, pissgeldgeilen Bastarde. Okay, man muss vielleicht aber auch dazu sagen, wenn du jetzt so über dieses Spiel ausrastest, dass du der Mega-Shooter und Battlefield-Mensch bist. Ja. Das sollte man auch dazu sagen. Okay, das ist richtig. Ja, ich habe mich halt so gefreut. Das hat mich so wirklich richtig, richtig böse frustriert, dass halt irgendwelche Sporttitel kommen und NBA Live und FIFA und was weiß ich. Alles, da kann ich, alles NBA klar. Live würde ich gerne noch was loswerden nachher. Warte, ich habe es gewusst, deswegen habe ich es gerade gesagt. Das hättest du uns vergessen, wirklich. Ja, ich habe es gerade gesagt, weil ich wollte wissen, was du dazu sagst. Gregor hat auch schon rumgesprochen darauf. Naja, auf jeden Fall, es ist halt völlig klar gewesen im Endeffekt.
Need for Speed dachte ich mir so, okay, cool, sieht super aus, ein hübsches Need for Speed, ein bisschen mit Burnout-Elementen, sieht geil aus, im Endeffekt ist sicherlich lustig zu spielen. Und dann halt Battlefield 1 die, als Erweiterung, kein neues Battlefield, nein, eine Erweiterung, man führt das aus, was momentan super funktioniert und Battlefield 1 ist einfach ein fantastisches Spiel. Und dann kommt Battlefront, ich dachte mir so, oh geil, 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 und dann halt wirklich so, Also, okay, okay. Vier Wörter zur Battlefront noch. Day One Patch regelt. Ja. Ich glaube nicht. Nein, also ich sag mal so, also weil du jetzt ja gerade über Battlefront so hergehetzt hast, ich muss als Mensch, der absolut sich überhaupt nicht für Battlefield und so weiter interessiert, aber natürlich total auf Star Wars abgeht, muss ich sagen, ich habe tatsächlich weniger von Battlefront erwartet und war im Endeffekt positiv überrascht. Weil EA ja gesagt hat einfach nur, okay, pass auf, wir wissen selber, dass Battlefront 1 scheiße war. Ja, ich habe auch damals, ich habe halt auch Battlefront 1 nicht gespielt. Ich habe damals nur die Beta, die offene Beta auf der PS4 gespielt, habe 3 oder 4 Maps gespielt und 2-3 Stunden lang habe dann gesagt, so, jetzt habe ich ja alles von dem Spiel gesehen, jetzt muss ich mir nicht mehr kaufen, weil mehr Content hattest du in dem Spiel nicht mehr. Alleine, dass EA jetzt sagt, okay, pass auf, wir geben euch Maps und Schlachten und Helden aus allen Teilen. Die originale Trilogie, die Prequel-Trilogie und jetzt die neuen Disney-Filme, alles ist da drin. Und vor allem auch, dass sie gesagt haben, ihr habt jetzt eine Singleplayer-Kampagne, worüber man sich natürlich streiten kann. Und wir müssen auch sehen, ob diese Singleplayer-Kampagne überhaupt länger als 3 Stunden ist. Weiß man noch nicht. Ich gehe mal eher so dahin, dass das auch nur kurze, schnell dahingeschlusste Scheiße ist. Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn das wie bei Battlefield 1 aufgezogen ist, das geht auch nicht. Also die Story davon ist eigentlich auch nur, um die Mechaniken des Spiels zu lernen im Endeffekt. Also, und das funktioniert fantastisch. Und ja, pass auf, nein, das kannst du nicht vergleichen, weil Battlefield ist einfach, wir machen Krieg. Und Star Wars ist fucking Star Wars. So, das ist, da ist, nein, da hast du Millionen von Menschen, die eine Story haben, die sich in diesem Universum verlieren möchten, die einfach Orte erkunden möchten, die das Feeling der Filme einfach erleben möchten. Das kannst du nicht vergleichen, Alter. Ist absolut richtig im Endeffekt, aber das erwarte ich nicht bei Battlefront. Bei Battlefront erwarte ich halt wirklich einen top, wirklich super gut umgesetztes Star Wars Multiplayer. Also ein Multiplayer, richtig gutes Match im Endeffekt, mit großen offenen Karten im Endeffekt, wo ich halt wirklich das Star Wars erleben kann im Endeffekt und halt, wirklich, wo ich meinetwegen den, es ist ja halt das, was sie ja gezeigt haben, den Sturm auf Naboo von den Druiden und sowas im Endeffekt, das erwarte ich halt, dass das halt schön groß aufgezogen wird im Endeffekt. Im Endeffekt artet das Ganze aber in der Schlacht in kleinen, engen Gängen aus. Naja. Ja, oh mein Gott, das war jetzt eine Map, die ja, man gezeigt hat. Aber das war halt so. Du weißt ja, vielleicht gibt es ja auch noch eine Map, wo du die mit den, ich weiß es nicht, mit fucking Jar Jar Binks, Alter, auf der Wiese kennst. Das kann ja auch sein. Ja, dann hast du Jar Jar Binks als Held. Hä? Michse, haben wir jetzt diesen Heldenmodus für euch? Geil. Michse, kämpfen nun. Michse, aufgeben. Jaja, benutzt dein Boomer. Michse, habe keine Boomer. Das fängt auch. So, dann kannst du diesen Moment nachspielen. Also, keine Ahnung. Ich sag mal so, du darfst nicht vergessen, oder klar, dass du ein mega ausgefeiltes, perfektes, gebalancedes Shooter-Wunderwerk erwartest, keine Frage. Ja. Ist logisch. Man sollte seine eigenen Ansprüche auch, nur weil die Leute, die es machen, gegebenenfalls inkompetent sind, nicht. Ja, aber ich meine, das Ding ist halt einfach, denke ich mal, was einfach ärgert. Ich meine, du hast ja den Zugriff sicherlich auf die Erfahrung und vielleicht ein Stück weit auch auf das Team, was auch für Battlefield zuständig ist, oder? Oder ist das jetzt. Ja, aber pass auf, du musst. Nee, ich meine, bin ich der Einzige, der die PlayStation 2 Games gespielt hat, beziehungsweise die alten Battlefront-Teile? Nee, hab ich auch gespielt. Ja, ich meine, das hat auch mit Battlefield jetzt nicht so mega viel zu tun. Es war ziemlich geil und das, dort waren die Maps auf jeden Fall größer und dort ist das coole Klassensystem und so, was sie jetzt zum Glück wieder reingeführt haben. Aber ich meine, es kannst du halt null mit Battlefield vergleichen und diesen Vergleich überhaupt zu versuchen, ist halt echt fucking pants on head retarded. Ja, ich versuche es auch nicht komplett nur mit Battlefield zu vergleichen im Endeffekt. Also klar, logisch, an sich mache ich schon, weil es halt immer von EA kommt und viele Mechaniken halt jetzt mit drin sind im Endeffekt, die halt da unfassbar dann anlehnen. Ja. Aber ich erwarte halt, wie gesagt, von Battlefront eher halt ein richtiges Multiplayer-Spiel im Endeffekt, anstatt halt mehr, also von Battlefront, als statt jetzt halt wirklich eine Story, eine richtig umfangreiche Story. Das hätte ich halt zum Beispiel, da gibt es andere Star Wars-Spiele, die halt jetzt eingestampft wurden, wo ich das dann halt. Ja, halt, hätte. Genau, pass auf. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Meine Zunge besteht aus Gummi. Nein. Darauf wollte ich eigentlich genau hinaus. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, das ist klar, dass du dir das so wünschst, so einen krassen Shooter, aber.
Star Wars ist halt Star Wars und das ist halt für EA der megamäßige Massenmagnet. Und ich kann dir sagen, 90% der Leute, die also Star Wars Battlefront 2 spielen werden, sind keine megamäßigen Battlefield-Fans. Die sind einfach Star Wars-Fans und wollen einfach ein Star Wars-Spiel haben und greifen dann zu Battlefront, weil es einfach kein anderes Star Wars-Spiel gibt im Moment, weil EA der Teufel in Person ist und auf der Lizenz von Star Wars hockt wie eine fette Henne und bringt aber nichts anderes außer Battlefront raus. Und das ist das, so das Ding. Also die machen das einfach, die freuen sich, also beziehungsweise die meisten Leute werden mit Battlefront 2 wahrscheinlich auch total glücklich sein, einfach weil sie da irgendwie auf den Schauplätzen rumlaufen können, einfach irgendwie sagen können, oh, ich bin jetzt Darth Maul, oh, ich bin jetzt Darth Vader, oh, ich bin jetzt Rey aus dem neuen Film, total toll. Und die werden sich damit, die werden damit vollkommen zufrieden sein. Und das weiß EA selber halt auch. Und du musst halt auch, gerade wenn du weißt, dass du so einen riesigen Markt damit angreifen wirst, wirklich einen riesigen, eine riesige Zielgruppe, weil die richtig krassen Battlefield-Spieler ist halt die PC Master Race, ja, und das ist halt in der Menge überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie einfach nur die stumpfen Star Wars-Fans, die irgendwie im Kino waren und sagten, oh, ich will jetzt irgendwie Star Wars zu Hause spielen. Mhm. Von daher legen die das daraufhin aus. Und ich muss auch sagen, also ich hasse EA dafür, dass sie keine anderen Star Wars-Spiele nebenher wirklich rausbringen. Ich hatte da eigentlich erwartet. Was ist denn eigentlich mit diesem anderen Spiel, was sie gezeigt hatten in der letzten? Ja, haben sie einfach nicht gezeigt jetzt, haben auch nichts dazu gesagt. Okay. Du meinst dieses Ding, wo sie gesagt haben, ist wahrscheinlich so ähnlich wie Uncharted, nur mit Star Wars. Ja, okay, das ist doch so ein Zahlentitel, ne? 20 noch irgendwas? Nee, 30, 30. Ah, nee, das ist schon lange eingestellt. Das ist schon lange eingestellt. Das war aber auch nicht von EA. Das war nicht von EA. Das war von LucasArts einfach nur. Und dann wurden die ja von Disney gekauft. Und Disney hat dann einfach erstmal komplett einen Stecker gezogen und hat gesagt, alle Projekte, die gerade laufen, gehen weg. Ja, dann hatte ich das vermischt irgendwie. Okay, Alter. Ja, die haben aber letztes Jahr haben sie einen ganz kurzen Teaser gezeigt, auch von irgendeinem neuen Spiel, wo du im Prinzip nur so eine Art Kopfgeldjäger auf einem Wüstenplaneten gesehen hast und hatten gesagt, ja, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie Uncharted, nur im Star-Wars-Universum. Aber davon haben sie auch nichts gezeigt. Okay. Das ist mega betrüblich. Ja. Also das betrübt mich total, zumindest mega betrüblich. Was ist das für ein Wort? Habe ich mir gerade ausgedacht. Das betrübt mich krass, weil sie könnten mit Star Wars so viel anfangen, so viele geile Spiele. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das Spiele aus dem Star-Wars-Franchise zu machen. Und EA sagt sich einfach nur, nö, fick dich, ihr habt da so einen Shooter. Und wir bringen auch mit Absicht kein anderes Spiel raus, dass die Leute gezwungen sind, sich das zu kaufen, damit es einfach keine Alternative gibt, so, ne? Und das fickt mich richtig an. Aber ich sag mal so, wenn EA mir in diesen Schlachten ein anständiges Star Wars-Gefühl gibt, wenn die Singleplayer-Kampagne nicht der letzte Rotz ist und wenn sie wirklich ihr Versprechen wahrmachen, dass sie nämlich jetzt sagen, es gibt keine DLCs mehr, es gibt keinen Add-on-Content mehr. Alles, was später noch dazukommt, wie zum Beispiel, dass du mit Finn spielen kannst, dass du mit Captain Phasma spielen kannst, dass du Karten hast von den Schauplätzen aus Episode 8, der jetzt Ende des Jahres rauskommt, und du musst nichts dafür bezahlen, dass sie jetzt das Geschäftsmodell von Overwatch halt im Prinzip kopieren, dass sie nur Geld machen mit Lootboxen, und bei Overwatch funktioniert das auch, dann wäre ich zu dem Titel wäre ich damit eigentlich schon zufrieden, ganz ehrlich. Also, boah, dann ist das auch okay für mich, weil ich erwarte davon sowieso nicht so viel. Also jetzt von Battlefront. Oh, ja. Haben wir aber ein Spiel in 30 Minuten gequatscht, ne? Unschlecht. Ja, auch schön. Was echt? Ja, aber es war jetzt aber auch ein großer Hammer. Ich glaube, die anderen brauchen wir jetzt nicht unbedingt so viel. Also Battlefront ist jetzt wirklich schon eines der kontroversesten Titel. So lange war es ja jetzt auch nicht im Endeffekt. Also ich denke mal, kontrovers wird sicherlich auch noch Spider-Man für dich sein. Oh ja, aber da kommen wir nachher noch zu. Okay. Ansonsten finde ich auch, EA, was mich getriggert hat, war das neue Need for Speed, obwohl mich das sonst nie interessiert hat, die Serie, und Rennspiele mich eigentlich auch nicht interessieren. Aber es hat mich tatsächlich an das einzige Rennspiel erinnert, was ich gerne gespielt habe, nämlich Burnout. Oh ja. Ne, oder? Also ich fand Crash-Modus war das Geilste. Der Hammer war das, Alter. Ich liebe Burnout von PS2, das war so gut. Und dann hatten sie ja noch irgendeinen PS3-Titel, der war voll für den Arsch. Ja. Paradise. Und dann, ja, und dann war Burnout auch irgendwie weg, ne? Ja, zu Recht. Ja, weil Paradise halt nicht gut, also hat sich nicht gut umgesetzt. Im Endeffekt, es ging ja so gut, die spielen, das war ja auch viel auf Online, glaube ich, ausgelegt, oder? Irre ich mich ja. Ich glaube, das war so das große Problem, weil ich hab's mir zwar geholt gehabt, weil ich auch Burnout total geil fand immer, aber hab's dann irgendwie ein bisschen gespielt, immer so nebenbei, aber so richtig reingekommen bin ich auch nicht. Hat irgendwie nicht so richtig motiviert, dann großartig was zu erreichen im Spiel. Ja. Also ich fand auch, dass den hat voll für den Arsch, aber das sah jetzt so ein bisschen aus, als hätte man gesagt, yo, wir machen irgendwie einen neuen Burnout-Teil
und vermischen das mit The Fast and the Furious. So irgendwie, ich meine, ich habe, glaube ich, nur die ersten beiden Teile gesehen und bin auch überhaupt kein Fan von Fast and the Furious oder so. Fucking Bullshit. Und ich muss jetzt auch nicht irgendwie so eine Pseudo-Story in so einem Rennspiel haben. Aber trotzdem finde ich, also das ist ein Titel, mit dem ich nicht gerechnet habe, wo ich auch sage, ja, okay, behalte ich mal im Auge, finde ich ganz interessant. So. Hol ich mir höchstens, wenn es funny, nur wenn es gut ist. das ist typisch, ja, das, also das, ja. Rennspieler halt. Ja, aber es ist Need for Speed sah schon wirklich ganz, 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 also sah hübsch aus im Endeffekt und ein gutes Need for Speed, wo man ein bisschen was mal wieder machen kann, im Endeffekt bin ich gar nicht mal so schlimm. Also schön präsentiert allemal. Ja, das ist deswegen, der komische Typ halt, ne? Ja, das ist der emotionsgeladen. Dann wären wir wieder bei dem komischen Typen, ja. ansonsten, was mich tatsächlich wirklich überraschend krass angefixt hat, war dieses Spiel, wie heißt es da nochmal? Nee, das meine ich jetzt nicht. A Way Out? Genau, A Way Out. Das mit den beiden, yes. Mit den beiden im Knast. Also wirklich, dass man sagt, wir machen ein Multiplayer-Spiel, was dafür ausgelegt ist, dass man es wirklich im Splitscreen spielt. Ich hasse normalerweise Splitscreens, brutal. Ich finde Splitscreens zum Kotzen eigentlich, weil sie dich immer in deinen Möglichkeiten beim Spielen beschneiden. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie schlimm das war damals bei Resident Evil 5, wo du, wenn du es im Splitscreen gespielt hast, du nicht irgendwie, da hatte nicht jeder dann die Hälfte des Bildschirms, sondern jeder hatte irgendwie nur ein Drittel und das andere Drittel waren einfach schwarze Balken links und rechts. Weil das Spiel oder die Konsole es nicht geschissen gekriegt hat, das Spiel dann, also die 16:9, den 16:9 Abschnitt anders zu skalieren. Und das war so furchtbar. Ne? Da habe ich Splitscreen so hassen gelernt. Und dass man jetzt sagt, man macht ein Spiel, was wirklich im Splitscreen gespielt werden muss, weil der eine Charakter in einem Moment das macht und der andere Charakter macht das und andere Schauplätze und so weiter. Also ich stelle mir das eigentlich in der Theorie echt cool vor. Das sah auch sehr cool aus. Ja, und das ist quasi, als würde man den Anfang von Uncharted 4 spielen, nur in die Länge gezogen. Ziemlich cool. Außerdem heißt einer der Hauptcharaktere nicht Vincent, Day One Bye, Mann. It's the Bye. Nee, also ich fand's auch sehr cool. Und der übrigens, und da hat für mich EA viel rausgehauen. Es war EA, ja, das habe ich ganz verplant. Aber stimmt, der wurde von dem Zombie noch angekündigt und dann kam dieser unfassbar motivierte und lebendige Mensch auf die Bühne, der auf einmal so viel Sympathie auf sich gezogen hat, meiner Meinung nach. Weil du wirklich gemerkt hast, der lebt dieses Spiel und das ist ihm ganz wichtig, dass das jetzt präsentiert wird. Das fand ich schon mal sehr, sehr sympathisch. Und dann diese coole, wir brechen aus Story mit der Splitscreen-Idee, sehr, sehr geil. Kann man aber nur noch als Ergänzung, weil du meintest, gezwungen, nee, man kann es auch online spielen, ohne Splitscreen. Aber es ist an sich, um das volle Erlebnis zu kriegen, darauf ausgelegt, zu Hause zusammen am Fernseher zu spielen. Und die Idee, also ganz, ganz dicker Daumen nach oben, finde ich richtig cool. Jupp. Ja, also ich auch. Mich hat das echt getriggert. Ich stelle mir das wirklich spannend vor, wirklich. Weil glaube ich, dass das Manko, was man ja normalerweise bei einem Splitscreen hat, gerade auch wenn man sowas hat wie Shooter oder so, dass du halt einfach in deine Möglichkeiten beschnitten bist, weil du hast nicht mehr dein ganzes Sichtfeld und du kannst dementsprechend einfach nicht mehr anständig spielen. Also so geht's mir zumindest. Ja. Und wenn das Spiel daran angepasst ist, hast du das Problem ja nicht. Und dann stelle ich mir das wirklich cool vor und das ist wirklich mal was Innovatives von EA, was es, glaube ich, so seit 15 Jahren nicht mehr gab. Innovation von EA! Na, was sich ein Indie-Entwickler dann geholt haben, ne, der das eigentlich schon gemacht hat. Irgendwie. Ja, quasi. Aber ist ja okay, gut. Mein Gott, dann pushen sie wenigstens was Gutes. Dann geht das Geld für tote Menschen mal woanders ran. So. Ah, nee, von toten Menschen. Von toten Menschen. Okay. wollt ihr beiden, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Vincent aussieht, aber ich glaube, er ist da auch komplett raus, was Sportspiele angeht, oder? Okay. Also mich motiviert das im Großen und Ganzen jetzt eigentlich, weil es ja eh eigentlich nur Add-ons sind, also nur ein paar Patches eigentlich, für die man Vollpreis bezahlen muss, ist, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt echt tierisch gerne hören würde, das, was Benny jetzt gleich über NBA Live sagt. Ja, bitte, also wenn ihr jetzt über Sport, ihr beide über FIFA und NBA Live sprechen wollt, dann tut es. Kommen wir zu der Sportregion. Kurz zu FIFA erstmal. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist furchtbare Geldmache und mein größter Guilty Pleasure wahrscheinlich, dass ich es mir trotzdem kaufe. liegt aber auch zum Großteil daran, was sie weiß, ist, dass ich einfach auch regelmäßig Turniere veranstalte und deswegen halt einfach auch der aktuelle Titel da liegen muss.
traurigerweise unterstütze ich die Scheiße auch noch. Cool, was sie fortführen, was im letzten FIFA-Teil ganz cool war, ist dieser Journey-Modus. Der ist wirklich spaßig, bräuchte noch ein paar Neuerungen, ein paar Änderungen, aber dann hat man wirklich eine coole, einen coolen Story-Mode mit diesem David Hunter. Nicht David Hunter, das ist eine Buchfigur. Alex Hunter. wer Kalte Asche gelesen hat, weiß, welcher Charakter gemeint war. Ansonsten wird sich spielerisch halt hier und da sicherlich wieder was verändern, bla bla bla. Wir sind ein Ultimate-Team, wird wieder haufenweise Geld in die Kasse reinspülen und FIFA, wie gesagt, ist halt FIFA. Ne? Ist cool, dass wir den Journey-Modus weitermachen. Geil. So, das kann man eigentlich schon abhaken. Was mich komplett, und da musste ich nochmal zurückspulen, weil ich dachte, ernsthaft? Ich dachte, EA hätte daraus gelernt, nie wieder NBA anzufassen. Also, wie kann man denn von 2K Games noch mehr vergewaltigt werden als bei der ganzen NBA-Series? Also, wirklich, da ist ja, die wurden ja in alle Löcher gefickt von 2K, was das angeht. Also wirklich sowas von. Und dann kommen sie alle 2-3 Jahre mit so einem halbgaren Scheiß wieder um die Ecke, nur um nochmal am Grabbeltisch 10 Euro abzufranzen und beim Release wahrscheinlich noch von alten Fans sogar nochmal wirklich Vollpreis. Was haben sie gezeigt? Sie haben eine durchschnittliche Grafik gezeigt, die schlechter ist als das, was 2K seit 3 Jahren hat. Die Netze sehen nach wie vor so aus wie vor 10 Jahren. Das ist jetzt blöd, weil ihr ja nicht so im Thema seid, aber du hast halt ein Basketballnetz, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Und da ist es halt einfach mal ein Kegel. Also das ist halt einfach ein Kegel und es sieht immer noch furchtbar schlecht aus wie dabei durchs Netz. Also es gibt nichts Befriedigenderes, als sei es virtuell, als auch wirklich im echten Leben. Wenn du Basketball spielst, ist es natürlich durch dieses Netz flutscht und dieses wunderbare Geräusch, am besten auch nicht den Ring zu treffen. Und das ist sehr, sehr befriedigend. Und das ist bei NBA Live, schafft das einfach nicht, dir dieses Gefühl realistisch zu geben. Alle sehen ultra schlank aus, als ob sie irgendwie auf Diät wären. Und wenn ich das schon wieder alles gesehen habe, womit sie es probieren, das sind alles Sachen, das kaufen die Leute doch nicht mehr. Also das Einzige, wofür man NBA Live kaufen kann, ist halt wirklich, wenn du sagst, du hast keinen Bock, dich mit den Mechaniken von 2K auseinanderzusetzen, weil es ist zugegebenermaßen ein sehr, sehr komplexes Spiel auch. Also es geht ja schon Richtung, Simulation, dankeschön. Mit viel Spielzügen etc. Wenn ich jetzt wirklich sage, ey, ich will mit meinem Kumpel einfach nur ganz easy, ganz einfach mal eine halbe Stunde NBA zocken, ohne mir einen Kopf zu machen, dann zahlt nicht mehr als 10 Euro dafür wirklich. Ansonsten ist das einfach nur das Lächerlichste der ganzen E3 gewesen. Also mit Abstand. Okay. Und was sie noch ganz kurz, Entschuldigung, was sie. Weil wir noch im Sportbereich sind, ich fand die Eröffnung von EA unfassbar furchtbar mit diesen Madden-Intro-Trommeln. Irgendwie kam das für mich null stimmungstechnisch rüber. Ich habe es gerade nochmal kurz, ich wollte es mal ganz kurz nochmal angucken. Ich finde zwar gerade nicht den Part mit NBA Live, aber ich habe mir gerade nochmal ganz kurz die Einleitung und sowas angeguckt und auch mit FIFA und sowas. Die gehen schon ordentlich auf ihre Sportspiele ab und das ist alles mit Madden. Es kam jetzt nicht spektakulär. Also es kam okay. Ja, aber fehlte irgendwie das gewisse, gerade bei sowas müsste man irgendwie so dieses Stadion-Feeling versuchen einzufangen, auf irgendeine Art und Weise. Sie sicherlich mit diesen Trommlern machen, aber kam sehr, sehr arm. Genau, das kam sehr arm. Also Madden wird wie immer super sein, also das ist ja wirklich auch eine Marke, die wunderbar funktioniert und die auch wirklich, was man denn so liest und mitbekommt, ich bin jetzt nicht so krass im Thema, aber das ist anscheinend ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt FIFA nach wie vor ist an sich auch ein gutes Fußballspiel und NBA Live dürfte eigentlich nicht mehr existent sein. Von meiner Seite aus. Weiß nicht, ob Basti noch was hinzufügen möchte Richtung Spiele? Überhaupt nicht im Endeffekt. Also grundsätzlich, wie gesagt, FIFA, nettes Patch, Madden ist in dem Fall schon seit Jahren halt wirklich ein fantastisches Spiel und NBA Live wollte ich hören, wie deine Meinung darüber ist, weil ich kenne ja allgemein deine Meinung darüber. Und hat mich mal interessiert, was du jetzt halt dazu sagst. Das ist jetzt halt nochmal was zeigen dazu. Aber ansonsten, das ist ja auch das Portfolio, was jetzt EA in der Richtung hat. Ja, ist halt, sie haben es halt zur Verfügung, sie haben halt die Rechte, wobei ich mich wirklich, also da siehst du mal, die müssen so viel Geld scheißen, bis zum geht nicht mehr, dass die nach wie vor die Rechte an die NBA bezahlen, also entweder haben sie noch einen ewig langen Vertrag unterzeichnet, irgendwann vor 300 Jahren, als der Teufel mit EA Button auf der Stirn zu David Stern, dem damaligen Commissioner, ja, David Stern heißt er, gegangen ist und ein
Ja, und der Nachfolger ist auch Jude. Also, ne? Ja, die was NBA. Sonst? Ja. Oh Mann, ey. Ja, und das sollte man vielleicht rausschneiden. Nein, ich bin kein Nachfolger. Aber das hast du jetzt gesagt. Ich lasse das erstmal so stehen jetzt. Es geht nur um die Klischees. Guckt South Park, dann wisst ihr, das ist lustig. ja, egal. Zu weit ausgeführt. Entschuldigung, Sportbereich ist vorbei. Kauft es euch nicht. Reicht schon, ja. Okay, okay. Dann würde ich sagen, es gab auch sonst gar nichts mehr weiter bei EA, ne? Oder fällt euch jetzt davon noch irgendwas ein? Na, war nicht, eigentlich nicht Anthem EA? Nee, das war nee, Microsoft. Nee, das ist Microsoft. Oh, okay, schön. Na, sie haben auf der, sie haben auf nicht. Der... Sie haben auf der E3, sie haben auf ihrer Konferenz gesagt, hey, wir haben noch ein neues krasses Spiel, das seht ihr aber bei Microsoft. So ah, so war das gewesen. Okay, alles klar, dann, mir war so, als hätte ich zweimal Anthem gesehen, deswegen dachte ich, das wäre bei EA auch nochmal richtig nee. Aufgetaucht. Nee, nee. Okay. Was? Würde ich das war doch ein einziges Mal da. Also, okay. Ja, ja, er hat so gerade erotisch wieder geflüstert. Ansonsten, ich überlege kurz, aber nee, sonst war eigentlich nichts Aufregendes, oder? War nichts, ne? Also ich habe jetzt nichts aufgehört, wie gesagt, aber das habe ich ja, glaube ich, schon vorhin gesagt. Nee, ist okay, dann lass uns weitergehen zu Microsoft, würde ich sagen. Ja, bitte. Was sagt ihr zu Microsoft? Viel. Ich meine, sie haben es versucht. Sie haben etwas von den letzten zwei Jahren gelernt, und zwar, dass sie die Fresse halten sollten mit TV-Parts und mit viel zu vielen Sportspielen. letzten Endes ging es dann eben auf einen kleinen Sony-artigen Trailer-Marathon hinaus, die aber zu 99% eben nur Third-Party-Games vorgestellt haben und einem auch nicht so wirklich vom Hocker gerissen haben. Hm. Also, ja, okay, was sagt der Rest? Porsche. Ja, das ist ja das Einzige, was halt wirklich so, also Anthem und Forza war das ja, glaube ich, im Endeffekt mit dem Porsche, ne? Mm, ja, genau. Das war so das Einzige, was halt so wirklich Microsoft halt so ein bisschen gehypt hat. Also es war halt cool, viele Spiele im Endeffekt, war gut anzusehen, war schön anzusehen. War aber jetzt halt nicht so, dass man sagt, boah, meine Fresse, Jungs. Da habt ihr aber lange, geleistet. Aber wie lange haben die denn bitte auf diesem ganzen Porsche rumgewichst? Also, das war ja, also das kam mir ja schon fast wichtiger vor als deren neue Xbox One X. So. Da könnte ich ja fast vorstellen, dass der Porsche auch ganz schön drauf getrieben hat im Endeffekt, weil Forza im Endeffekt diesen Porsche halt einleitet. Das allererste Vergnügen mit diesem Porsche zu fahren ist halt bei Forza. Und dann diese halb motivierten asiatischen Fahrerinnen, die angeblich jetzt das Spiel steuern, was jetzt aber definitiv nicht so war. Und boah, ja, ich bin DTM-Racer und ich spiele jetzt eine Runde mit dem Porsche. So, warum waren zwei oben? Warum war das ein Trailer? Und ach, keine Ahnung. Ja, also definitiv hat finde ich, auch Microsoft dieses Jahr mal wieder den Pokal für das größte Cringe-Fest nach Hause genommen. Ja. Da war schon viel, viel, viel Facepalming-Bullshit mit dabei. Keine Frage. Aber ich finde es krass, dass alle Menschen anscheinend die Pressekonferenz von Microsoft so schlecht fanden, weil ich muss echt ohne Scheiß sagen, mir hat tatsächlich, ohne Witz, fast Microsoft dieses Jahr am besten gefallen von allen Pressekonferenzen. Ohne What Scheiß. Und ich hasse Microsoft eigentlich und ich habe auch keine einzige Microsoft-Konsole jemals besessen und habe eigentlich auch nie im Leben vorgehabt, mir jemals so eine zu holen, weil ich fand, erstmal hatten sie wirklich was zu zeigen, weil sie hatten eine neue Konsole, die sie gezeigt haben. Und es ist nicht nur so, dass es jetzt wirklich sowas wie eine PS4 Pro ist, die nur leicht verbessert ist. Nee, das Ding ist ja wirklich krass, deutlich leistungsstärker. Im Prinzip haben sie jetzt, das war jetzt im Prinzip die Ankündigung von deren PlayStation 5, sag ich jetzt mal, was zumindest Leistung angeht. Und ich finde es krass, dass anscheinend alle, die gesamte Welt außer mir, das so nicht sieht. Destiny 2 läuft nicht mal auf 4K und mit ja gut, das muss jetzt aber nicht an der du, das muss jetzt aber nicht an der Konsole liegen, das kann auch einfach nur an Bungie liegen, ne? Ja, ich meine, aber da gibt es auch noch andere Games, wo sich dann rausstellte, dass es auch gar nicht richtiges 4K ist bei einer Ecke von Spielen, geschweige denn 60 FPS. Wo denn? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann das mal kurz fix raussuchen. Also, ich sag mal,
nur weil ich jetzt über den Porsche zu herziehe, also es war jetzt nicht, dass ich sage, die ganze Pressekonferenz war totaler Müll. Ich fand halt eben, ja, also wie du schon gesagt hast, es ist sehr, sehr ähnlich wie Sony, ganz, ganz viele Spiele hintereinander. Aber jetzt mal bis auf die neue Konsole ist jetzt natürlich da auch nichts Spektakuläres. Ne? Was halt cool war, Ori and the Blind Forest 2, glaube ich, dass sie sich das gesichert haben, ziemlich cool. Dann natürlich Life is Strange 2, beziehungsweise nicht 2, die Vorgeschichte halt, ja, ist ganz nett, aber ist ja natürlich jetzt nichts, wo du sagst, okay, krass, ich brauche jetzt die Konsole, weil es ist, weiß was ich, ein neues Halo draußen, aber so viele Spielemarken haben sie halt auch einfach nicht mehr, die so wahnsinnig stark sind und sie trauen sich scheinbar auch nicht wirklich, oder sie schaffen es auch nicht mehr, exklusive Marken zu produzieren, ne? Oder ich weiß es nicht. Also es war jetzt nicht so der exklusive Kracher-Titel mit dabei, keine Frage. Liegt aber, glaube ich, auch einfach nur an Microsoft daran, dass sie sagen, es wäre totaler Schwachsinn, wenn ich sage, als führendes Betriebssystem für PC und so weiter, dass ich sage, ich bringe nur Spiele raus, die nur für eine stationäre Konsole sind und mache sie nicht. Oder ermögliche es nicht, sie auf meinem normalen Betriebssystem zu spielen. Abgehoben auch von Sony wegen mir. Wegen mir auch mit Windows reingezählt. Aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, sei es PC und Xbox, wo ich gesagt habe, krass, da kommt jetzt ein heftiger Titel auf uns zu. Fand ich einfach nicht. Also ich fand, bei Microsoft fand ich das neue Metro, weil das sah spektakulär aus. Ich habe selten ein Spiel gesehen, was so gut aussieht, wie das neue Metro. Erstmal abwarten, ob es so aussieht. Doch, das wird alleine, so aussehen. Metro hat immer Beinstellig geliefert. Also wenn es danach geht, darfst du ja keinen Trailer gut finden, weil du ja immer sagen musst, abwarten. Bei Metroid ist ein bisschen spezieller, weil die Bewegungen, die dort ablaufen, ne, diese ganzen Kleinigkeiten, das sieht mir zu sehr gerendert aus. Also das ist keine Spielsequenz gewesen. Das war à la Sony, 2006 mit Killzone, so ein bisschen. Noch nicht mal grafisch. Okay. Mir geht es wirklich darum, dass die Bewegungsabläufe, die Szenerien, die dort passieren, diese Kleinigkeiten wie mit dem Feuerzeug, dass das ganze Spinnnetz da abfackelt halt eben. Das war ja ein Standardding, ersten. Das ist Metro. Wirklich so, ja. Das ist, also auch, ja. Benni, hast du Metro mal gespielt? Ja, eins nur, aber ich weiß nicht mehr welchen Teil, aber es ist, glaube ich, ein relativ alter Teil. Ja, ich fand die damals fantastisch und auch, also in der Umsetzung, ja. Also ich muss dazugeben, im Endeffekt, also mich hat das jetzt nicht so mega gehypt im Endeffekt mit dem neuen Metro, aber die ersten beiden, Last Light und sowas, das waren Meilensteine in Sachen Grafik im Endeffekt. Also du musstest, also, wenn du die spielen wolltest. Also mit der Gefahr, dass es jetzt falsch rüberkam, der Trailer war krass. Also Gottes Willen, ich fand den Trailer hammermäßig. Also das sollte jetzt nicht so rüberkommen, aber ich bin immer ein bisschen, also der sah mir zu sehr gerendert. Ich glaube nicht. Bei denen glaube ich es irgendwie nicht. Bei denen glaube ich wirklich im Endeffekt, und dass die halt nochmal echt was bringen im Endeffekt. Dass die halt wirklich da. Weil die haben in den ersten beiden Teilen schon so wirklich krass drauf geachtet, dass dieses Spiel ja, halt stimmt, wirklich so aussieht. Ja, stimmt, die haben immer abgeliefert, ja. Also deswegen sehe ich das ja auch gerade bei Metro so, weil ich von denen eigentlich erwarte, oder ich kann mich darauf verlassen, okay, wenn die das so zeigen, dann würde es auch tatsächlich irgendwie so oder so ähnlich aussehen. So, alleine wenn ich weiß gar nicht, was das war, ob das ein mutierter Maulwurf war, dieser Maulwurf-Gorilla, der der Bär, das war ein Bär, also ich würde sagen, oder ein Bär, okay. Du hast aber einfach dieses Viech ist auf dich zugerannt und wie du gesehen hast, wie sich die gesamten Muskelpartien unter dem Fell von dem Viech bewegen, das fand ich so krass. Ja, das sagt, ich musste mir das auch zweimal angucken im Endeffekt, dass ich das wirklich richtig halt aufgenommen habe. Ich habe das am Anfang halt auf einem Tablet geguckt, da sah es halt irgendwie nicht so spektakulär aus. Und dann habe ich es mir halt nochmal wirklich auf dem PC angeguckt im Endeffekt, einer besseren Auflösung. Und dann dachte ich mir so, okay, ja. Halt also ich gucke es jetzt gerade nochmal wieder, ne? Ich sehe es jetzt gerade nochmal. Gerade mit einer ordentlichen Grafikkarte im Endeffekt, mit anständigen, also bei Nvidia mit dem Partikeleffekt wird das sicherlich super ausgereizt im Endeffekt mit den ganzen Sachen, die da rumfliegen, die, also was da an Blättern, was die sich da bewegt haben, das Gras, was sich wunderbar bewegt das hat, wird, im Endeffekt, das Fell. Also das ist eine typische so E3-Bubble. Das wird niemals so reinkommen, das wird niemals so im Game sein. Das wird ganz abgesprengt sein. Nee, glaube ich nicht. Also gerade bei dem glaube ich es irgendwie nicht. Wenn es wirklich so sein sollte, bin ich unfassbar enttäuscht. Aber ich glaube es nicht. Also ich glaube es gerade bei den Machern, und das haben ja halt die ersten beiden Teile gezeigt, dass das einfach mal, dass die wirklich auf alles achten. Und dass die halt meinetwegen auch eine Leistung von der Grafik hat, die es noch gar nicht gibt, voraussetzen, damit du das Spiel halt wirklich komplett spielen kannst. Ja, das konnten die gut. Genau, auf der Konsole. Deswegen, also, auf der Konsole also ich sehe das so kommen. Also auf der Xbox One X wird das nie so kommen, wie es halt auf dem PC dann aussehen wird. Das, also, weil du wirst für, also wenn die, was ist jetzt aktuell die maximale Grafikkarte? Glaube ich, eine GTX 1080. 1080. Hat mein Kollege sich gerade gekauft für 600. Und ich wette, die werden das darauf programmieren, auf dieses Viech.
Und dass du dann halt wirklich, wenn du das normal spielen willst mit jemandem, der halt ein normales Standardgehalt hat, dann wenn du vielleicht dann auf nächstes Jahr warten musst oder vielleicht sogar übernächstes Jahr, bis du es dann halt mit einer 1270 oder so spielen kannst. Ja, aber ich meine, also ich, ja, das wird ein Biest sein, sage ich jetzt mal. Klar, man muss gucken, das ist halt jetzt erstmal nur ein Trailer, das spielst du nicht da. Kleinigkeiten, diese Konsole. Ich meine, weil ihr habt ja gerade gesagt, ihr, was ich natürlich auch verstehen kann, es fehlen so wirklich krasse Exklusivtitel. Das Ding ist aber für mich, auch obwohl das auf dem PC erscheint, ist das für mich ein Exklusivtitel, weil du definitiv, im Endeffekt, weil du hast ja im Endeffekt, wenn du von normalsterblichen Menschen ausgehst, weil die meisten Leute spielen halt eben nicht auf dem PC, weil denen das zu kompliziert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und für diese Menschen, die dann halt nur den Zugriff haben, du wirst definitiv, wenn das Spiel rauskommt, wirst du keine andere Konsole haben, auf dem das Spiel so aussieht und so läuft, außer der Xbox One X. Und das deswegen ist das für mich aber eigentlich definitiv nicht so auf der Xbox One X aussehen. Also PC gehe ich mit Basti noch mit, wegen mir. Da kannst du ja schießen, was du willst, aber die Xbox One X wird es nicht so hinkriegen. Niemals. Na, gerade gar nicht in 4K im Endeffekt. Also ich glaube, das ist, wenn in Full HD wird es sicherlich übelst wahnsinnig ausreizbar sein, aber in 4K wird es halt genauso Schwächen haben wie halt jeder normale Standard-PC unter 2000 Euro halt seine Schwächen hat. Mir fällt doch jetzt keine Zusammenstellung, wenn ein PC eine mit unter 2000 Euro, die halt da wirklich in 4K mitmachen kann. Also ich habe ja noch einen Vergleich. Glaube ich es an, bei der Konsole nicht. Zur Xbox One X und der PS4 Pro. Ich bin jetzt nicht mal wirklich ein Sony-Fanboy. Ich hatte beide Sachen. Und Destiny 2 läuft auf derselben Framerate, also 30 FPS, wie eben auf der PS4 Pro, genauso wie auf der Xbox One X. Und da frage ich mich ja, dann auch. Aber das kann ja auch eine reine Programmiersache sein. Das ja, wie Entwickler gesagt. Die schieben das einfach durch, scheißen auf das Können der Konsole. Ich meine, das ist doch immer so. Du bringst eine neue Konsole mit entsprechender Leistung und die Leute reizen das für gewöhnlich doch eh erst ein paar Jahre später irgendwo aus. Naja, also ich meine, das kommt immer drauf an, aber da die Xbox halt nur Third-Party-Produkte hat, könnte ja davon aus, also so gut wie nur Third-Party-Produkte. Naja, also ich sag mal so, Bungie ist ja jetzt sowieso, beziehungsweise Destiny ist ja eigentlich ein Sony-Produkt, weil die sowieso Deals mit Sony haben und die sowieso ihre Exklusivsachen haben, ihr Time-DLC, was es dann erstmal nur auf der Sony-Konsole gibt und so weiter. Deswegen kann ich mir auch einfach ganz gut vorstellen, dass Bungie gesagt hat, jo, klar, wir schmeißen das auch noch auf die Xbox One X, weil größerer Markt, mehr Absatzpotenzial, aber wir machen uns da jetzt nicht die krasse Mühe und stecken Entwicklungsaufwand hinein, um es da nochmal besser zu machen. Weil wir auch den Deal mit Sony haben und Sony wahrscheinlich was dagegen haben wird, dass das neue Destiny besser auf der neuen Xbox aussieht als auf der PS4. Hm. Also könnte ich mir vorstellen, definitiv. Also sie wird schon ihre Leistung bringen, ganz ohne Frage. Das ist schon ein Biest sicherlich, aber also ich tue mich schwer damit zu glauben, dass das Metro so auf der Xbox aussehen soll. Also naja, warten wir es ab. Wir können es ja jetzt noch nicht sagen, beziehungsweise wir können uns hier tot diskutieren. Darf ich den Käsekuchen ins Gesicht schmieren, wenn das nicht so aussieht? Ja, gerne. Ich bitte darum. Außerdem muss ich sagen, warte mal, dann hatten sie Assassin's Creed. Gut, das ist halt shit Assassin's Creed. Da können wir vielleicht bei Ubisoft nochmal drüber sprechen. Ja, gehen wir zu Ubisoft, würde ich sagen. Ist ein größeres Thema für Ubisoft gewesen. Ja, dann hatten sie auf jeden Fall viele Indie-Titel aber auch. Mhm. Keine Frage. Was ich aber auch interessant fand, weil das hatte Microsoft sonst gar nicht. Also im Prinzip eifern sie jetzt dem nach, was Sony die ganzen Jahre schon macht. Und sie haben letztes Jahr schon ein bisschen angefangen und haben es jetzt wirklich diesmal auf die Spitze getrieben, finde ich. Also da haben sie jetzt wirklich extrem viel gezeigt. Was aber cool ist, finde ich ganz gut. Ja. Dann haben sie gemerkt, so, ey, wir müssen ein bisschen mehr was für Kinder anbieten. Deswegen haben sie irgendwie so ein komisches Jump'n'Run, was für meiner Meinung nach total scheiße aussieht. Aber hey, immerhin versuchen sie diese Zielgruppe jetzt auch nochmal abzugreifen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, mit irgendwie so einem roten Fuchs oder irgendwie sowas. Oder ich dachte zuerst, das wäre ein neues Conker. Und da habe ich schon ja, ich auch. Ich hab's jetzt, oh ja, ich auch. Wow, ist das ein neues Conker? Und dann, nö. Oh, das hat mich auch so gefrustriert, ey. Ein neues Conker wäre so ein Traum. Aber naja. Ja. Ja, und außerdem, warte mal, ich skippe jetzt noch mal schnell so ein bisschen die Präsentation durch. Gut, da hattest du Herr der Ringe, ist auch kein Exklusivtitel. Und der erste war durchwachsen. Müssen sie viel dran verbessern, damit das wirklich ein guter Titel wird. Ja, das ist ganz schön leise, Bro. Das Problem am ersten war im Endeffekt, dass es nichts anderes war als die anderen Ubisoft-Spiele. Im Endeffekt das gleiche Schema, dass du halt nur in der Herr der Ringe-Welt das gleiche Schema wie in den anderen Spielen abläufst. Ja, und das war halt auch, nachdem du das Kampfsystem einmal verstanden hast, auch genauso scheiße einfach und dumm wie Assassin's Creed. Ja, genau. Deswegen hat mich das auch nicht mehr so richtig motiviert dann. Nö. Also, ich war cool, weil ich einfach lange kein Herr der Ringe-Spiel mehr gespielt hatte oder es auch lange kein gutes mehr gab oder auch kein hübsches mehr gab so.
Das einzigen beiden Herr der Ringe-Spiele, an die ich mich erinnere, war hier Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Das, dieses Command & Conquer-Style-Spiel. Mhm. Und ansonsten noch gab es noch das von Die Rückkehr des Königs auf der PS2, das habe ich gespielt. Und ansonsten gibt es halt keine Herr-der-Ringe-Spiele irgendwie. Und deswegen habe ich mich alleine deswegen gefreut, mal wieder was aus dem Tolkien-Universum spielen zu können. Aber an sich war das Spiel jetzt nicht so mega. Und da habe ich eher so das Gefühl, dass das war so ein klassischer Trailer, wo du sagst, das ist nur E3, bla bla. Das ist nie im Leben, dass du das so spielst. Alleine mit dem Ork da, mit der dich dann auf einmal unterhält und der dir irgendwelche spritzigen, lustigen Kommentare gibt. Und sie dir weismachen wollen, dass das jetzt ein zufällig generierter Ork ist. So ein Schwachsinn. Nee, das wird 100% Story-Ork sein, der dich permanent begleitet. Und dich da vielleicht, also wahrscheinlich relativ am Anfang des Spiels, wo du sagst, alles klar, das ist dein Test-Ork, damit startest du. Und der Rest ist dann halt die zusammengepanschte Scheiße letztendlich halt. Ich meine, ich finde die Idee trotzdem cool. Geht mir ähnlich wie dir. Es ist witzig. Ich wollte doch mal irgendwann mal den ersten Teil mal antesten. Aber ich habe jetzt auch keinen riesigen Drang. Also hat mich jetzt auch nicht mega begeistert. Aber es sah cool aus. Ja. Was ich aber noch generell zu Microsoft sagen möchte, warum ich sage, dass die einfach für mich beziehungsweise die E3 gewonnen haben, weil ich bemesse immer die E3 ein bisschen für mich daran, wie ist die Art und Weise der Präsentation, weil darum geht es. Es ist einfach nur eine Pressekonferenz oder es sind Pressekonferenzen, die uns ja anfixen sollen, um Spiele und so weiter zu spielen und zu machen und zu tun. Und dann, was für Wow-Effekte es während der Präsentation ist, zum Beispiel gab. Und bevor wir jetzt zu Sony kommen, finde ich, sie haben im Prinzip dasselbe wie Sony gemacht, nur besser. Weil bei Sony hast du mittlerweile dieses Jahr und hättest letztes Jahr auch nur Trailer. Buff, 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 buff. Okay, Ende. So, das ist so lieblos hingeklatscht. Ja, ihr habt jetzt hier, wir hätten eigentlich auch diese ganzen Trailer einfach jetzt zeitgleich alle auf YouTube hochladen können. Hättest du die in der Reihenfolge auch alleine angucken können. So, wir haben so eine YouTube-Playlist abgespielt. Weißt du, da ist keiner, der sich noch auf die Bühne stellt und wirklich was dazu sagt, dass du was präsentiert, irgendein Entwickler oder so. Und das hattest du zumindest bei Microsoft noch, weil so wie die Microsoft-Pressekonferenz war, jetzt mal davon abgesehen, dass da auch wieder Cringe war und scheiß der Porsche und so weiter, aber mal davon abgesehen, ist das eigentlich eine E3-Konferenz, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Und deswegen fand ich tatsächlich die Pressekonferenz von Microsoft dieses Jahr am besten. Hätte ich selber ja auch nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Aber ist ein guter Punkt. Machst du schon nicht ganz unrecht. Da fällt mir gerade was ein. Ich lasse es gerade nebenbei nochmal laufen. Im Endeffekt jetzt gerade bei 59 Minuten und. Also dein Stream, Dorian. Und zwar hier, wie heißt es? State of Decay. Weil halt Benny da, also State of Decay 2 im Endeffekt, weil Benny halt das so schön vorher erklärt hat, was daraus werden soll im Endeffekt. Das fand ich halt sehr, 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 sehr interessant noch. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben im Endeffekt, weil halt, wenn das wirklich so umgesetzt wird, halt ein komplett neues Flair in diesen ganzen Zombie-Spielen halt ist. Ja, wir hatten eine coole Core-Variante. Der erste Teil war ja schon relativ beliebt, außer jetzt das, was ich jetzt noch von Basti erfahren hatte, dass die Update-Politik ein bisschen lächerlich. Eine Reihe ist. Ja. Lächerlich, einfach eine Frechheit. Aber ansonsten war das Spiel ja sehr beliebt, hatte keine aufregende Grafik oder wahnsinnig tolle Animationen, aber das Spielprinzip hat gefallen. Man hat diesen Survival-Modus und diesen Permadeath gut verarbeitet. Und das Ganze alles als Koop? Geil. Hätte ich Bock drauf. Also das finde ich, also da muss ich ehrlich sagen, das fand ich richtig schlecht. Also ich kenne den ersten Teil nicht, habe ich mich null mit identifiziert oder gespielt, aber für mich ist das alles so, alles, was ich da sehe, ist so richtig hingerotzt. Ja, wir machen irgendwie sowas mit Zombies. Hier hast du den dicken Zombie, der explodiert, weil das ist in jedem Zombiespiel Pflicht. Und hier hast du jetzt langsame Zombies und hier hast du nochmal schnelle Zombies. Und jetzt fährst du irgendwie rum. Dass das vielleicht im Multiplayer Spaß macht, ja okay. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich grafisch, stilistisch und alles in allem wahrscheinlich mit diesem Exklusivtitel von Sony da mehr von habe als da. Ja, also ist ganz ohne Frage, ist das grafisch wieder, das war auch der. Oh, okay, so ist. Das war mein Handy. Alles gut. war der erste Teil ja schon, und da wird der zweite auch nicht viel besser sein, hast du vollkommen recht. Grafisch lebt das Spiel überhaupt nicht davon. Aber es hat dieses, du kannst praktisch dir frei, wo du willst, halt, weiß nicht, ein Haus suchen, eine Base dort aufbauen, du rettest Leute. Wenn dein Charakter tot ist, übernimmst du halt den eines anderen. Dann machst du mit den Leuten deine Streifzüge. Also eigentlich alles das, was du dir, worauf du Bock hast in DayZ, hast du da halt praktisch einfach nur als Off, also Online-Koop ohne andere Spieler. Das finde ich cool. Das finde ich halt einfach cool. Und wenn das ähnlich umgesetzt ist, dann kann ich auch mit einer schlechten Grafik leben, weil da geht es mir dann wirklich weniger um die Grafik, solange die Spielmechaniken gut funktionieren und das ein bisschen Bock macht. Okay, dann sage ich es mal anders. Ich meine jetzt nicht im Prinzip die Grafik von, es ist nicht eindrucksvoll aus,
sondern auch so uninspiriert hingekriegt. Der Trailer war nicht das gut. Hat kein, das gar noch weinen. Also hätte, hätte ich jetzt nicht vorwissen, wäre das auch sehr unspektakulär gewesen. Ja, also das stimmt. Das hat keinen eigenen Stil. Das hat da für mich, ich habe so gesagt, jo, das ist so Zombie-Game in a nutshell. So, das ist absolut nichts, was ich nicht schon bei anderen Spielen 10-mal gesehen habe. So sieht es zumindest für mich aus. Absolut, aber das, was Benny mir halt vorher erklärt hat im Endeffekt, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch so geguckt im Endeffekt, okay, kann ich ignorieren, aber weil Benny halt vorher genau diese Sachen beschrieben hat, die mir halt bei DayZ halt so unfassbar gefehlt haben, weil DayZ ja wirklich nur noch in einen Shooter ausgeartet ist. Irgendwann, du suchst dir irgendwelche Leute, die du abknallen kannst, scheiß auf Zombies, und hat halt wirklich dieses gefehlt, dieses richtige Survival, dir irgendwas aufzubauen, was sie alles versprochen hatten, soll halt wirklich da kommen, und deswegen hat es mich halt reizt es mich halt sehr. Scheiß auf die Grafik. Ja, aber ich meine, dieses Aufbauen, gerade dieses, wo du sagst, craften und Festung bauen und so weiter, das kannst du ja bei dem anderen von Sony auch. Das haben sie ja gezeigt. So. Deswegen denke ich mir so, ich habe alles, was ich da habe, außer die Mehrspielerkomponente, in besser. Ja, das ist welches meinst du jetzt? Dieses, wie heißt das? Ich vergesse immer den Namen. Das The Walking Dead Spiel, was kein The Walking Dead Spiel ist. Ja, Days Gone. Aber Days Gone, genau. Echt? Days Gone ist aber dann ein reiner Offline-Titel, denke ich. Ja, das wirkt jetzt. Ja, so. Sag ich ja. Bis auf die Mehrspielerkomponente. Ja, mir geht es ja auch in dem Fall rein um die Koop-Variante. Also, das ist wirklich das Hauptding, dass ich halt einfach Bock habe, mit ein paar Leuten rumzuziehen, wie damals bei DayZ, und halt sage: Alle klar. Wir besorgen jetzt einfach mal 40 Bananen, denn unsere Leute brauchen 40 Bananen. Und so klischeehaft und dumm das alles klingt, das in der Zombie-Apokalypse ist schon cool. Ja, ich weiß nicht. Für mich schafft es einfach noch keiner, es wirklich richtig zu machen. Ich meine, wenn es einfach, wenn die Atmosphäre da wäre, wie bei, habt ihr den Film The Road gesehen zum Beispiel? Oh ja, The Road ist geil. Ja, richtig. Und das, wenn der Survival-Aspekt nicht einfach nur ein simples dahingeklatschtes, hey, guck mal, da ist ein Wasserbalken, der jetzt langsam weniger wird und dann müssen dann Leute was trinken. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also klar, noch ein bisschen dreckiger das darstellen, das wäre schon um einiges geiler. Also, aber es ist ja noch fast ein Jahr hin, bis das kommt. Ja, das kann man machen. Dafür sieht es jetzt schon zu bunt aus. Also das so mit diesem dreckigen Survival, glaube ich, werden sie nicht machen. Dafür ist es ein bisschen zu sehr an zu süß. Mir macht halt wirklich diese Update-Politik von den Entwicklern halt so ein bisschen Angst im Endeffekt, weil vielleicht mal ganz kurz zum allerersten Teil, also es kam ja halt als Early Access-Spiel raus, State of Decay, und jetzt haben die das ganze Spiel, das komplett gleiche Spiel, soweit ich das jetzt verfolgt habe, einfach nur noch in 1080p gebracht als neues Spiel. Das heißt, alle, die den Early Access Titel hatten und sich die DLCs dazu gekauft haben, mussten sich für 28 Euro die 1080p Variante jetzt holen, damit sie in Full HD spielen können. Das hat mich richtig so ein bisschen gefrustet, dass ich das gelesen habe bei Steam, dass die halt wirklich einfach nur das gleiche Spiel nehmen, hübscher machen jetzt, einfach nur aufhübschen, also einfach nur ein Patch machen, so FIFA-Stil, und das als komplett neues Spiel verkaufen, obwohl sich diese Early Access Player alle schon die DLCs dazu gekauft hatten und den Early Access Titel. Das hat mich so ein bisschen Scheiße. Da dachte ich mir genau in diesem Moment, dachte ich so, oh nein, oh, was ist das denn? Wie kann man denn nur, okay, da hat wahrscheinlich EA seine, das ist wahrscheinlich Mister, ich zerstöre Nutten seine Hände im Spiel. Hashtag Fußball zerstören. Aber egal, lass uns weiter reichen. Ja, genau. Ja. Ich habe gerade noch gesehen gehabt, Dragon Ball. Oh yeah! Alter, ohne Scheiß, ne? Alter, da bin ich wirklich Nüsse gegangen. Ich habe ja auch jetzt die letzten Tage die letzten Tage habe ich mir noch so viele Gameplay-Videos dazu angeguckt. Alter, motherfucking God, sweet Salmon of Baby Jesus. Das ist genau das Dragon Ball-Spiel, was ich mir irgendwie seit 20 Jahren wünsche. Ja, Mann. Weil das ist ein 2.5-Prügler, das ist im Prinzip Street Fighter 4 mit Dragon Ball in gut. Ja. So, dass du jeden Charakter, dass der individuell ist, dass du nicht diese Budokai Tenkaichi-Scheiße hast, weißt du, wo du irgendwie 80 Charaktere drin hast und jeder Charakter kann dasselbe und so ein Kack. Du fliegst da irgendwie ein bisschen rum. Nein, das sieht so unfassbar gut aus. Ich bin so heiß auf dieses Spiel, das ist unfassbar. Ja, es erinnert mich an die alten PS1-Titel, in denen du halt tatsächlich so 2D-Battles haben konntest. Nur jetzt erstmal mit drei fucking Fightern, weil fick dich. Und dreifache bildschirmfüllende Kamehamehas, diesen Scheiß, den du sonst nur auf irgendwelchen Custom-MAME-Emulatoren hattest, wo du dann den heftigsten Shit raushauen kannst. Konntest, das ist jetzt drin.
Ich bin sowas von ready. Und dann werde ich meinen Bruder holen und werde ihn sowas von zerheizen, weil ich ihn in jedem, jedem Dragon Ball Game mit Mr. Satan platt mache. Oh yeah, oh yeah. Mr. Satan. Das war so geil, in dem einen PS1-Spiel, was ich auch hatte, da hatte der doch so ein Jetpack hinten drauf, oder? Und konnte dann deswegen halt immer so rumfliegen. Überall. Ja. Also das ist wirklich im Prinzip, es gab früher für Super NES. Die Teile sind halt bei uns noch nie rausgekommen, weil Dragon Ball gab es dazu derzeit noch gar nicht. Ja, ich habe die auf Emulator, ich meine, genau, ihr wisst schon. Dragon Ball Super Butoden für Super NES habe ich auch mit dem Emulator so viel gespielt, früher immer. Und die sind so geil, die haben auch richtig krass hübsche Pixelgrafik. Und das ist im Prinzip genau das, Dragon Ball Super Butoden gemischt mit Marvel vs. Capcom 3. Und das ist, boah, das sieht so gut aus, ne? Das wird, ohne Scheiß, das wird totaler Day One bei mir. Da bin ich so heiß drauf, das ist krass. Aber wirklich, das, boah, muss ich unbedingt haben. Wobei das natürlich jetzt auch, Multiplattform ist, das hat jetzt nichts mit, Nein, du brauchst eine Xbox One X dafür. Damit es noch schöner aussieht durch den Filter, den sie noch überlegen. Ja, natürlich, ja. Ansonsten sehe ich hier gerade, oh, was war das denn eigentlich? Aber guter Einwand, Basti, guter Einwand. Den hätten wir fast vergessen. Ist mir halt so ein bisschen, ich hab's gerade gesehen gehabt, da war Dorian auch so, als ich das ja geguckt habe, wie er abgegangen ist da drauf. Musste ich gerade so krass. Ich guck gerade, ich sehe ja gerade noch, ich habe nebenher auch noch die Pressekonferenz ein bisschen offen und klicke immer noch mal so durch. Mhm. Was war denn das hier für ein Titel, der aussah wie Dragon's Dogma, aber kein Dragon's Dogma war? Hä? Black Desert, ach ja, das ist, da ist es nicht ein hier scheiß von MMORPG. Ja, Black Desert ist das. Black Desert Online, ja, aber GD. Na und hier den Titel, was wo du aber meintest, da bist du jetzt nicht so mega gehypt drauf, hier von den Dark Souls-Machern. Ach so. Boah, das finde ich. Ich habe den Trailer jetzt nochmal gesehen und es hat mir noch weniger Lust gemacht. So. Okay, find, vor allem war das nicht mehr oder weniger der gleiche Trailer, den man schon gesehen hat? Ja, also. Es war eine andere Schnittfolge. Es war ja auch kein richtiger Trailer. Es war wirklich nur so ein kurzes Durchlaufding, so quasi. Er hat mich auch überhaupt nicht getriggert. So, ich habe irgendwie auf das Spiel voll keinen Bock. Ich stehe normalerweise auf Animes. Ich meine, ihr habt ja gerade gehört, wie ich gerade über Dragon Ball abgegangen bin. Aber das Spiel sieht einfach nicht schön aus. Das sieht so richtig. Also der Grafikstil ist so richtig uninspiriert, kacke. So jeder Hentai-Comic, den du dir irgendwie frei im Internet angucken kannst, sieht besser aus. Ja, also das so ist. Oh, also, ich kann sagen, keine Ahnung, ey. Oh yeah. Oh yeah. Na, also, keine Ahnung, also das triggert mich überhaupt nicht. Also, schade, ja, leider nicht. Mich auch nicht, ja. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir was Neues von From Software sehen. Dann wieder einen spirituellen Nachfolger, entweder von Bloodborne oder von Dark Souls. Und, war dieses Ich denke, Bloodborne wird nochmal kommen, kann mir gut vorstellen. Also, es gab ja auch viele Gerüchte im Vorfeld, dass Bloodborne 2 angekündigt wird. Gab es tatsächlich da noch ein paar Tage vorher, aber war ja nichts. So, von daher, weiß nicht. Dann Ori, Blind Forest. Hat einer von euch eigentlich Ori and the Black Blind Forest gespielt? Nee. Aber es soll richtig cool sein. Ich weiß, ich wollte es unbedingt mal nachholen eigentlich. Es sieht wunderschön eigentlich auch so von der ganzen Optik her. Ja. Habe ich aber auch nie gespielt. Ist aber auch irgendwie auf meiner Muster irgendwann mal spielen Liste. Ganz wichtig natürlich, hätten wir um einer vergessen, Minecraft in 4K. Yeah! Ey, ohne Scheiß. Oh. Ich fand aber, obwohl das jetzt auch, wie ich dann im Endeffekt gemerkt habe, rückblickend, dass das gar nicht so ein Microsoft-Ding war, weil das jetzt irgendwie alle machen, bis auf Sony, weil die anscheinend den Dick-Move schlechthin machen, dass du ja mit Minecraft auf allen Plattformen jetzt zusammenspielen kannst. Mhm, genau. Und das fand ich wirklich krass. Also das hat jetzt weniger mit der Xbox zu tun, auch wenn es da jetzt angekündigt wurde. Aber ja, das spielt auch wieder so ein bisschen damit rein, was ich vorhin gesagt habe. Trotzdem war das jetzt in der Microsoft-Pressekonferenz und war halt so ein kleiner Wow-Effekt. Auch wenn das jetzt, also von daher fand ich die Pressekonferenz von Microsoft tatsächlich halt besser. Was ist eigentlich, was mir gerade noch einfällt, ich meine, gerade du musst ja eigentlich, ich habe jetzt mir die Pressekonferenz ohne dein Gesicht angeguckt, weil ich wollte nicht beeinflusst sein von deiner Meinung vorher. ich meine, du bist ja als Piratenfan, hast ja gleich zwei Spiele geliefert bekommen. Und eines war ja auf der Xbox-Konferenz, was ich auch gerade sehe, das etwas simplere grafische Spiel, sage ich jetzt mal, wo du hier diese mit deinen Kumpels da irgendwie losziehst und irgendwelche Dungeons durchstößt. Meinung dazu noch, Leute? Ich habe mega Bock auf das Spiel eigentlich, ganz ehrlich. Aber ich habe halt, ich weiß definitiv, ich werde keinen Menschen haben, der das mit mir spielt. Ja. Da es nur von der Mehrspieler-Komponente lebt, kann ich es vergessen. Ja. So, Punkt. Leider. Und, oh Mann. Weil es sieht aus wie es hat so ein bisschen Monkey Island-Style, was ich mega finde. Ja. Und,
Ja, es ist halt, es ist ein bisschen zu komisch, muss ich sagen. Also im Sinne von lustig, im Sinne von witzig. Etwas zu witzig, um tatsächlich irgendwie einen wirklich bleibenden Eindruck zu haben, damit die ganzen, genau, diese romantisierten Gefahren und so weiter halt wirklich so durchkommen. Es ist halt einfach etwas zu cute. Ja. Und dann haben wir Skull and Bones. Das ist Ubisoft. Das ist Ubisoft. Lass uns da erst zu Ubisoft kommen. Nee, was mir halt noch herzlich ist, was mich übelst angehypt hat, noch Anthem. Anthem oder Orphan. Ja, da können wir jetzt auch, denke ich, hingehen zu Anthem. Ich gucke mir jetzt auch nebenher nochmal die Präsentation an. Also ich fand auch, wenn das so aussieht wie da in diesem Trailer, holy moly, Alter. Das ist im Prinzip, ich hasse ja Destiny. Auf Destiny war ich am Anfang total gehypt, hab mich voll gefreut, hab mir das geholt, hab mit einem Kumpel oder auch mit meinem Bruder ein bisschen gespielt und war dann im Endeffekt so unfassbar angepisst von diesem Spiel, weil es nichts von dem gehalten hat, was es irgendwie versprochen hat. Hat zwar spielerisch Spaß gemacht, aber alles in allem war so repetitive Bullshit. Und jetzt, wenn ich dieses Anthem sehe, dann habe ich so das Gefühl, wow, das könnte das Spiel sein, was ich mir eigentlich von Destiny gewünscht habe. Und es sieht halt mega aus. Und das wäre tatsächlich eins, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte Leute, die das mit mir spielen, was wahrscheinlich auch nicht der Fall sein wird, aber ich wäre dann tatsächlich nur für diesen Titel gewillt, mir eine fucking Xbox One vielleicht schon zu kaufen. Ohne Witz. Ja, wirklich. Krass. Weil ich da so Bock drauf habe, auf dieses Spielprinzip und alles. Ja, aber ich hab zwar einen leistungsstarken PC, ja, aber Weil Witcher. Ja, Witcher spiele ich ja natürlich auch auf dem PC mit Mega Ultra, hast du nicht gesehen, aber Witcher ist halt auch schon 2 oder 3 Jahre alt. So, bis das Spiel rauskommt, bis es dann da ist, puh. Ja, ist aber so, wie es aussieht, wird schon echt schwierig sein im Endeffekt, dass das halt wirklich mit der aktuellen Hardware auch so perfekt spielbar ist, aber. Ja, vor allem, ich meine, du bist ja da nur am Rumflitzen, was da alles berechnet werden muss. Deswegen. Bei den ganzen Grafikdetails. Deswegen kann ich mir nämlich bei diesem Spiel dann überlegen, holst du dir eine neue Grafikkarte? Oder holst du dir eine Konsole für 500 Euro? Von daher, ich weiß nicht, sowas kann ich nur auf dem PC spielen. Sowas kann ich nicht auf Konsole spielen. Das ist mir nichts. Also alles, was so mit Shooter zu tun hat, ist nicht so. Ja, aber es ist doch ein Third-Person-Shooter. Also bei einem Ego-Shooter wäre ich voll bei dir, dann nur am PC. Selbst aber dann. Aber bei Third-Person-Shooter, Third-Person-Shooter gehen bei mir gar nicht am PC. Also für mich wäre halt jetzt, für mich wären so halt Rollenspiele, Rennspiele, im Endeffekt ist es für mich so Konsolenspiele. Aber sowas konsequent, dafür habe ich einen PC, dafür habe ich einen ziemlich fetten PC und muss auf dem PC. Und vor allen Dingen, weil ich habe auch, mein Fernseher hat nur Full HD, mein Monitor ist 2K, sieht schon geiler aus dann. Ja gut, okay, das stimmt schon, dass man sich dann, gut, das darf man natürlich auch nicht vergessen, klar, wenn man sich eine Xbox One X kaufen würde, brauchst dann muss man sich natürlich auch eine 4K-Fernseher noch dazu kaufen. Lohnt sich das Ganze nicht. Sonst macht es wenig Sinn so, ne? Ich würde meinen Fernseher nie weggeben, ich habe noch einen Plasma und ich würde den nie weggeben, deswegen kommt das Einzige, wofür es sich lohnt, dass es zum Teil vielleicht einfach flüssiger läuft, also du kannst ja unter anderem wie bei der Pro halt auch umstellen, dass jetzt trotzdem auf Full HD, aber dafür auf 60 FPS oder sowas läuft halt. Das lohnt sich nicht. Aber das lohnt jetzt nicht die 500 Euro mehr, also das ist dann, also 500 Euro mehr, 500 Euro nochmal ausgeben, meine ich. Also. Ja, Anthem sieht wunderschön aus, aber mich persönlich reizt es irgendwie null, keine Ahnung. Sieht richtig cool aus, ich verstehe es auch, warum man es gerne haben möchte, aber. Das ist halt die Frage, wie es halt umgesetzt wird, ob dieses Koop-Spielen halt wirklich so sehr hypt. Oder ob das halt wirklich so auch lang anhaltend im Endeffekt das wenn es im Prinzip, es kann ja auch genauso gut sein, dass es dieselben Fehler macht, die Destiny auch machen, dann ist es auch für den Arsch. So, dann bringt dir die Grafik nichts. Wenn es auch nur dieses komplett wiederholende, tötet 10 Gegnerwellen, laufe da rein, loote das und jetzt machst du alles nochmal dasselbe und hast immer dieselben Gegner. Wenn es das ist es ja bei Destiny. Wenn das genauso ist, ja, dann ist es genauso für den Arsch. Aber es sieht halt erstmal nicht danach aus. Was erwartest du jetzt von dem Spiel? Eine coole Storyline oder einfach ein cooles Nein, also ich erwarte, hast, also ich erwarte einfach eine riesige Welt, die megamäßig aussieht, die ich erkunden kann, die dadurch, dass ich wirklich viele verschiedene unterschiedliche Eindrücke in der Welt habe, dass die mich reizt, einfach diesen Erkundungstrieb, also wirklich erkunden, Dinge zu erkunden, ist eines der wichtigsten Bestandteile eines Spiels bei mir. Wenn ich das kann, bin ich eigentlich total glücklich. Uncharted. Ja, bei Uncharted, ja, ohne Scheiß, obwohl Uncharted total linear ist, kannst du ja trotzdem, hast du zumindest das Gefühl, dass du besondere Orte erkundest. Ja. Obwohl du ja trotzdem nur geradeaus läufst. Deswegen macht das Uncharted für mich halt total gut.
in dem Aspekt. Und ich möchte im Prinzip hier, bei Anthem stelle ich mir einfach nur vor, dass ich ein anständiges Shooter-Gefühl habe, dass ich viele Customization-Möglichkeiten habe für meine Rüstung, für meine Waffen und so weiter, dass es auch wirklich einen großen Unterschied macht, je nachdem, was für Rüstungsteile du dir dazu machst, damit du auch deinen Charakter wirklich individualisieren kannst. Dann würde ich mir halt wünschen, wie gesagt, diese riesige Welt und dass du dann auch wirklich viel Gegnervielfalt und Questvielfalt hast, dass es nicht nur ist, lauf dahin, drücke diesen Knopf, lauf dahin, tötet diese 10 von diesen Gegnern, so diese Kacke, die du bei Destiny halt auch machst. Ne, dass du das Quest, dass du interessantere Quests hast. Das wäre halt sehr, mega. Sehr frustrierend. Ja, wenn sowas passieren würde, im Endeffekt, dann hast du eine hübsche Welt im Endeffekt und ein 0815 Spielprinzip. Das wäre halt schon sehr, sehr frustrierend. Aber genau das erwarte ich, glaube ich. Also genau das ist das, was ich glaube, was passiert. Ich meine, du siehst ja jetzt schon so, okay, es ist sehr krass, also finde ich halt an Destiny angelehnt. Hier, ich bin gerade bei der Szene, wo sie diese legendäre Waffe bekommt. Ja. So, das ist halt dann dieses Leveln und Looten, ne? So, mal gucken, also es kann natürlich, also ja, es sieht wunderschön aus, ich finde den Stil auch sehr, sehr cool, aber ja, ich bin da noch sehr kritisch. Aber guck mal, was mir nur gerade einfällt und auffällt, was ich immer lustig finde, wenn Koop-Spiele gezeigt werden, wie die Leute angeblich sich in Koop-Spielen unterhalten. Ja, die sind... Okay, Alpha geht auf links, Roger Boy, und ja, das haben wir heute sehr gut gemacht, Roger, Roger! Und in Wirklichkeit ist es nur so, ja, also... Ich geh mal kacken kurz. Das ist immer ehrlich, aber ich meine, wir wissen doch, alle Menschen, die Online-Spiele spielen, sind alles ausgebildete Navy SEALs und deswegen haben die auch nur ihre Codesprache. Ja. Alle Menschen spielen das gar nicht. Und wenn du das Spiel spielst, wirst du auch automatisch ein trainierter Navy SEAL. Von daher spielen das alle Leute. Wenn du das Spiel durchgespielt hast, kriegst du einen offiziellen Link, wo du dir eine Urkunde ausdrucken kannst, Navy SEAL. Und dann kannst du auch irgendwann als alter Opa in deinem Schaukelstuhl auf deiner Veranda, auf deiner amerikanischen Veranda sitzen und sagen, ah, wo haben Sie gedient? Alpha Bravo, Sir. Ah, ja, ja, ich auch. Ja. Okay, nächstes Game, nächste Präsi. Genau, wollen wir sagen, gehen wir weiter, ne? Also die nächste in der Reihe, Moment, ich muss mal eben gerade gucken, ich weiß gar nicht mehr, welche kam denn als nächstes. Wisst ihr das noch? Yubi? Ich hab das mir alles... Von der Zeit her, ich weiß nur noch, dass Nintendo und Sony als letztes waren. Ja, ich glaube, Yubi kommt jetzt. Bethesda. Ja, komm, können wir skippen. Ja, also Bethesda, boah, da war ich echt krass enttäuscht, ne, von Bethesda. Das war ein bisschen eigenartig auch, oder? Also ich hatte ja gedacht, wenn die sich schon echt die Mühe machen, wieder eine eigene Pressekonferenz zu machen, weil das Jahr davor hatten sie ja Fallout, glaube ich, ne? Ja. Fallout 4, nee, das ist schon 2 Jahre her. Ja, schon 2 Jahre her, ja. Ja. Und letztes Jahr, weiß ich gar nicht, was sie letztes Jahr hatten, aber letztes Jahr war dann, glaube ich, auch, was hatten sie denn letztes Jahr Großes? Ich glaube, da hatten sie das Add-on zu Fallout. Und was war denn dann noch? Ist auch egal. Jedenfalls habe ich gedacht. Hier Dings, dieses Spiel, wo der Dishonored haben sie doch groß gemacht. Ja. Ach genau, Dishonored 2, was ja auch ein kracher Titel war. Und ich hatte halt so gedacht eigentlich, okay, wenn sie sich jetzt, es sind jetzt schon wieder viele Jahre ins Land gezogen, und wenn die sich wirklich den Aufwand machen, eine eigene Pressekonferenz zu machen, dann hast du hier bestimmt irgendwie vielleicht einen neuen Elder Scrolls-Teil oder nochmal... Skyrim VR. Hey, Alter. So, ja, es ist so Skyrim. Wir haben Skyrim noch nicht auf Kaffeemaschinen rausgebracht. Deswegen habt ihr jetzt Skyrim, die Kaffeemaschinen-Version, und Skyrim, die Version für eure Texas Instruments-Rechner, Taschenrechner. Und ich hab dann auch, vor ein paar Tagen habe ich dann auch, ich hatte in dem anderen Podcast mit den Spielkindern, den ich auch aufgenommen habe, der heute online gegangen ist, wer den noch nicht gehört hat, auch sich unbedingt reinziehen, da habe ich auch schon über die drei gesprochen, mit den Spielkindern, die wirklich einen super Job machen, was Podcasts angeht. Jedenfalls habe ich mit denen da auch schon drüber gesprochen. Wir haben auch uns tierisch darüber aufgeregt, dass Bethesda ja jetzt anscheinend in ihrem Jahresplan fest vorgeschrieben haben, dass sie pro Jahr Skyrim für 5 verschiedene weitere Plattformen rausbringen müssen. Aber wirklich, bald gibt es... Ich weiß nicht, welches Spiel wirklich auf mehr Konsolen bis jetzt erschienen ist. Also wirklich nicht, weil Switch, alle alten Konsolen, alle neuen Konsolen, halt als VR-Variante... Wahrscheinlich noch für Handheld irgendwann, keine Ahnung, ich weiß nicht. Für Handys, krass. Für iOS. Ja, wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich als nächstes irgendwie dann. Das wird kommen. Für iOS. Wäre jetzt nicht so unrealistisch, wenn es so weitergeht, ja. Ja. Ne, habe ich nämlich vor ein paar Tagen, habe ich dann irgendwie die das Bild geteilt, Skyrim, jetzt die Version für Atari 600. So. Genau. Geil. So, was zur Hölle, also ich habe da echt mehr erwartet. Dann haben sie im Endeffekt, hatten sie The Evil Within 2 und The Evil Within 1, war okay, hatte aber deutlich große Schwächen. Da müsste man auch noch krass nachbessern. Im Endeffekt habe ich dann gehört, dass es auch nicht mehr von Shinji Mikami ist,
dass der da irgendwie komplett raus ist jetzt wohl und er da nicht mehr mit beteiligt ist. Zu Recht, der erste Teil war scheiße. Also ich fand's so kacke, fand ich's gar nicht, aber ich fand's halt auch nicht gut. So, sagen wir mal so. Also wir haben aufgehört irgendwann, weil der Anfang war irgendwie echt, weiß nicht, hat uns gar nicht gefallen, aber ich fand den Trailer jetzt schon sehr ansprechend, muss ich zugeben. Also er hat mich ein bisschen in Laune versetzt, eventuell doch nochmal irgendwann den ersten nachzuholen, was ich wahrscheinlich nie machen werde. aber Bock hatte ich auf jeden Fall nach dem Trailer, das hat er geschafft. Ja, also ich fand den Trailer jetzt nicht schlecht, aber es war für mich jetzt nicht so das Wow-Ding, weil man, glaube ich, auch schon vor 3-4 Monaten geleakt hatte, dass das kommt. Aber ganz kurz, bevor wir nochmal auf die Spiele eingehen, wie fandet ihr jetzt eigentlich die Art und Weise der Präsentation? Ich fand das auch eigenartig mit diesem komischen, Jahrmarkt oder was die da hatten, ne? Das der Jahrmarkt, dann diese ganzen YouTube-Clips zwischendurch, diese Leute halt da, die sie irgendwie interviewt haben, immer so einen auf witzig machen, also und sympathisch, familiär. Irgendwie war es komisch strukturiert. Und dann dieser komplett konfuse Wolfenstein-Trailer am Ende. Ich habe nichts mehr gerafft. Ich hatte so das Gefühl, dass das, was Bethesda hier gemacht hat, war mehr so ein Ding, so eine Veranstaltung, die man intern abhält, aber nicht extern. Ja. So hatte ich das Gefühl. Ich kenne das ja von meinem eigenen Arbeitgeber, wie dann da solche Präsentationen aufgezogen sind. Ich kannte das ja auch, wo ich bei Mercedes war für Nintendo, weil die da eine Kooperation mit Mercedes hatten und man im Prinzip bei Mario Kart ja auch mit dem Benz fahren kann. Deswegen war ich ja auch bei einer internen Veranstaltung von Mercedes und habe da auch Programm gemacht. Und das war halt auch ähnlich mehr dann so aufgezogen. Ne? Also ich hatte so das Gefühl, das war eigentlich eine Präsentation, die man intern macht und die haben es aber irgendwie für die ganze Welt gestreamt. So den Eindruck hatte ich. Ja. Weil das mehr so was Persönliches war von wegen, hey, wir bei Bethesda, wir machen einen guten Job. So ein bisschen so, das kam für mich alles mehr so rüber, als wäre es Motivation für die eigenen Mitarbeiter gewesen. Irgendwie schon, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich habe alles aus meinem Gehirn gestrichen, was Bethesda angeht. Na gut, was halt schon hängen geblieben ist, das hätte ich vielleicht sogar am Anfang noch gesagt, war schon Wolfenstein. Das ist irgendwie schon hängen geblieben, dieser also sehr, sehr komisch zusammengeschnittene. Ja, kann man da noch Trailer überhaupt sagen? Keine Ahnung. Ja, dieser Lassie angehauchte Trailer. Also ich fand den witzig, keine Frage. Aber ich fand es auch ein bisschen konfus, ja. Doch. Also bis ich dann gecheckt habe, dass es jetzt wirklich um Wolfenstein geht, dann habe ich gedacht, ah, okay. Wobei ich jetzt auch nicht der mega Wolfenstein-Fan bin, aber ich glaube, für Wolfenstein-Fans ist das ein krasses Ding. Also es sieht erstmal Bombe aus. Das kann man nichts anderes sagen. Und was ich habe den letzten jetzt auch nicht gespielt. Basti, hattest du den nicht gespielt? Ja, ich wollte es spielen und aber er ist immer wieder abgekackt. Also die hat ein Problem mit AMD-Grafikkarten und dann habe ich es zurückgegeben, konnte ich glücklicherweise noch. Aber hat er ja richtig gut abgeräumt, also soll halt ein richtig guter, solider Shooter sein. War cool, war halt wirklich richtig absolut klassischer Shooter. Also wirklich so richtig klassischer Shooter, wo du rumrennst, Medikits einsammelst, dich durch die Gegend bratzt und dann ist gut. Also war halt wirklich super kurzweiliger, entspannter Shooter im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt. Nur, dass du halt in der Neuzeit Nazis treffen kannst. Genau. War cool, war wirklich cool, das, was ich spielen konnte. Ja, von daher, das denke ich mal, das wird noch ein guter und wichtiger Titel für die werden, weil der hat ja wirklich echt super abgeschnitten. Ich glaube, selbst das Add-on, was noch erschienen ist, war ja richtig erfolgreich. Und von daher, ja, Bethesda bestand für mich aus Wolfenstein, aus Evil Within und einem sehr komischen Präsentationsschnitt, den man auch so gar nicht hätte auf eine Pressekonferenz packen müssen. Das hätte ich auch machen können wie Nintendo. Stellen das Video einfach online. Fertig. So. Aber ja. Gut. Ja. Okay, ich glaube, das war es jetzt schon wieder mit Bethesda, ne? Ja, durch. Ja, gut, okay. Dann können wir weitergehen zu Ubisoft. Wie fandet ihr Ubisoft? Ihr dürft anfangen. Normal gut. Also jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, hohoho, aber im Großen und Ganzen wichtige Titel, also für mich interessante, wichtige Titel wie Far Cry, wie wie hieß das Piratenspiel? Skull and Bones. Genau, also weil ich genauso wie du bei Assassin's Creed Black Flag halt wirklich super, super glücklich war über die Seeschlachten, die einfach mega fantastisch waren. Ja, und aber also ich meine, okay. Ist die Frage, ob man daraus jetzt wirklich so ein krasses eigenes Spiel machen muss. Im Endeffekt ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, wie ziehen sie es auf, was machen sie da draus? Wie hält man die Leute lange bei der Stange, im Endeffekt, dass sie halt wirklich das Spiel mitmachen?
Aber im Großen und Ganzen fand ich es halt geil. Und boah, für 20 Euro ist es ein gutes Spiel sicherlich. Ja, so sagen wir für einen Zehner und dann auch nur zum Spaß haben und auch nur ganz kurz. Es ist halt, also, ich meine, wer das Gameplay auch nur ansatzweise verfolgt hat, hat gesehen, dass es 1:1 das Black Flag-Gedöns war. Ja, ist es. Ja, ist es, 1:1, und wirklich. Und das macht auch wirklich nur bedingt Spaß, besonders wenn du Assassin's Creed schon mal gespielt hast. Im Multiplayer muss da einiges mehr kommen, aber man hat sogar schon gesehen, dass das einfach relativ kleine Wasserarenen sind sozusagen, aus denen du dann auch wieder rausflüchten kannst anscheinend. Das einzig ansatzweise Revolutionäre da dran ist dieser komische Kraken, der auch nur angedeutet wurde, dass dann wahrscheinlich irgendein World Summon Event ist oder so. Und da das eben von Ubisoft kommt, erwarte ich echt sehr, 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 sehr wenig. Gott, hat mich das aufgeregt. Ah, ich weiß nicht, ich erhoffe mir wirklich sehr, sehr viel, weil, wie Dorian ja auch schon während der Pressekonferenz gesagt hat, es gibt einfach zu wenig gute Piratenspiele. Überhaupt gibt es eigentlich zu wenig Piratenspiele. Und Piraten ist so ein geiles Thema. Ja. Also ich bin megamäßiger Fan von Piraten und es ist bedauerlich, dass wir einfach so gut wie gar keine Piratenspiele bekommen. Und ich fand tatsächlich, Black Flag war der einzige Assassin's Creed-Teil, der mir wirklich Spaß gemacht hat, Einfach weil fucking Piraten, Alter. Das hat gar nichts mit Assassin's Creed an sich zu tun, sondern einfach, weil das Piratenthema da drin verarbeitet wurde. Ja, also Black Flag war ein scheiß Assassin's Creed, aber ein geiles Piratenspiel. Ja, besser kann ich es nicht sagen. Hast du vollkommen recht. Absolut richtig. Ging ja auch so im Endeffekt, also Assassin's Creed hat für mich nach Teil 2 total eingebrochen im Endeffekt und Black Flag kam dann halt wieder so, wo ich mir dachte, das macht Spaß, das ist geil. Ja, und ich hoffe halt einfach, ja, also ich wünsche mir, ich fand die Seeschlachten, auch die Seeschlachten bei Black Flag haben mir Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern die dann da jetzt hier das handhaben, wie das jetzt mit der Online-Komponente sein wird, wie das Gameplay selber dann ist, ob es auch ein Singleplayer gibt, ob man auch überhaupt das Schiff verlassen kann, ob man auch an Land rumlaufen kann. Sieht ja jetzt im Moment noch nicht so aus, weil selbst als gekapert wurde, war das im Prinzip nur eine Zwischensequenz und man konnte selber nicht auf das Schiff springen und wie das noch bei Assassin's Creed 4 zum Beispiel der Fall war, dann, also wenn man das machen kann im Spiel, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass sie das auch schon in dem Trailer gezeigt hätten, aber das war jetzt auch noch die Alpha, also vielleicht kommt das noch dazu. Ich denke mal, die hören auch darauf, was die Leute jetzt sagen. Ansonsten, also wenn das Spiel cool ist, dann habe ich, also ich habe generell mega Bock darauf, weil es Piraten sind und es gibt einfach wenig, ich bin ausgehungert. Aber ja, wie Vince schon sagt, ich bin vorsichtig, weil es ein Ubisoft-Titel ist, trotzdem, also wo jetzt die erste Euphorie so ein bisschen abgeebbt ist, ich bin vorsichtig, weil es ist Ubisoft. Und ja, mal sehen, was sie daraus machen. Ich hoffe, ja, es wird was, gut. Was ich einfach ganz stark befürchte bei solchen Spielen, das ist bei vielen Spielen, wo ich die Idee prinzipiell auch ganz gut und niedlich finde, wie mit dem Microsoft-Piratenspiel. Ich fürchte einfach, dass es einen ähnlichen Weg haben wird wie Evolve. Das wird kurz gespielt und danach ist es tot. So wie im Prinzip wie mit hier For Honor. Ja, also das ist genau. Also, du hast eine. Das ist ja auch von Ubisoft. Genau, es ist eine coole Idee und es macht den Leuten kurz Spaß. Und dann ist es einfach tot. Ja, so ja, aber For Honor im Endeffekt ist so ein Thema für sich im Endeffekt. Das Spiel an sich könnte fantastisch sein, wenn der Entwickler einfach mal auf die Fanbase hören würde und nicht, also es ist ja, es kam, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, dafür Patch raus im Endeffekt, die miserabel waren. Das Balancing ist wirklich für den Arsch im Endeffekt. Und vor allen Dingen, wenn man sich da eine neue Ausrüstung für seinen Charakter holen möchte, kostet die irgendwie 15.000 Einheiten für ein Spiel oder im Spiel kannst du irgendwie bloß 40 Einheiten oder sowas gewinnen oder halt für spezielle Aufgaben, die du erledigst, mal 400. Du brauchst ewig, um dir eine coole Ausrüstung zu besorgen, um deinen Charakter mal halt so ein bisschen aufzuwerten und das ist einfach so, dass die Leute das einfach zu sehr frustet. Viele ja, sagen, aber, das aber Spiel ich mein, ist fantastisch, super. Aber cool. Evolve war doch eigentlich letztendlich dann auch ein gutes Ding, aber es wird doch auch kaum gespielt. Ja, aber Evolve, da hat er ja schon beschissen angefangen im Endeffekt. Das heißt, die haben das Spiel rausgebracht und das Erste, was die machen im Endeffekt, für ein fertiges Vollpreisspiel, ein DLC, nennen wir es einfach mal so, rauszubringen, wo man sich ein Bossmonster kaufen muss für teuer Geld. Das oder halt ein neues Squad irgendwie kaufen muss für teuer Geld, obwohl du dieses Spiel für 60 Euro gekauft hast. Direkt irgendwie mit Release kam das ja schon.
glaube ich, den Kraken, den die ja schon in den Trailern und sowas vorher gezeigt haben, den musstest du dir irgendwie für teuer Geld kaufen. Und das hat die Leute einfach angepisst. Also dann, weißt du, dann weißt du ja, welchen Kraken du dir beim Piratenspiel kaufen musst. Ja, also das könnte ja, wenn das passiert im Endeffekt, dann ist das Spiel auch schon wieder gestorben. Ich hoffe, daraus haben die gelernt. Deswegen haben die ja Evolve halt, glaube ich, dann auch für Lau rausgebracht, damit du dann bloß ein paar Sachen zukaufen konntest. Aber auch kein Pay-for-Win, glaube ich, draus gemacht haben. Das war auch, wir haben es ja auch noch gespielt, dann, als es dann Free-to-Play war. Hm. Also wir haben es dann auch ein paar Stunden gespielt, im Endeffekt nicht ewig lange, weil irgendwo, das ist dann halt irgendwie zu eintönig, das heißt, es fehlt dann die Abwechslung in dem Spiel. Und das ist halt natürlich das Problem, was halt auch bei dem Piratenspiel passieren kann, im schlimmsten Fall sogar passieren wird, was man schon von vornherein fast schon sagen kann, weil halt die Abwechslung schwierig halt wirklich dazu zu machen ist, im Endeffekt, wenn halt schon das Entern halt nicht mit drin ist. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass es eine zu kleine, also ich hoffe, dass es nicht so ist und dass es mir nur so vorkommt, weil ich meine, die machen ja auch ihre Marktforschung, bevor sie so ein Spiel entwickeln, aber dass es eine zu kleine Base gibt, um da wirklich das gut am Laufen zu halten. Aber wird man sehen. Prinzipiell finde ich es sehr cool. Also ich habe es mir sehr gerne angesehen. Ich finde es richtig schön, wenn es gut ankommen würde, wenn es gut funktionieren würde. Aber eventuell muss Zack dann doch sich vielleicht ein kleines Bötchen mal mieten und irgendwelche andere kleine Bötchen kaufen. Kreuzfahrtschiffe. Genau. Zum Beispiel. Ich fahre nach Somalia und werde ein echter Pirat und nenne mich Fettbart, so wie Cartman. Apropos, Handyspiel. Ohne Scheiß, das ist das erste Handyspiel, was ich spielen werde. Also ich bin sehr gespannt, weil letztendlich war das Konsolen- bzw. PC-Spiel der Oberknaller. Und der Trailer sah jetzt okay aus, aber ich bin ein bisschen misstrauisch, sagen wir es mal so. Aber mein Gott, gucken wir mal. Mein Gott, das ist ein Handyspiel, was erwartest du? Ich finde es an sich cool, dass sie die kreative Energie genommen haben, um es in ein Handyspiel zu packen, um andere Konzepte quasi noch bis auf die Spitze zu treiben. Weil das ist ja, so wie ich es gesehen habe, im Prinzip Stick of Truth war halt das Thema so Herr der Ringe mäßig, so Ritter Fantasy. Und das, jetzt haben sie halt Superhelden-Thema. Und dann haben sie sich gedacht, natürlich, es gibt auch so viele verschiedene andere Themen, die man irgendwie verarbeiten kann. Und das knallen wir jetzt alles einfach in dieses Handyspiel. Und ich finde das lustig. Also ich finde die Grundidee super. Selbst wenn es, ich meine, es ist ein Handyspiel, ich erwarte da nicht viel von. Aber definitiv ist das erste Handyspiel in der Geschichte der Menschheit, wo ich sage, ich habe einen Trailer für ein Handyspiel gesehen und ich habe Lust, ein Handyspiel zu spielen. Respekt. Also, von daher, keine Ahnung. Alles richtig gemacht. Ja. Was haltet ihr von der ganzen Eröffnung? Also sprich dieses Rabbids trifft auf Mario und Co. Oh mein Gott. Rabbids sind die Minions. Also ich meine, Minions sind irgendwie an Rabbids angelehnt. Und es ist halt einfach, es ist der Cancer der Videospieleindustrie. Und ich frage mich, was die Franzosen an diesen Rabbids finden. Denn ich habe keine Ahnung, wer diese Teile auch nur ansatzweise feiert. Es ist der übelste Krebs. Ich würde... Allein deswegen kann ich nicht nur Mario und XCOM nicht vereinen, aber dann diese verfickten, kleinen, geistig behinderten Scheißhasen zu haben, die sich dann anziehen wie Peach und Luigi. Jesus Christ, bitte nicht. Nein, niemals. Danke. Auch nicht mit Space Super Soaker. Gar nicht. Okay. Ich hätte eigentlich auch, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, mal gucken, was der kleine Zack jetzt so rumspuckt gleich und die Kamera voll kotzt mit Blut und weiß ich nicht was alles. Aber dann hat er sich irgendwie doch so ein bisschen dafür sogar begeistert, oder? Ja, also ich finde das super. Ich hatte das so krass. Also über die Rabbids. So gar nichts. Also mach einfach keine Videos Rabbids mehr. Geh nach Hause. Nein, also über diese Rabbids kann man sich natürlich streiten. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Fan von den Rabbids. Das sind halt einfach die fucking Minions. Da hat Vince schon definitiv recht. Aber das ist, unabhängig davon, wie gut das Spiel jetzt an sich ist, ist es von der Grundidee her ein ganz, ganz wichtiger Schritt für Nintendo, dass sie überhaupt sowas machen in der Art und Weise, dass sie überhaupt so eine Kooperation in der Art und Weise machen. Denn das braucht Nintendo jetzt auch wirklich. Weil wenn die jetzt nicht anfangen, solche Sachen zu machen und sich diesen Third-Party-Support holen und nicht nur sagen, entwickel doch mal irgendein Spiel für unsere Konsole bitte. Das haben sie in der Vergangenheit oft gemacht und im Endeffekt hat dann diese Spiele trotzdem keine Sau gekauft. Sie müssen quasi ihre IPs einfach für andere Entwickler freigeben, damit da frischer Geist, frischer Ideenreichtum mit reinkommt. Und das für sich allein gesehen ist schon
ein wichtiger Punkt. Ansonsten sieht es aus wie der spirituelle Nachfolger von Super Mario RPG vom Super Nintendo. Eines der besten, ja, besten Rollenspiele, die jemals gemacht wurden, Alter. Das ist nämlich noch von fucking Squaresoft gemacht. Ja. Zu der guten alten Zeit, wirklich, wo sie noch gute Spiele gemacht haben. Und ich glaube, viele Leute kennen das heutzutage gar nicht mehr. Es gibt einfach ein Mario Final Fantasy von den Final Fantasy-Machern. Und das ist war wirklich verdammt geil. Ja, das ist verdammt gut. Und ich glaube nicht, dass dieses Spiel ansatzweise den Zauber und den Mastermind, die Mastermind-Finesse von Super Mario RPG erreichen wird. Aber trotzdem finde ich das interessant. Wie gesagt, über die Rabbids kann man sich jetzt streiten. Ich bin jetzt auch kein Mega-Fan. Aber ich mag das, dass man da so eine Art XCOM gemischt mit Fire Emblem hat. Fire Emblem ist ja auch eine wichtige IP von Nintendo. Ich weiß nicht, ob dieses ganze Rabbids-Thema wegen dem Humor, also das Spiel ist, glaube ich, sehr stark auf Humor ausgelegt. Und ich weiß nicht, ob der Witz, dieser Rabbids-Humor, ob der nicht zu schnell innerhalb des Spiels auch zu alt wird. Das muss man erstmal sehen. Aber ich bin da mega gespannt drauf und freue mich tatsächlich auf den Titel. Also was ich cool finde, ist halt, also was mir gefallen hat, sind tatsächlich die Gameplay-Geschichten, die sie gezeigt haben. Also die Mechaniken, wie ihr schon sagt, dieses XCOM-Mechaniken. Die gefallen mir sehr gut und die finde ich erstmal prinzipiell sehr cool, aber ja, die Rabbids gehen mir krass auf den Sack. Also, ist wirklich so. Also, ich bin jetzt froh, dass ich dann doch grob auf eine ähnliche Meinung treffe, weil ich war mir gerade nicht sicher, weil die jetzt so groß gepusht wurden, sind die denn so krass beliebt oder. Nee. Weiß ich nicht. Ist halt Minions, wie ihr schon sagt, genau das gleiche Stimmverzerrung, nur dass halt ein Hase da rumspringt. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wie ich schon gesagt, ob der Humor jetzt trotzdem gut ist, ob man wenigstens mal einen Schmunzel hat. Spielerisch, glaube ich, macht das richtig viel Spaß. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Ich spule mal gerade wieder ein bisschen vor. Da Assassin's haben sie Creed Teil. Ist, glaube ich, jetzt das nächste. Ne? Assassin's Creed. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab das auch im Stream gesagt. Achso, nee, es ist eigentlich Crew. Aber, ach nee, oder? Nee, doch, Assassin's Creed. Ja. Ich glaube, ich habe das auch im Stream gesagt, aber wo dieser Typ, der selber schon aussieht wie ein Ägypter, dieser Mensch, das war reiner Zufall, dass es so war. Also dieser ägyptische Mensch, ohne jetzt rassistisch klingen zu wollen, der steht da vor dieser Wand mit den Hieroglyphen, diesen golden schimmernden Hieroglyphen. Und das ist so schlimm, weil das Einzige, woran ich denken kann, ist Yu-Gi-Oh! Ich die ganze Zeit in jedem Moment darauf warte, dass er seine Karten rausholt und keine Ahnung was. Es ist, ach, Zeit für ein Duell. Aber hey, das Bühnenbild sieht cool aus und ich fand, dass er das auch gut präsentiert hat. Also wenn wir nochmal kurz auf die Präsentation vom ja. Reden her hergehen, auch er hat das eigentlich sehr gut gemacht. Von daher, das fand ich prinzipiell sehr gut. Aber ja, man kann nicht abstreiten, dass man hofft, dass dann irgendwo ein weißer Drache oder dunkler Magier auftaucht. Nee, also ich finde, sie haben ja vorher krass gepowert, dass sie meinten, ja, wir erfinden Assassin's Creed neu, wir machen alles anders. Wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, tatsächlich mal über das Spiel, was wir machen wollen, nachzudenken und nicht einfach blind loszuprogrammieren und alles an die Wand schmeißen und gucken, was dann kleben bleibt. Nein, wir nehmen uns jetzt wirklich mal Zeit. Das waren übrigens eins die Worte, die Zack jetzt wieder gibt. Ja, ja, ich zitiere gerade nur. Wir lassen uns jetzt Zeit und machen tatsächlich mal ein Jahr Pause für ein Assassin's Creed. Oh Wunder, was für ein Skandal, dass man mal ein Jahr auf einen, mehr als ein Jahr auf einen neuen Teil von einem Spiel warten muss. Ja, ja, aber was für ein Skandal. Und sagen, wir stecken diese Energie da rein, weil wir ein wirklich geiles neues Assassin's Creed machen wollen. Und im Endeffekt gucke ich mir das an und ich denke mir, ja, okay, die Welt ist größer. Du hast jetzt mehr Tiere und die da draußen irgendwie rumlaufen. Das habt ihr irgendwie weiterentwickelt. Und ansonsten ist es dieselbe Scheiße wie sonst auch. So, das ist das, was ich so mitgenommen habe. Also Thema finde ich prinzipiell erstmal sehr geil. Also ich ja, okay, das, losgelöst davon, ich habe jetzt nur von Gameplay gesprochen. Genau, also rein, um jetzt mal kurz auf die Thematik, finde ich sehr spannend der ägyptischen Sache, weil auch das ein Thema ist, was eigenartigerweise in Spielen, also korrigiert mich, aber echt selten auftaucht, oder? Ja, ja. Ja, sehr selten. Von daher, das ist erstmal spannend, ich fand den Trailer auch richtig geil. Als dann das Gameplay kam, war ich ein bisschen enttäuscht. Also, weil der Hauptcharakter erinnert mich so ein bisschen an den Hauptcharakter von Mafia 3. Es ist irgendwie ein Testosteron vollgepumpter, super Dude, der mit seinem Falken unterwegs ist, was auch irgendwie nicht so geil gewirkt hat, diese Falkenfunktion. Und ich weiß nicht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber das Thema an sich ist erstmal sehr, sehr geil. Der Trailer ist auch sehr, sehr cool. Das Gameplay, ja, fand ich jetzt nicht so aufregend. Erinnern wir uns einmal zurück.
als Assassin's Creed tatsächlich noch irgendwie ansatzweise historisch korrekt war. Und ja, sagen wir zum Beispiel Assassin's Creed 1 bis 3. Dort hattest du, entweder hattest du Menschen, die tatsächlich umgebracht wurden, oder du hattest Menschen, bei denen man nicht wusste, wie sie getötet wurden. Mhm. Du hattest historisch Background-Wissen bekommen über Dinge, die tatsächlich so passiert sind. Jetzt hast du mit Assassin's Creed Origins nicht nur einen Titel, der plötzlich 1000 Jahre vor den allerersten historisch aufgezeichneten Hasherschienen spielt, sondern hast ein verkacktes RPG-System da drin, wo die Gegner Level haben. Und du dann, keine Ahnung, wenn du halt Level 3 bist und da vorne ist eine Area mit Level 10 Gegnern, dass du den mit einem Bogen 17 Mal in den Kopf schießen musst. Ach echt, wow, ja? That's fucking stuff. Ja, 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 ja. Ach, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, es ist jetzt auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen im Endeffekt. Also ein paar Sachen. Das haben sie in dieser Live-Demo dann nochmal gezeigt, als es dann wirklich Okay. Ach, das ist ja behindert. Das war dann nach der Pressekonferenz. Da haben sie nochmal gesagt, so ein bisschen wie mit Nintendo das gemacht haben, wie im Nintendo Treehouse gesagt haben. Ja. Okay, wir spielen jetzt nochmal das Spiel für euch eine halbe Stunde. Aber Vince, bitte erzähl weiter. Ja, okay. Genau. Also, und es gibt keine Assassinenwaffen mehr. Nein, du sammelst jetzt die Waffen der anderen Leute auf. Das heißt, du hast überhaupt nicht mehr diesen Vorteil, diese geile Technologie zu haben, die über Jahrhunderte weitergegeben wurde, Jahrtausende, alles geheime Kampfkünste und Ermordungen und so weiter. Alles, was tatsächlich irgendwie in Assassin's Creed halt richtig geil war, was dazu geführt hat, zu sagen, ja, Mann, ich bin halt ein geiler Motherfucker und deswegen kann ich das. Das wurde bei Black Flag schon vernachlässigt, wo der Typ sich einfach eine Uniform anzieht und plötzlich Assassine ist und jeden fucking Move der Welt kann. Double Takedown aus dem Heuballen, weil fick dich, ich bin Pirat. Ja, das war schon ein bisschen doof im Endeffekt, aber bei Origins verstehe ich das im Endeffekt. Da erklärt sich das aber auch schon so ein bisschen von selbst, dass diese ganzen Techniken und was weiß ich nicht alles noch nicht da sind, weil es sind ja die Anfänge. Da beginnt dieses Assassinen. Ja, aber warum hat er dann das Assassinen-Logo auf seiner Mütze? Aber dann schreibe ich mir, doch in die Story einen Weg, damit ich diese geilen Gadgets, die mein Spiel so cool machen, doch einbauen kann. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sagen, wir haben keine Wahl, wir müssen Origins so machen, weil es ist nun mal die Origins-Story, die wir schon vor 50 Jahren geplant haben. Wer weiß, ob die das nicht vielleicht dann in dem Fall auch so erklären im Endeffekt. Aber da würde ich verstehe es da eher im Endeffekt, als wenn sie es bei dem anderen Spiel gemacht hätten, dass man es halt irgendwie bekommen muss oder was auch immer, dass man es halt hat. Also es ist schon, also ich finde das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ja, dieses, aber es ist Rollspiel-Feature. Das Einzige, was mich immer gereizt hatte, dass du eigentlich wirklich diese stealth-artige, geile Kills machen kannst. Und wenn ich jetzt höre, dass ich erstmal ein Level-System habe, wo ich mehrfach auf die einballern muss und zweitens, dass ich dann wirklich nur die Waffen meiner Gegner habe, ist das schon. Ja, aber pass auf, ganz ehrlich, unabhängig davon, dass du dieses Level-System hast, hat die Gameplay-Demo schon gezeigt, dass das komplett Nutz ist, weil der einzige Unterschied ist, wenn der halt Level 15 ist und du bist Level 3, dann steckt der halt nicht zwei Schläge von dir ein, sondern fünf. Und das war's. Und das Gameplay ändert sich anscheinend dadurch nicht. Deswegen ist dieses komplette Level-System sowieso völlig für den Arsch. Die haben Szenen gezeigt, dass da aus, als hätten sie da von Metal Gear Solid 5 geklaut. Ja. So von wegen, okay, jetzt haben wir gemerkt, die Wachen haben gemerkt, dass ich vermehrt aus Heuballen springe. Deswegen gehen die nicht mehr so nah an Heuballen ran. Ja, okay, habt ihr das System von einfach nur Metal Gear Solid 5 geklaut. Super. Ja, das danke, war sogar Microsoft. Schon Metal Gear Solid Peace Walker. Also das wow. Also, und dann habe ich mir so gedacht, dass mit diesem komischen Falken, ich sage, okay, der hat jetzt nicht mehr diesen Adlerblick, dafür hat er einen richtigen Falken. Das ist im Prinzip einfach nur dieses so eine Drohne. Drohnen-Gameplay von aus Watch Dogs, genau. Da haben sie einfach das von Watch Dogs sich genommen, was ja auch ihr eigenes Spiel ist. Von daher haben sie sich da auch nichts Neues einfallen lassen. Und der Hammer, wo ich dir gedacht habe, wow, seid ihr schlecht, wie dumm ist denn das? Das mit den Waffensammeln und so weiter finde ich gar nicht so schlecht, weil das ist so ein bisschen inspiriert, glaube ich, von Breath of the Wild, also von Zelda. Da haben sie auch von Zelda geklaut anscheinend. Und dann haben sie aber, hat er irgendwie das Gameplay gezeigt, er ist irgendwie rumgelaufen, dann ist er in den Fluss gesprungen und dann war da so ein Typ auf dem Boot. Und dann hat er quasi wie bei GTA den Typ einfach das Boot geklaut und hast du schon gesehen, okay, schlecht programmiert, buggy as hell, typisch für Assassin's Creed. Der eine Typ springt vom Boot und der andere, der auf dem Boot war, bleibt einfach seelenruhig sitzen und guckt dich an. So, und der hat voll keine Panik, er chillt auf sein Leben, ja, da wird gerade das Boot geklaut von irgendeinem Irren, ist ihm komplett egal, er bleibt sitzen so. Ja, aber Zeit, weißt du denn, dass es in Ägypten nicht so war, dass das halt irgendwie so, das gehört zum guten Ton, dann sitzen zu bleiben vielleicht?
Ja, okay, man weiß es nicht. Ich vermute, es war nicht so. Also wie Vincent schon gesagt hat, ja, es ist nicht belegbar, was da alles passiert ist. Ja, das war damals so. Das war damals, genau, das war gesellschaftlich verachtet, wenn man einfach gesagt hat, ich gehe jetzt. Das konnte man nicht machen. Richtig. Deswegen mussten die sitzen bleiben. Nein, und dann ist er halt irgendwie da mit seinem Boot rumgefahren und dann hast du schon gemerkt, okay, jetzt hat der Typ in der Live-Gameplay-Demo schon keinen Bock mehr. Und hat dann irgendwie gesagt, okay, da ist ein Nilpferd. Ich wechsle jetzt mal auf meine helle Bade, die ich rein zufällig in mein Gepäck habe. Wusch, hat er eine helle Bade in der Hand. Und dann legt er sich mit so einem Nilpferd an. Und er springt ins Wasser, ist im Wasser, in dem Element des Nilpferdes. Und sein Nilpferd ist eigentlich ein wirklich gefährliches Tier. Was, wenn dich das Ding angreift, du echt keine Sonne siehst, so, ne? Ja. Und dann hat er wirklich so dich total stumpf, er ist noch nicht mal ausgewichen oder so. Ja, da kam einfach das Nilpferd auf ihn zugeschwommen und er hat einfach nur auf die Angriffstaste gehämmert und auf einmal war das Nilpferd tot. Du dachtest dir so, wow, danke, jetzt habe ich alles über das Spiel gesehen, was ich wissen muss. Es ist genau dieser stumpfsinnige Button-Mashing, ganz kurz Quicktime-Event. Wenn ich das habe, bin ich unbesiegbar das gesamte Spiel über Bullshit, den Assassin's Creed seit Brotherhood macht. Und von daher komplett Nutz. Also hatte ich vorher noch Interesse daran, weil auch das Setting unverbraucht ist, wie Sevitz schon gesagt hat. Also Ägypten sieht man einfach nicht auf den Spielen. Habe ich jetzt sowas von absolut keinen Bock mehr auf das Spiel und denke mir, fick dich Ubisoft, ich brauche dieses Spiel nicht. Jupp. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich könnte das Game einfach in 5 Sätzen retten. So, mach aus Ägypten, feudales Japan, Shogun-Zeitalter. Du spielst aber keinen heftigen Samurai, sondern einen Ninja, der dann zum Beispiel in riesigen Massenschlachten, die auf einen Palast ausgeübt werden, weil sie sich ständig die ganze Zeit so hintergangen und ermordet haben mit riesigen Armeen, dass du dann zum Beispiel in einen Palast eindringen musst, während einer riesigen Schlacht, wo die Pfeile durch die Gegend fliegen, sich Leute gegenseitig wegmetzeln und du da irgendwie durchstealthen musst, dass du nicht gesehen wirst, um dann den Kaiser zu retten und den dann wieder mit rauszukriegen, um dann, keine Ahnung, irgendwie einen anderen Menschen da reinzusetzen, den du dann irgendwie dort dann als Machtpuppe sozusagen dahinsetzt, damit du den richtigen Haupttypen rausnimmst, der dann wiederum einen Gegenplot plant und dann triffst du vielleicht noch mysteriöse, legendäre Samurai, die es halt wirklich gegeben hat, gegen die du dann auch irgendwie Battles machen kannst, aber dann im Stil von Miyamoto Musashi halt mit geistigen Tricks quasi, die einfach, keine Ahnung, 10 Stunden warten lassen, die mega unruhig werden und deswegen sich im Kampf nicht konzentrieren können oder denen du halt Fallen stellst, weil du weißt, okay, die treffen sich dort und dann wirst du halt zum dreckigsten Hurensohn, aber du bist ein richtig geiler Assassine, beziehungsweise Ninja, also Shinobi, das wäre ein Zimmer geiler. Also ich hab jetzt schon pre-ordert, ich weiß nicht, was ist das? Nein, also Amen, ich verstehe, ich kann Vincent nur zustimmen, ich verstehe auch seit Jahren nicht, warum Ubisoft, die wurden ja auch schon öfters mal darauf angesprochen, glaube ich, warum die einfach kein Assassin's Creed im feudalen Japan machen mit Ninja und Samurai, es bietet sich sowas von an. Ja. Sie haben dann ja vor Jahren irgendwie so einen Kompromiss gemacht und haben gesagt, okay, ihr kriegt jetzt ein Assassin's Creed in Japan, das war dann dieser komische Portable Handheld-Teil, der irgendwie nur so komplett 2D-Sidescrolling-mäßig war, aber da warst du dann irgendwie in China und du denkst dir so, was? Da fickt euch doch. Also ich verstehe auch nicht, was mit denen los ist. Ob die Entwickler selber, das Entwicklerteam einfach keinen Bock drauf hat, warum auch immer, weiß ich nicht, aber ja, das ist unfassbar dumm, dass die das nicht machen. Das kann ich auch nicht verstehen. Ja, das wäre Insta dabei. Krasses Ninja-Spiel, aber ja. Ja, okay. Wollt ihr sonst noch was zu Assassin's Creed sagen? Nope. Nee, okay. Dann war The Crew, ich weiß nicht, interessiert das irgendwen? No. Mein Kollege ist dort tatsächlich, arbeitet an dem Spiel. Oh, echt? Krass. Ja. Als Audio QA Technician quasi. Er macht Audio-Tests und so weiter, checkt auch Bugs und so ein Stuff. Und okay. Ja, das Spiel an sich hat halt diesen coolen Inception-Effekt und keine Ahnung, du kannst halt zwischendurch zwischen den Teilen im fliegenden Wechsel wechseln, also dass du dann eben Auto hast und Flugzeug und Boot, aber generell kratzt mich das halt null, deswegen nur. Ja, es ist halt eine schöne offene Welt im Endeffekt, aber es ist, weiß ich nicht, ist ja auch der erste Teil, ist ja relativ schnell untergegangen, also ich denke mal, da. Ja, ich spiele einfach GTA 5. Ja, ja, steckst du aus, steckst du woanders ein, kannst du quasi. Ja, also ja, lässt mich vollkommen kalt, leider. Also, ist vielleicht ein cooles Prinzip, aber Rennspiele interessieren mich generell nicht, eigentlich.
Ich habe bis jetzt auf das Need for Speed und boah, ich muss gerade dann denken, also ich hab das gut zwar auf dem PC, weil es bei dieser Ubisoft Geburtstagsaktion kostenlos mit drin ist. Ich habe es runtergeladen und ich habe es nicht einmal angefangen. Ja, das spricht doch für das Spiel. Ja, na, weil du einfach so nichts sagen. Aber so geht's. Aber so geht's doch 80 Leuten beim Steam Summer und Winter Sale, oder? Was ich jetzt schon wieder für Geld ausgegeben habe, ne? Ich habe mir nie etwas da gekauft, was ich nicht gespielt habe. Nein. Ich tatsächlich die Hälfte meiner Steam-Liste ist bisher wirklich noch ungespielt. Ja, ich weiß, es fasst sich anders. Ja. Just Dance. Ja, yeah, okay, Just Dance. Fun Fact, ich habe von Nintendo ja, als ich die Switch umsonst bekommen habe, haben sie mir auch netterweise 3 Spiele dazu geschenkt. Breath ein of the Spiel Wild. War Zelda, ein Spiel war dieses 1-2 Switch, diese Minispielsammlung und das andere war Just Dance. Und obwohl ich das umsonst geschenkt bekommen habe, für eine komplett neue Konsole, die man dann noch austesten möchte, habe ich bis heute kein einziges Mal Just Dance gespielt. Es ist, glaube ich, sogar noch eingeschweißt. Also Just Dance, muss man sagen, macht sogar wirklich Spaß. Also wir haben es jetzt hier und da mal gespielt gehabt. Und es ist wirklich ein witziges Tanzspiel, also reines Party-Tanzspiel. Von daher bedarf es jetzt keiner großartigen Bewertung, außer dass man wirklich eine gute Auswahl an Liedern hat. Was allerdings zu erwähnen ist, der durchaus fragwürdige Auftritt auf der Pressekonferenz. Ja, das war halt wieder ein bisschen cringe. Also ich fand, bis zu dem Zeitpunkt war die Ubisoft-Konferenz tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt haben sie den Cringe. Jetzt ist ihr komischer Live-Performance-Act da, den kein Mensch sehen will. Und ich kannte die Frau auch nicht, die da gezeigt wurde. Habe mir aber gedacht, gut, das gehört irgendwie dazu. Zumindest haben sie es im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich kürzer und Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum wurde dann nicht wenigstens mal ein Satz zu dem Spiel verloren. Von wegen, also es hätte ja schon gereicht, wenn man sagt, hey, und das neue Just Dance wird so und so viele Titel haben und wir haben das und das neu gemacht. Viel Spaß! Aber nein, es war ja einfach nur tanzende Menschen und dann Just Dance eingeblendet. Also du hast halt wirklich Informationen bekommen, oder? Also gar nicht. Also ich würd tatsächlich das Spiel da so ein bisschen verteidigen und sagen, du bekommst alle Informationen, die du über das Spiel wissen musst. Brauchst du auch nicht zu wissen. Also von daher... Ja, aber es wäre halt für jemanden, also ich sag mal, mich hat das jetzt wirklich interessiert, weil wir hatten wirklich nur mal ein, zwei witzige Abende mit Just Dance, was denn jetzt Neues kommen würde, weil es gibt definitiv hier und da mal Verbesserungsbedarf und da hätte mich dann schon interessiert, ob da irgendwas passiert, muss ja nicht lang gewesen sein, aber irgendwas, wo ich gewusst hätte, Mensch, das haben sie jetzt dran gemacht, kann jetzt, ich weiß noch nicht mal, ob es ja ein neuer Teil ist, vielleicht ist es ja der gleiche Teil, also es ist ja noch nicht mal irgendwie eine Zahl dahinter angegeben, es ist einfach nur Just Dance, so, ja. Wir sind auch da. Wir tanzen und singen. Tschüss. Ja, das ist warum das, glaube ich, ganz gut zusammen. Also das war halt ein bisschen überflüssig, fand ich einfach halt. Ein bisschen schade, weil an sich hätte man sicherlich noch eine kleine Info mit reinpacken können. Aber egal. Wollte ich nur erwähnt haben. Ja, gut, okay. Aber mein Gott, also da gibt es andere Sachen, über die ich mich mehr aufregen würde, als über Just Dance. Nee, ach du, um Gottes Willen. Ich frage mich nur, warum man dann die Zeit damit füllt. So, das hätte ich mir halt auch wirklich sparen können einfach. Das meine ich halt. Das stimmt schon. Wobei, wenn du es, glaube ich, noch zumindest einen Ticken länger gemacht hättest, hättest du wahrscheinlich genauso viele Leute gehabt, die sich dann darüber aufgeregt haben, dass sie sagen, warum seid ihr nicht mehr von Assassin's Creed, sondern von Just Dance? Das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Man hätte es ja gar nicht länger machen müssen. Dann hätte man halt den Tanzakt ein bisschen verkürzt oder nebenbei die Leute tanzen lassen und währenddessen hätte man irgendwelche Informationen auf die Leinwand geklatscht. Dann hättest du aber den Cringe nicht gehabt und du bist ja beliebt an den Cringe. Und von daher geht das nicht. Ja, keine Ahnung, mein Gott. Naja, egal. So viel zu Just Dance. Mehr ist, glaube ich, nicht zu sagen. Spielzeug-Raumfahrtspiel. Habe ich nicht so ganz gerafft. Was? Spielzeug-Raumfahrtspiel? Ah, das fand ich eigentlich ganz cool, Alter. Aber war das wirklich bei Ubisoft? Ja, ich bin gerade dabei. Es kommt direkt nach Just Dance. Ist halt, baust du irgendwie dein. Also, es ist ein bisschen wie Lego Dimension, würde ich fast sagen. So ein bisschen. Ja, das ist wie Lego Dimension. Du baust dir mit deinen eigenen Teilen dein eigenes Raumschiff zusammen. Das steckst du dann auf deinen Controller und dann spielst du halt das selber zusammengebaute Raumschiff. In dem Spiel. Also ein weiteres Toys to Life-Spiel. Ein Prinzip, was ich mir wünschen würde, was Nintendo endlich mal richtig mit in ihren Amiibo umsetzt. Was wahrscheinlich niemals passieren wird, weil sie so viel Geld mit ihren Amiibo verdienen, ohne dass sie ein Spiel rausbringen. Ja. Also ich finde die Idee cool, sag aber definitiv nein, ich werde es mir nicht tun, weil ich nicht noch mehr sinnloses Plastikspielzeug brauche für meine Konsole, weil ich schon viel zu viel davon habe, ey. Und deswegen glaube also ich.
Ich werde versuchen, einen großen Bogen darum zu machen. Ja. Ja, okay. No need. Next. No need. Kurzer vielleicht, Setzte, weil ich glaube ich der Einzige bin, der Steep gespielt hat und auch hat wahrscheinlich von uns einen. Da kommen wir wieder in die kurze Sportkategorie. Noch bist du der Einzige im Weg, aber das, ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil ich will es auf jeden Fall nochmal spielen, weil es sieht super einfach fantastisch aus. Also Steep macht unfassbar viel Spaß, das kann man erstmal sagen. Sicherlich kein Vollpreistitel, obwohl ich es mir damals für einen Vollpreis geholt habe, weil ich einfach gehypt war. Weil seit Milliarden von Jahren endlich mal wieder ein Snowboard-Spiel rauskommt, was bedeutsam aussieht. Die Erweiterung ist jetzt aber ein bisschen enttäuschend. Olympiade bereits. War aber zu erwarten. Ja. Es passt auch rein im Endeffekt. Also ich weiß jetzt nicht, also ich finde es okay. Ich glaube, die haben jetzt auch nicht so viel Zeit dafür aufgewendet. Kommt ein bisschen auf den Preis drauf an. Ich hätte mich halt gefreut, weil das fehlt Steep so ein bisschen. Du kannst zum Beispiel in Steep wirklich keine Grinds nehmen, was früher SSX sehr stark und sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hätte ich mir, also für ein Spiel, was mit Tricks und was mit allem drum und dran, also zwar auf realistischer Ebene ein bisschen arbeiten möchte, die übertreiben ja jetzt nicht so wie SSX etc., aber Grinds gehören für mich mit dazu und die gibt's halt einfach nicht. Und das hätte ich mir vielleicht so ein Trick-Erweiterungspack oder was auch immer, hätte ich mir dann schon gewünscht. Deswegen ist das ganz cool, dass es die Olympiade jetzt gibt. Juckt mich aber nicht und werde ich mir wahrscheinlich auch nicht holen. Glaube ich zumindest. Also denn es wird von einem Fünfer hinterhergeworfen, dann könnte ich es mir überlegen. Wow. Steep, ich sag mal so, ist halt kein Cool Borders. Weiter geht's. es ist halt nicht so geil wie Snowboard Kids. Und jetzt geht's weiter. Oh, Snowboard Kids, Alter. Also ganz ehrlich, es gab wirklich nur eine Franchise, die Snowboard immer konsequent gut gebracht hat, nie realistisch, aber immer gut, und das war halt wirklich SSX. Kann man auch nichts gegen sagen, leider. Ja, SSX war okay. Muss man so sagen. Ich hatte sogar ein richtiges Snowboard, was ich an die PlayStation 2 anschließen konnte. Also. Geil. Echt? Geiler Scheiß. Ich will immer noch ein gutes Tony Hawk und irgendwie kriegt es keiner auf die Reihe, nochmal ein anständiges Tony Hawk zu machen. Ich will Tony gar kein gutes Tony. Ey, ich will leider kein gutes Tony Hawk, ich will einfach nur ein neues Tony Hawk wie früher. Ja! Die können von mir aus eine 4K-Version von Tony Hawk 2 rausbringen, ja. Ich kaufe das sofort. Ja! So, also, man dann irgendwie so Venom aus dem Spider-Man-Spiel, dann fertig. Ich brauche meinen Secret Character. Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe im Trailer? Es wurde tatsächlich gegrindet gerade im Trailer. Oh, jetzt bin ich interessiert. Oha. Why not? Why not, ja. Okay, egal, sorry. Nächstes großes Spiel würde ich sagen, Far Cry 5. Mega awesome. Schönes Setting. Ja, findest du? Ja, ich freue mich riesig drauf. Im Endeffekt, ich habe Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal habe ich ausgesetzt, weil mich das irgendwie ziemlich war ein bisschen überhaupt nicht mein Setting im Endeffekt. War ziemlich, ziemlich öde und jetzt wieder halt ein nicht ausgelutschtes Setting, was einfach geil rüberkommt und ich finde einfach seit Far Cry 3 haben die einfach so übersympathische Bösewichte, dass ich einfach toll finde und mich riesig freue. Ja, das ist deren Steckenpferd mittlerweile seit Far Cry 3. Ich habe Far Cry 4 halt nicht gespielt. Fand ich geil. Auch. Soll ich wahrscheinlich noch, weil Troy Baker schließlich Pergamin spricht. Troy Baker als jeder Charakter in dem Spiel. Ja, also echt, ist hart. Und deren deutsches Voice-Acting ist ziemlich fucking geil. Muss ich dazu sagen, das ist echt gut. Deswegen, das Setting an sich, schön militante Christen, eigentlich cool. Aber ich würde auf jeden Fall mir erstmal Gameplay anschauen, ob da eben das ganze Inner Woods-Szenario auch richtig gesetzt wird, dass man eben stealthy durch die Wälder schleichen kann und aufpassen muss, dass man nicht vom Bär gefickt wird und sowas. Das wäre schon ganz cool. Ansonsten brauche ich halt nicht noch so einen Shooter. Ich schon. Sehr schön, wie du gerade gesagt hast, dass man aufpassen muss, dass man nicht vom Bär gefickt wird. Ja, gibt's nicht die guten alten Sexualstraftäter am Bären? Sexuelle Belästigungspanda. Das ist hier der Meister Petz, das ist der Waldbrandbär aus Amerika. Wenn er zuerst erklärt er dir den Waldbrand und danach wird dein Anus brennen. So. Ja, nee, also ich finde auch, ich habe leider Far Cry 3
habe ich zur Hälfte gespielt. Dann war mein alter Rechner-Matsch, habe dann mein Save verloren, hatte seitdem dann nie wieder Bock, es zu spielen, hatte es mir dann jetzt nochmal wieder neu installiert, hatte wieder mal ein bisschen gespielt, aber es stört mich selber, dass ich das sage, aber es sah dann tatsächlich so schlecht aus für mein heutiges PC-Verständnis, dass ich keinen Bock mehr hatte, es weiterzuspielen. Far Cry 4 habe ich ausgesetzt, weil ich irgendwie gesagt habe, jo, ist dasselbe wie Far Cry 3, nur halt irgendwie in Tibet, wenn es Tibet war oder so, keine Ahnung. Nepal oder so, weiß ich nicht. Dann hatte ich total Bock auf Far Cry Primal, denn eigentlich war das halt, also komplett im Gegensatz zu dem, was Basti gesagt hat, ich finde, das war halt ein mega interessantes Setting, was auch eigentlich ein total unverbrauchtes Steinzeit in unseren heutigen... Es war schon mehr Fantasy als Steinzeit. Ja, das stimmt schon mit Schamane, Bums und keine Ahnung was, ne? Ja, aber genau das hat mich halt wieder so... Das passt da einfach nicht im Endeffekt. Das ist so... Also wobei, kann man auch nicht sagen, weil die Schamanen im Endeffekt und alles sowas, das hattest du ja auch in Far Cry 3 und sowas mit drin. Gab's Drogen? Ja, da ging's ja halt eher um Drogen im Endeffekt und alles sowas. Aber trotzdem, also ich das hat mir, Primal hat mir irgendwie nicht, das war nicht so meins. Naja, okay, jedenfalls, also ich war eigentlich interessiert an Primal, aber dann anscheinend auch nicht so interessiert, dass ich es bisher gespielt habe oder mich gehört habe. Aber ja, ich muss auch sagen, dass das Setting jetzt von dem Teil, dieses amerikanische, psychotisch auf Kirche abgehende, überhaupt noch nicht irgendwie großartig verarbeitet wurde. Und deswegen bin ich da eigentlich auch einfach mega gespannt und habe eigentlich auch voll Bock auf dieses neue Far Cry, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Sah super aus, es wird sich zeigen, wie gut das tatsächlich dann später im Gameplay ist, dass du sagst, du hast da deine Teammitglieder und kannst ihnen Befehle geben und teilst dich auf und so weiter. Muss man mal sehen, ob das nicht nur vielleicht eine glorifizierte Zwischensequenz ist, aber ansonsten, ja, ich habe da Bock drauf. Ich liebe Rednecks, also von daher übergeil. Ich finde dieses ganze... Amis, Christen, also das ganze Setting, was ihr eigentlich auch schon alles gesagt habt, übergeil. Hatten wir auch schon in einer, sehr ähnlich vom Setting her, wenn man so möchte, mit Resi, mochte ich das auch schon. Dieses abgefuckte, wir sind irgendwelche Landjungs und wir schlafen mit unseren Geschwistern und wir finden es geil. Haben wir nicht. Das glaube ich, dass dir das gefällt, oh ja. Oh, ja. Nee, also cooles Setting, bin ja alles andere als ein Fan von Ego-Shootern. Aber man muss fairerweise sagen, dass ich das immer sehr interessant war, fand. Hab Far Cry 3 auch, fand ich unterhaltsam. Aber es sind leider immer Spiele, die ich selten zu Ende spiele. Irgendwie verlieren die mich dann auf dem Weg. Aber trotzdem, vielleicht werde ich dir Sachen eine Chance geben. Finde ich auf jeden Fall prinzipiell sehr, sehr geil. Also wenn ich ein Shooter-Fan wäre, sofort. Okay. Dann schaue ich mal eben, gab es jetzt noch was Großes bei Ubisoft außer direkt danach, Beyond Good and Evil. Danach, ja. Und dann nur noch Beyond Good and Evil, ja. Ja gut, da haben wir ja am Anfang eigentlich schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch was hinzuzufügen haben. Also ich finde den Trailer, das Setting, das ist so also der Trailer hat mich so krass geflasht, weil ich glaube, ich habe das auch im Livestream gesagt, mir scheißegal, wie das Spiel ist, ich möchte einen 90-minütigen Film nur über diesen Affen haben, in diesem Setting. Als CGI-Film finde ich mega krass sympathisch. Ich liebe Affen und dann dieser Affe gepaart mit Han Solo-mäßig so ein bisschen. Dieses, ich bescheiß dich und ich bin Schmuggler und so weiter. Das hat bei mir so viele Knöpfe gedrückt, von denen ich noch nicht mal wusste, dass ich sie habe. Und ja, also ich, wenn das Spiel das hält, was es bisher in den Trailern oder zumindest diesen kleinen Gameplay-Sachen, diesen Tech-Demos, die sie jetzt gezeigt haben, verspricht, dann bin ich mega gehypt. Also, boah. Also ich fand Evil Within 1 schon absolute höchste Grütze, hätte auch locker auf der PS2 rauskommen können, wäre dann auf jeden Fall cool gewesen. Aber Evil Within 2 sieht halt echt gut aus. Nein, wir reden nicht von Evil Within. Ach, Beyond Good and Evil, right? Sorry, ich war stoned. Ich bin stoned. Ja, nein, der Affe ist cool. Habt ihr das das Spaceship-Gameplay gesehen? Oh ja. Ja. Richtig geil. Richtig schön. Also, ja. Dieses aus dem Planeten, also wo ich gespannt bin, es sieht ja wirklich so aus, als ob du den Planeten ja frei bereisen kannst. Wie füllen die das wieder? Hast du dann wieder ewige Landschaften, wo nichts passiert? Oder? Das, so sah das aus, so sah das aus. Also, als die war ja irgendwo, ich weiß nicht, kurz mal irgendwo ein Gameplay gesehen gehabt, wo sie mal irgendwas gezeigt haben. Du fliegst halt dann wirklich eher über so eine Art Steinwüste zum Teil, da im Endeffekt, bis irgendwann eine große Stadt kommt. Ja, ich meine, kann ich aber auch mit leben. Also wenn man jetzt nicht versucht, da mehr draus zu machen, als es ist, wenn man wirklich sagt, also ich finde es ja allein schon geil zu sagen, klar, du hast dein Raumschiff,
du schießt jetzt da in die Atmosphäre raus, ab ins Weltall, ab zum nächsten Planeten, was der letztendlich halt mit, na, wie hieß es, Sky? No Man's Sky. No Man's Sky ja schon so die Grundidee war und wo alle schon richtig Bock drauf hatten. Das jetzt noch im Zusammenhang mit einer coolen Story und einem, wie es aussieht, der Team, was sehr, sehr viele unterschiedliche und interessante Charaktere bringt. Dann auch dieses, dieses Universum mit Tieren und Menschen, alle gleiches Level nach dem Motto. Also finde ich unfassbar geil. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Deswegen hat mich der Trailer erstmal sowieso geflasht. Ich habe so richtig Bock auf diese eklige Sau, wie sie da verarscht wird von dem Affen und die beiden, wie sie danach auch so abgehen, so ein richtig cooles Team bilden. Ich kann mir ja vorstellen, dass das so eine geile Freundschaftsgeschichte vielleicht auch noch mit sich trägt, wer weiß. Dann auch das Ende vom ganzen Trailer. Also ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und das ist halt das Ding gewesen. Mit dem Spiel habe ich null gerechnet. Ich habe auch leider in den ersten Teilen nie gespielt, weiß auch nicht so richtig, wie gut oder schlecht ich den jetzt finde vom Gameplay her, aber darauf, uiuiui, habe ich richtig Bock. Richtig cool. Also der erste Teil, den habe ich letztens erst weitergespielt, weil ich den ständig in meinem Backlog hatte und nach dem Trailer mir gedacht habe, okay, ich spiele den ersten Teil weiter. Und das ist so ein bisschen so ein ernstes Spyro the Dragon, man irgendwie sagen. Hat irgendwie so das Feeling. Nur halt eben mit auch Welt erkunden und so und Fotos machen. Es geht ja viel um Fotos. Auf jeden Fall. Stimmt, ja, mit der Kamera unterwegs. Ne, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich bin mega gespannt. Also vor allem im heutigen Zeitalter mit der Technik, die wir haben, was sie sich damals schon erlaubt haben, war schon mega geil. Was jetzt rauskommen könnte, könnte so einiges wegfisten. Ich bin gespannt. Ich auch. Also ich bin mega gespannt. Mal sehen, was daraus wird. Basti, was sagst du dazu? Ich kann eigentlich so gar nichts, sondern ich habe den ersten Teil nicht gespielt und beim zweiten Teil sah cool aus, sah wirklich cool aus. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, must have. Warten, was kommt, gucken, wie es ausschaut, gucken, wie die ersten Einschätzungen, die ersten Gameplays sind, die man halt wirklich mal sieht dann, wenn es draußen ist und dann vielleicht bin ich da motiviert, aber so ist jetzt nicht so, dass ich sage, muss ich. Aber es sieht cool aus auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal zum Thema Moderation kommen, sehr sympathische Abmoderation dazu, also wie die beiden hinkommen. Emotional. Genau, da siehst du richtig, wie es denen richtig nahe geht, dass sie jetzt endlich ihr Baby mal ein bisschen zeigen konnten. Das ist dann eine ehrliche und gute Moderation und nicht von wegen I'm thrilled to show you the new FIFA 17 or 18. Ja, auf jeden Fall. Also, wo sie alle auf die Bühne gegangen sind und so weiter, ne, das war krass. Ah, wobei, da fällt mir ein, das habe ich schon gar nicht gesagt. Ich fand's so herzerwärmend, dass der bei der Präsentation von dem Mario Rabbids Spiel, da war ja der Entwickler, da kam ja wirklich Shigeru Miyamoto auf die Bühne bei Ubisoft, was auch eigentlich total perplex ist für mich. Ja. Aber jedenfalls stand Shigeru Miyamoto bei Ubisoft auf der Bühne und dann hat er ja irgendwie was zu dem Director von dem Spiel, der bei Ubisoft dafür verantwortlich ist, irgendwas gesagt. Und der war dann ja tatsächlich so gerührt, dass er irgendwie Tränen in den Augen. Und ich fand das so, so herzerwärmend, dass er da saß. Und ich dachte, oh, da hast du auch mehr krass gemerkt, wie wichtig ihm das halt ist. Weil wahrscheinlich auch Miyamoto sein mega Idol ist, einfach. Ja. Dass er ihn da jetzt so an dieser Stelle so würdigt. Und ich fand's so cool, weil das ist jetzt auch viral gegangen, dass als er jetzt wieder da war von der E3, das Entwicklerteam, also seine Kollegen, haben ihm irgendwie so ein T-Shirt geschenkt, so wo irgendwie ihn selber als Meme, wie er am Heulen war oder so, von wegen, bitte weine nicht oder irgendwie sowas. Das habe ich bei Nein gesehen, aber ich wusste irgendwie nicht, was das bedeutet. Ah, okay, ja, klar. Ja, er war das und das ist eigentlich auch total geil. Aber ich meine, zu Recht, wenn dein fucking Idol da vorne auf der Bühne mit dir steht und dein Prototyp mit der Hand hält, Jesus Christ. Ja. Das ist, als würde Kojima zu mir gehen und sagen, gutes Game gemacht. Ja, richtig. Danke, dass du Snake besser gemacht hast als vorher. In diesem Moment komme ich mir einfach 17 Mal in die Hose. Ja. Wer nicht? Ja. Und dann grinst Kojima dich nur an. Did you like it? Did you like it? So, okay. Würde ich sagen, kommen wir zu Sony. Ja, da können wir direkt erstmal anfangen mit kein Death Stranding. Ich hätte locker mein Pferd verwettet, dass Kojima nur Verarsche betrieben hat und halt, keine Ahnung, 2 Tage vor der E3 sagt, okay, Death Stranding kommt doch nicht, weil sie dann lieber weiter am Game arbeiten.
Normalerweise ist es halt Kojima Roos Cruise und dann werden wir alle verarschen, dann kommt trotzdem doch irgendwann noch Death Stranding, aber es kam nichts. Deswegen, keine Ahnung, einerseits enttäuscht, andererseits finde ich das aber auch gut, dass er sich dann noch ein bisschen Zeit nimmt und uns dann hoffentlich Gameplay vorsetzt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ja. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht Death Stranding gesehen haben, aber... Mein Gott. Aber ich habe schon fast mit gerechnet, muss ich sagen. Also ich habe nicht mit gerechnet, dass wir diese E3 schon fast sehen, weil das war ja wirklich eine ganz, ganz frühe Geschichte letztes Jahr, wo er das gezeigt hat. Ja, ne? Ja. Und da war ich mir schon ziemlich sicher, dass es eigentlich eine ganze Zeit vergehen wird, bis wir da mal wirklich was Handfestes Neues kriegen. Also wenn überhaupt nächstes Jahr, wenn nicht sogar noch Spiele. Gameplay existiert schon. Man kann es schon spielen. Ja, ja, das hat da, hast du mittlerweile. Ja, ja, es kam jetzt in, weil nämlich viele Leute halt auch perplex waren, warum Death Stranding nicht da war. Wurde ja, glaube ich, jetzt nochmal gefragt, Kojima, und oder ich weiß nicht, ob Kojima das, aber irgendwie hat gesagt, du, ich habe das schon gesehen, es sieht megamäßig aus, man kann es schon spielen, aber sie waren halt der Meinung, sie wollen es einfach noch nicht zeigen und ist es jetzt halt, ne? Dann sind die aber ordentlich am. Gut, ist auch schon wieder ein Jahr her, da kann man natürlich auch einige Fortschritte machen. Aber dafür, dass es plötzlich bedenkt, dass ein neues Studio aufgemacht wurde und drum und dran, haben sie einen ordentlichen Schritt trotzdem, ein ordentliches Tempo. Ja, keine auf jeden Frage, Fall. Auf jeden Fall. Sicher die Decima Engine, also quasi die Engine von Guerrilla Games, eben mitgenommen und entwickeln halt beide dieselbe Engine und arbeiten eben mit der, also die von Horizon Zero Dawn. Ja. Also da kann man sich dann eben auch so ausmalen, dass es A, gut läuft, weil mit der Engine sich ziemlich geil entwickeln lässt. Besonders auf Sony zugeschnitten, also auf die PlayStation zugeschnitten. Und dass man, dass die, besonders weil sie jetzt einfach die Knowledge haben von einer Game Engine innerhalb von wenigen Monaten, weil sie mit den anderen Entwicklern direkt zusammenarbeiten, schnell Ergebnisse liefern können. Ganz schnell. Das ist cool. Ja, also, ja. Vielleicht generell, bevor wir jetzt zu sehr auf die Spiele einsteigen, allgemein zur Präsentation von Sony. Da finde ich nämlich zum Beispiel, hat Sony dieses Jahr Cringe geerntet, weil die sitzen alle im Kino und dann kommt irgendwie so ein komisches, bescheuertes indisches Flöten, weiß ich nicht, was Spiel, wo ich mir denke, ja, wen interessiert das? Und dann kommt er nur hin und sagt so, ja, Leute, PlayStation ist cool. Wir haben eigentlich keine krassen Überraschungen für euch. Aber ihr habt dieses Jahr schon Horizon Zero Dawn bekommen, Persona 5 und noch irgendwas. Und deswegen haltet die Fresse und guckt euch unsere Trailer an. Also ich saß Trailer nach Trailer und dachte mir so, wow. Also in einer Sache möchte ich hier widersprechen, weil ich fand das zum Beispiel sehr, sehr geil mit dem Live-Act in dem Fall. Also genau das, was jetzt EA mit den Trommlern so ein bisschen versaut hat, fand ich das ziemlich stimmungsvoll und stilvoll, so einen Trailer einzuleiten. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein bisschen enttäuscht war ich dann, letztendlich einen Titel zu sehen, der jetzt ja schon bekannt war, dass er kommen wird und auch da schon man schon Sachen zu gesehen hat. Ich dachte, da kommt etwas Krasseres als jetzt wirklich eher der neue Uncharted. Aber das Intro selbst mit der musikalischen Untermalung und auch danach, wo sie hier noch hinter diesem, was war das für ein anderes Spiel, hatten sie auch nochmal so eine... Gone hatten die das auch. Ja, also und das fand ich prinzipiell sehr, sehr schön. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, er hat ja praktisch nichts erzählt, es kam Trailer nach Trailer, hätte man sich auch sparen können, ja, hast du recht. Ja, ich fand das, total dämlich. Die Art und Weise, wie das gemacht wurde und ach, keine Ahnung. Ich meine, das ist das, wo ich sage, ich habe so das Gefühl, dass da Microsoft dieses Jahr einfach besser war, weil sie haben wirklich eine Präsentation gemacht und Sony hat einfach nur so gesagt, ja, pff, fickt euch hier, da habt ihr die Trailer. Ja, aber vielleicht war auch wirklich dieses Jahr einfach zu sagen, okay, es ist halt jetzt wirklich dieses Jahr nichts Aufregendes mit dabei, also sehr wir uns zwingen und wer weiß, was dann nächstes Jahr passiert, aber ja, wenn nichts zu erzählen gibt, warum was erzählen? Ja, aber das war so richtig so, sie hätten auch eine YouTube-Playlist einfach nur erstellen können. Absolut. Wäre gut gewesen. Absolut. Ja. Also von daher, also wenn es nur um Präsentation geht, war das echt mau, finde ich so. Ja. Aber gut, ja, das neue, das ist ja eigentlich kein neues Uncharted, das war ja, oder ich weiß gar nicht mehr. Also eigentlich sollte es ja nur ein DLC sein für Uncharted und dann haben sie ja gesagt, okay, wir bringen das auch als Standalone-Disc-Version raus. Mhm. Im Prinzip so wie bei Red Dead Redemption Undead Nightmare, war es ja dasselbe. Da haben sie auch gesagt, eigentlich ist es nur ein Add-on für Red Dead Redemption, aber du kannst es jetzt auch nochmal so kaufen auf Disc. Von daher wird es wahrscheinlich dann doch ein bisschen umfangreicher sein. Ja. Ich weiß nicht, also ich meine, ja, ich freue mich, weil... Uncharted an sich ist cool. Es ist nicht meine liebste Serie auf Erden, aber ist cool. Werde es definitiv wahrscheinlich auch spielen, aber ja, ist nicht. Das ist definitiv kein Titel, wo ich so drauf warte.
Sie ist jetzt auch kein Charakter, der so viel unfassbar viel Charme mitbringt. Also sie ist cool, ich mochte sie als Nebencharakter, als Hauptcharakter brauche ich sie eigentlich nicht, muss ich zugeben. Ja. Schauen wir mal, da ist Nathan Drake doch deutlich charmanter und deutlich interessanter. Aber gut, mal gucken, was sie Lara Croft entgegenzubieten hat. Quasi, ja. Basti, wolltest du noch was dazu sagen? Oh, ich weiß nicht, eigentlich wieder. Ich fand die Sony jetzt nicht so pralle im Großen und Ganzen. Ja, also, wie ihr eigentlich schon gesagt habt, im Endeffekt, das war einfach so. Trailer an Trailer aneinander geklatscht, bisschen Gameplay mit reingekloppt hier von diesem Zombie-Spiel da im Endeffekt, aber im Großen und Ganzen war es halt so nichtssagend im Endeffekt. Es war halt, da fehlte so diese ganze Liebe, diese ganze Qualität im Endeffekt. Das ist, man hat das Gefühl, dass sie sich so darauf ausruhen, dass sie halt in der, ja, alles, was östlich von der USA liegt, halt einfach mal weitaus mehr Umsatz machen als Microsoft. Östlich und westlich. Ja, westlich, stimmt. Östlich und westlich. Eigentlich so komplett, dass ich einfach noch ausruhe und sage, ja, es läuft halt. Alles passt schon. Ja, irgendwo ein wenig zu Recht, ist natürlich ein bisschen gemein, aber die haben in den letzten 2 Jahren sich halt so hart die Pole Position gesichert, dass sie dann sich wahrscheinlich einfach mal gedacht haben, okay, wir machen heute mal einen ruhigen. Wir brauchen gar nicht. Aber genau deswegen, das wird es wahrscheinlich auch sein, aber genau deswegen möchte ich oder ich wünsche mir tatsächlich einfach nur, dass die Xbox One X jetzt wieder richtig reinhaut. Damit ist Sony wieder reinhaut. Damit richtig, dann, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn du keine Konkurrenz hast, dann schläfst du ein. Ja. Und, von daher. Also vor allem, ich meine, es ist ja auch irgendwo schon bezeichnend, deine E3-Pressekonferenz mit 2 Add-ons zu starten. Ja, das ist schon. Ja. Das ist schon kurios, würde ich jetzt mal sagen. Also einmal startest du wirklich mit Uncharted Addon und einmal startest du mit einem Horizon Addon. Würde ich mir sagen, what? Ja, richtig. Von daher, dann ging es weiter mit dem Days Gone. Ich nenne es das The Walking Dead Spiel, was kein The Walking Dead Spiel ist, aber sich alle The Walking Dead Fans wünschen. Weil die Hauptperson einfach Daryl Dixon ist. Ja. Und, Stimmt, ja, letztendlich auch. Tatsache, ey, wenn man sich das so anguckt, ich lasse das gerade auf. Ist euch das nicht aufgefallen, Alter? Ja, das ist, ich hab gar nicht so gedacht. Aufgefallen ist. Ja, also, das ist doch offensichtlich. Ja, also, das ist schon, das ist wirklich so, denke ich mir, die Fans der TV-Serie The Walking Dead wünschen sich wahrscheinlich genauso ein Spiel, aber bekommen es nicht. Aber jetzt haben sie Days Gone. Alleine schon, dass du auch da auch deine eigene Basis bauen kannst und hast nicht gesehen. Also, das ist auch so ein Spiel, sieht cool aus, wäre ich auch interessant, irgendwann mal zu spielen, aber ich warte da definitiv nicht drauf und habe jetzt nicht unbedingt Bock, mir das jetzt sofort zu holen oder irgendwie sowas. Ja, es wird kein Day One Buy, also ich warte dann, bis es im Sale ist, so für 20, 30 Euro. Und dann Ja. Also wenn überhaupt, das ist immer die Frage, ne? Man sagt sich immer so, es wäre mal was, aber oftmals kommt dann noch was anderes dazwischen, dann vergisst man es irgendwann komplett. Sieht gut aus, aber es wird krass gepusht, aber dafür, dass es so krass im Fokus liegt bei Sony aktuell, ist es für mich irgendwie super uninteressant und ich mag Zombie-Spiele eigentlich. Also das verwirrt mich selbst ein wenig. I see. Naja, okay. Warte, ich scroll hier mal eben durch. Was kam denn dann als nächstes? Wobei die Präsentation davon noch echt lang ging, ne? Ja, die haben extrem dann, viel Gameplay gezeigt halt eben, aber auch alles nichts Aufregendes Neues, ne? Das ist halt na, also ich finde, also ich habe ja nichts dagegen, wenn sie viel Gameplay zeigen. Ich finde das ja gut, wenn es um die Spiele geht und nicht um irgendeinen scheiß Dance-Act. Aber das war auch keine Vormoderation oder irgendwie sowas. Einfach nur so lieblos dahingeklatscht, so, hier, frisst das Gameplay. Ja. So, weißt du, das fand ich irgendwie komisch. Naja, als nächstes kam Monster... Ja, okay. Ganz kurz noch dazu. Ich denke mal, dass denen einfach das System besser gefiel, wenn es jetzt nicht gerade ein super revolutionärer Titel ist, dass sie dann einfach das Gameplay rausholen. Gameplay an Gameplay und dann hast du immer so ein gewisses Momentum. Besonders wenn du viel hast, was du vorstellen kannst, dann einfach halt raushauen. Außer man hat jetzt sowas wie zum Beispiel Kojima auf der Bühne oder so andere Dinge. Das stimmt schon. Ja, du hast ja recht, aber... Ach, ich weiß aber nicht. Ich weiß es. Ja, okay. Dann als nächstes war Monster Hunter. Hat wahrscheinlich von euch niemand hier gespielt. Irgendwann mal ein Monster Hunter Teil. Fuck yeah, hab ich. Ich nicht. Oh doch, Vincent, ja. Ja, ich hab den allerersten gespielt. Aber sieht cool gespielt. Aus. Für den die PSP. Ja. Das war aber nicht der allererste. Der allererste war für die PS2. Oh, PS2. Sorry, PS2 und danach PSP. Ich glaube, der dritte war für die PSP.
Es kann sein, ja. Auf jeden Fall war tatsächlich bei Devil May Cry 3, damals war PS2, eine Demo-Disc von dem Monster Hunter dabei. Richtig, du konntest 20 Minuten spielen, glaube ich. Ja, genau. Da hatte ich das eben auch, da habe ich das halt gespielt. Und ich fand es halt ziemlich geil. Ich habe nur gnadenlos verkackt, weil das Spiel auch echt scheiße schwer ist. Und dann haben sie sich ganz lange eben nicht mehr getraut, einen Konsolen-Monster Hunter irgendwie im Westen rauszubringen. Und jetzt kommt Monster Hunter World und das sieht halt echt cool aus, weil besonders das Kampfsystem sehr gewinnbringend verändert wurde. Hat ein bisschen sehr an Shadow of the Colossus erinnert, nur in schnell. Ja. Voll cool. Fand ich auch. Also ich habe von Monster Hunter habe ich den Monster Hunter 3 auf der Wii habe ich gespielt, was ja im Prinzip auch nur eine verbesserte Version war von Monster Hunter 3, was es ja schon gab. Muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, das Gameplay selber, ich fand es jetzt, also die Monsterschlachten, ja, okay, die waren gut, so wie es bei jedem Monster Hunter eigentlich auch immer ist. Aber das Ganze drumherum, das fand ich irgendwie komisch. Diese komischen Glühwürmchen gingen mir auf den Sack. Ich weiß nicht, was das sollte. Es sah hässlich aus. Es sah einfach nur so aus, hätte man so Standard-Particle-Effekt in einer Game-Engine. Ja. Klatsche ich da rein. So, ohne dass da irgendwas dran verändert wurde. So richtig in 0815 reingeklatscht. Das fand ich merkwürdig. Und ich habe auch, also, ich weiß nicht. Also, sieht cool aus, wenn man Leute findet, die es mit einem spielt, weil das ist auch der Clou bei Monster Hunter ja eigentlich, dass man es mit mehreren zusammenspielt. Dafür ist es ja ausgelegt, das ist das Besondere dabei. Ja. Dann ja, würde ich drüber nachdenken, aber ansonsten, boah, lässt mich das, glaube ich, auch eher kalt. Ja, also ich weiß nicht, also Monster Hunter ist einfach nicht mein Franchise. So. Ist irgendwie, ja, geht mir ähnlich. Ich finde es von der Sache unfassbar cool, ich fand es immer auch super interessant, aber mir hat irgendwie dann so ein bisschen dieses, wie du schon sagst, entweder spielst du es mit mehreren, ansonsten hast du nur dieses Stumpfe, eigentlich mache ich das nur, um mir bessere Ausrüstung zu holen. Und es gibt keinen, also berichtigt mich bitte, weil ihr habt es gespielt, aber es gibt keinen richtigen Story-Inhalt. Nee. Nicht so ganz. Okay. Ja, du hast halt du bist dann halt auf irgendeiner Insel, wo es halt die und die Monster gibt, und dann hast du auf der Insel so irgendwie, ja, hier gab es die sagenumwobene Bestie, die du irgendwie mal besiegen kannst. Und das war's, aber. Ich meine, es ist ja ein riesiges Franchise, also es hat ja gerade in Japan ja unfassbar viele Fans, von daher ist es auch alles in Ordnung, aber gib mir nicht viel Zeit, es ist einfach, ich finde es irgendwo cool, aber ich werde es wahrscheinlich nie spielen. Ja. Ich werde es spielen. Ich fand es da echt cool aus, also das, was dann gesehen hat, sah echt gut aus. Okay. Ja, ich habe halt ein paar Kollegen, die definitiv mit dabei sind, und dann wird sich das geholt und dann Monster. Ja, dann ist geil. Also ich meine, wenn du natürlich wirklich sagst, du hast deine Gruppe und alle sind dementsprechend heiß auf das Thema, dann ist das auch, dann macht das automatisch auch schon mehr Spaß, ne? Weil du dich auch gegenseitig einfach anschiebst und hypst und allen drum und dran. Ja. Und einer der coolen Momente bei den Monster Hunter Dingen ist dann halt, wenn man sich dann wieder einloggt und dann zusammen wieder sich so sieht, dann sieht man, der eine Charakter hat halt plötzlich, also der eine Typ hat dann halt irgendwie, keine Ahnung, mega die fette Rüstung und fucking Huchen, so ein mega riesiges Schwert, und fragt sich, what the fuck, was hast du getrieben? Und dann kommen erstmal die ganzen Monster-Jagd-Geschichten, so, ja, dann habe ich hier einen Rathalos weggefickt und dann, ja, also das ist halt schon echt cool, das wird sehr lustig. Okay, dann als nächstes kam das Shadow of the Colossus Remake, haben wir vorhin drüber schon drüber gesprochen, ne? Ja. Kurz nochmal, warum ich nochmal, also unter anderem abgesehen davon, weil es ein geniales Spiel war, damals nicht durchgespielt. Und das verfolgt mich seit Ewigkeiten, dass ich das Spiel nicht durchgespielt habe, weil ich den letzten Boss damals nicht geschafft habe und nie wieder angefasst habe, deswegen, weil ich frustriert war. Und allein deshalb freue ich mich immens drauf, dass es genau in der Grafik, also es sieht so aus, finde ich, grafisch, wie ich es damals in Erinnerung habe. Ja. Also sieht wirklich so aus, wie es in meinem Kopf abgespeichert hat, aber sah natürlich nicht ansatzweise so aus. Von daher, klar, letztendlich, wie Zack schon sagt, im Grunde ist es wirklich ein naheliegendes oder sehr einfaches Thema. Wir hauen die Engine rauf von unserem aktuellen Spiel. Nutzen eins unserer erfolgreichsten Spiele, die wir jemals hatten, und ab die Post. Aber fuck that, ich liebe es. Ich werde es kaufen und ich werde es lieben. Und ich werde es hoffentlich durchspielen, um diesen unendlichen Fluch endlich von mir zu lösen. Ich habe das Spiel nämlich auch nicht durch. Was? Was ist denn mit euch hier los, Alter? Ach, Mensch. Woran lag es bei dir, Vincent? Ja, das war mitten beim Umziehen, und dann hatte ich das Spiel halt angefangen und ich war irgendwie beim fünften Heini.
ich kam dann auch nicht weiter, dann war halt Umzug und dann bin ich halt umgezogen und meine Umzüge bei mir sind niemals irgendwie ansatzweise legal oder toll oder cool. Das ist dann immer so, okay, 3 Tage und dann hast du Zeit, bevor dein Haus geräumt wird. Und deswegen habe ich es danach dann auch einfach nicht mehr anrühren können, weil dann irgendwie anderes dazwischen kam. Okay. Naja, also man muss es schon durchgespielt haben, glaube ich, um es emotional abschließen zu können in dieses Spiel. Absolut, ja, absolut. Deswegen, ja. Ich hab mich auch noch nie spoilern lassen zum Ende. Ich habe es irgendwie geschafft, dass ich nicht weiß, was passiert. Nie so schöner. Okay. Ich glaube, das ist auch so ein kollektive Intellekt, dass niemand das Ende spoilert oder so. Ich habe halt nie irgendwas davon mitbekommen. Jeder akzeptiert es als das wunderschöne Werk, das es ist. Genauso wie mit Journey. Habe ich auch nie das Ende von mitgekriegt. Okay. Und ich muss es auch noch spielen. Ja, Journey muss ich auch noch spielen, ja. Aber es geht ja auch schnell. Das dauert ja nicht so lange. 2-3 Stunden ist man doch durch bei Journey, oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Okay. Dann würde ich mal sagen, Moment, was kam denn als nächstes? Ich glaube, Call of Duty, ne? Nee, ja, Marvel kommt danach. Nee, Call of Duty. Nee, Marvel. Ach doch, Marvel vs. Capcom. Boah, Alter, hör mir auf. Alter, ey, ich habe ja Marvel vs. Capcom, ich habe ja Marvel vs. Capcom 3 geliebt, ne? Ich habe 2 und 1 geliebt. Ja, ich fand Teil 3 auch noch ganz geil. Aber dann habe ich so gedacht, okay, jetzt zeigen sie das. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Und dann haben sie am Ende noch rausgehauen und Demo, jetzt im PlayStation Store verfügbar. Ich denke, okay, cool, nächsten Tag direkt runtergeladen, habe gemerkt, was für eine Scheiße das ist. Alter, ich bin so sauer, ne, auf Crapcom. Das ist so ein Dreck. Die Grafik ist gefühlt schlechter als auf der PS3. Die Charaktermodelle sehen so fucking hässlich. Ey, die Charaktermodelle sind so fucking hässlich. Dazu kommt noch, dass sie nichts geändert haben an den Charaktermodellen. Wirklich, das ist 1:1 die Assets aus der PS3-Version, glaube ich, und haben es in einen hässlichen PS4-Emulator geschmissen. Und jetzt hast du diese Kacke da drinne. Und die haben auch das Gameplay verändert. Du hattest immer auf X war deine Push-Up-Taste, dass du den Gegner damit in die Luft befördert hast, was quasi dein Opener für Kombos war, für Luftkombos. Und die haben sie dir jetzt weggenommen. Und X ist jetzt einfach nur ein leichter Tritt, so wie bei Street Fighter. Und das ist ganz eigenartig, ganz komisch, das ist totaler Dreck. Und es ist so lächerlich, wenn du dir anguckst, was NetherRealm mit Injustice 2 rausgehauen hat, von dem Story-Modus und so weiter, so von DC jetzt. Wo du den Story-Modus wirklich loben musst dafür, dass die grafisch, dass der erstmal von der Erzähltechnik gut ist und dass der grafisch so auf der Höhe ist, dass die Gesichtsmimik von den Charakteren wirklich richtig gut aussieht bei Injustice 2. Absolut. Und dann hast du halt Marvel vs. Capcom 3 und dann gibt es schon diesen Meme so von wegen Chun-Li, was ist passiert? Und du irgendwie siehst einen Screenshot von Chun-Li aus Street Fighter 5 und einen Screenshot von Chun-Li aus Marvel vs. Capcom Ultimate jetzt hier für die PS4. Und du hast das Gefühl, ja, du siehst ein PS4-Spiel und ein PS2-Spiel so nebenbei. Ja. Das ist, boah, Alter, das geht gar nicht, ey. Aber was man sich denn da auch wieder gedacht hat dabei? Also das hätte ich... Vor allem, es ist so lächerlich, weißt du, sie machen alles falsch, was sie nur falsch machen können. Sie sagen, wir übernehmen quasi, wir machen alles genauso wie im ersten Teil. Wir machen wirklich den möglichst niedrigen Aufwand, um was Neues zu machen. Nehmen aber gleichzeitig alle X-Men-Charaktere raus und die Fantastic Four-Charaktere, beziehungsweise bei 3 gab es halt auch sogar nur noch den Super Skrull. Also sie nehmen alle Marvel-Charaktere raus, für die Marvel gerade im Moment nicht die Filmrechte hat. Damit sie die auch gar keinen Fall irgendwie supporten. Das heißt, du wirst nicht Wolverine nehmen können, du wirst nicht Magneto nehmen können und so weiter und so fort. So lächerlich. Packen irgendwie nur von Marvel. Hast du bisher neue Charaktere gesehen? Von Capcom habe ich bisher, außer jetzt Mega Man X, der ja aber eigentlich schon lange, es war ein Skandal, dass es den bei Marvel vs. Capcom 3 nicht gab. Außer Mega Man kein einziger neuer spielbarer Charakter eigentlich von Capcoms Seite. Und du denkst dir einfach nur, was zur Hölle stimmt nicht mit euch? Was ist los mit euch, Alter? Das ist so richtig billiger Cash-Grab. Aber ja, wirklich, das, absolut. Boah. Das ist so ein Mist. Ja, ich habe halt die Demo auch gespielt, ganz kurz. Und das Erste, was dann kam, war, keine Ahnung, ich glaube, man muss als Captain America gegen diese Ultron-Sigma-Roboter kämpfen. Und
Es ist so komplett anders als jedes andere Marvel vs. Capcom Game. Es könnte ein ganz eigener Fighter sein. Scheißegal. Ich drücke also nach vorne und Viereck und mache einfach so eine 7-Hit-Kombo. Denke mir, okay, GG, thanks, fuck this shit. Einmal gut. Ich habe dann, ich hab das halt dreimal hintereinander gemacht und mir gedacht, okay, fuck it, ich deinstalliere das wieder. Gott. Ja. Ja, das ist wirklich einfach nur schlecht. Ja, wollen wir weitergehen? Ja, also auch für mich, dass ich gar nicht damit auskennt, ich fand es einfach nur, es sah fürchterlich aus und dachte mir, wie kann man sowas präsentieren auf einer Pressekonferenz? Oh. Ja, die haben anscheinend nichts anderes. Aber was sie haben, ist Call of Duty. Ja, scheiße. Shooter-Meinung, Profi, Basti. Shooter-Report. Was soll man dazu sagen? Also, dass jedes Jahr ein Call of Duty rauskommt und jetzt, wo sie gemerkt haben, oh, Battlefield funktioniert ja auch im Ersten Weltkrieg, dann fangen wir auch mal wieder mit dem alten Krieg an. Anstatt die Zukunft zu nehmen, die irgendwie nicht funktioniert so richtig mehr, ist halt Call of Duty. Es sieht hübsch aus, es ist cineastisch, aber es ist halt innerhalb von 6 Stunden durchgerannt wahrscheinlich wieder und deswegen ist es halt so, es ist halt da. Und nicht mal dann. Letzte Call of Duty, was ich mir gekauft habe, war ja Ghosts und eigentlich Special Edition für 20 Euro bekommen und ich hätte das Geld aus dem Fenster geschmissen, hätte zugeguckt, wie es runterfällt, glaube ich, wäre ich motivierter gewesen. Und es hätte länger gedauert. Das ist so die beste Beschreibung, die hatte Benny, glaube ich, mal benutzt, irgendwann für irgendein Spiel. Nein, es ist nicht nur für irgendein Sniper, Spiel. Sniper 2! Ich wollte es gerade anmerken, diese alte Sniper 2-Referenz. Immer wieder zu gebrauchen. Das ist halt bei Call of Duty Ghosts. Ich habe mich so es war einfach so lächerlich. Weil du siehst es einfach bei diesen Spielen, dass die Entwickler, denen das scheißegal ist. Es ist einfach wirklich... Lass den Tisch in Ruhe, Basti. Ich höre schon wieder rauf, wenn Basti. Was? Ja, Entschuldige. Aber es ist halt wirklich so ein typisches Spiel wie FIFA, wie NBA wahrscheinlich auch, wo halt wirklich man sieht, dass da keine Menschen sitzen, die gerne spielen, die gerne etwas machen, sondern die einfach bloß das machen, dass sie jedes Jahr ein Spiel rausbringen können, um damit halt kostengünstig Geld zu generieren. Das ist halt öde. Da denkt keiner drüber nach. Das ist halt öde. Und deswegen ist es, wenn es kommt, dann kommt es. Wenn es irgendwo für einen Fünfer im Sale ist, kann man es sich vielleicht mal holen, wenn man gelangweilt ist. Aber selbst das passiert ja nicht, weil die... Das ist Also ich muss ja auch sagen, ich weiß noch, wo ich das erste Mal den Battlefield 1 oder 1 Trailer gesehen habe, auch damals zur Pressekonferenz. Und ich muss sagen, das war einer der besten geschnittensten Trailer, die ich je gesehen habe. Ich fand den Trailer unfassbar gut, die Musik und das Ganze drum und dran. Das hat EA unfassbar gut hinbekommen. Spielerisch sollte es ja auch sehr, sehr gut sein. Von daher hat da Call of Duty auf jeden Fall Probleme nachzurüsten. Und der Trailer ist jetzt wirklich, man fühlt sich halt wirklich zurückerinnert an die alten Call of Duty Teile. Aber reizt wenig. Reizt so gar nicht. Sie haben es, also Battlefield 1, ich habe es jetzt gerade angefangen, weil ich mir einfach kein Geld dafür ausgeben wollte, jetzt die Zeit, wo es halt rauskam, weil ich dachte mir, für so einen 0815-Shooter im Endeffekt, du hast Battlefield 4 gespielt, das ist jetzt nicht anders als am Ersten Weltkrieg, aber ich habe es angefangen und allein die Einleitung hat mich so krass mitgerissen. Super inszeniert, auch die Storys, wie sie halt inszeniert ist im Endeffekt, ist halt Knaller. Sieht super geil aus und du fühlst dich, du bist halt so, du hast dieses krasse Mittendrin-Gefühl. Das kriegt Call of Duty einfach nicht hin. Das kriegen die einfach nicht hin. Das ist halt wie ein Film, der einfach vor dir abläuft. Das ist alles geskriptet von vorn bis hinten. Es passiert halt nichts, was halt nicht passieren soll. Und das ist halt so dieses tierisch langweilige. Du kannst dich halt auch wirklich, du kannst dich jetzt so da James Ryan gucken. Ist genau das Gleiche. Nur, dass du da James Ryan halt du ein bisschen mitfühlst noch, weil Tom Hanks einfach gut ist. aber das ist halt so, dieses Mittendrin-Gefühl, das fehlt einfach bei Call of Duty. Du halt, guckst einem Film zu, wo du halt interagierst und wo du Welle für Welle niederbratzt, bis dann irgendwann du den Punkt erreichst, bis du halt 5 Meter weiter vorläufst und die Welle dann automatisch abgeskriptet ist und das nächste Skript beginnt. Das ist einfach so, das ist einfach so heiße Luft von Leuten, die einfach wirklich nur dafür arbeiten, günstig Geld zu generieren. Es ist ja seit Jahren nicht mal mehr wirklich hübsch. Es wird ja nichts dafür getan, dass dieses Spiel da auch mal auf dem aktuellen Stand wirklich gebracht wird.
Die alten Teile, da waren teils Mauern, die sahen aus wie auf einer PS1. Da kriegst du wieder auf den Tisch hauen. Das ist einfach so, das ist so wirklich so einfach lächerlich, peinlich. Also man könnte sagen, es ist dein NBA Live. Ja. wahrscheinlich wirklich so, weil es halt wirklich, es wird einfach raus. Es kaufen aber auch wirklich immer noch genügend Leute. Es rennen halt immer noch genügend Leute hin und kaufen sich das und so sind die Entwickler einfach in ihrem Treiben bestärkt, im Endeffekt weiterzumachen mit ihrer Schiene. Was sagen die anderen beiden Jungs dazu? Boah, Call of Duty juckt mich weniger als der Bauchnabeldreck meines Nachbarn. Ja, same. So. Schön, dass wir darüber geredet haben, Leute. Ja, genau. Mir war auch wichtig, was ihr dazu sagt. Und weiter geht's. Oh, jetzt das Mega-Special, das schlechte. Jetzt kommt das Wichtigste. Das reizt mich jetzt sowas von bis zum Geht nicht mehr, weil ich ja auch Skyrim überhaupt gespielt habe. Was? Dein Ernst jetzt? Ich habe Skyrim nicht gespielt, das hat mich so überhaupt nicht motiviert. Ich habe da kurz mal reingeguckt. Nach zwei, drei Stunden. Stimmt mit dir nicht, Alter. Nach zwei, drei Stunden war mir so langweilig, weil einfach mal so nichts passiert. Rein objektiv kann man ja in der Form zumindest passiert zustimmen, dass, wenn man mal ganz ehrlich ist, Skyrim auch eine furchtbare Hauptstory hat, aber es lebt natürlich von den Sachen, die man entdeckt und ja, natürlich, aber. Ja, aber. Wir haben uns auch vorhin erst darüber lustig gemacht, wie oft Skyrim geportet wird. Und jetzt so, Skyrim für VR! Und weißt du, das ist so lächerlich, dass sie sagen, das ist eine eigene Spielversion. Es wäre angemessen zu sagen, wir patchen eure bestehende Skyrim-Version, die ihr auf dem PC oder auf der PlayStation habt. Naja. Du könntest für VR nutzen, aber nein, du solltest sie jetzt nochmal als VR-Version kaufen. Das ist Abfuck, Alter. Echt? Das also ich meine, echt eigenständig jetzt? Das ist ein eigenständiges, ja. Ja, das ist aber ja lächerlich. Wobei ich schon zugeben muss, ich stelle es mir schon geil vor, irgendwie durch die, also in VR dadurch Skyrim zu stampfen. Ja, ohne Frage. Also ich würde es gerne mal ausprobieren einfach. Also weil ich VR ist ja, finde ich, auch so schwierig anhand eines Trailers zu verstehen, bis man nicht mal selber drinne war. Also so ging es mir zumindest bei Resi. Also das war halt immer so, okay, cool, ist bestimmt heftig, also ist bestimmt, ne? Aber wenn man dann einmal drinne ist, das ist schon, also das muss man erlebt haben, weil sonst kann man es nicht nachvollziehen. Und das ist, bei Skyrim würde ich das gerne einfach mal ausprobieren, muss ich echt sagen. Ja, aber mal eben kurz ausprobieren. Vollpreistitel für ein Spiel. Ja, natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Boah, ey, das ist, nee. Es wäre auch, ich hätte auch jetzt gar kein Bestreben, Skyrim nochmal komplett durchzuspielen. Ich habe damals, glaube ich, 200 Stunden drin verbracht. Die möchte ich nicht nochmal verbringen da eigentlich. Also es wird in mir nicht mehr viel auslösen. Ich hätte einfach nur mal gern diesen Effekt zu sagen, ah, guck mal hier, das ist jetzt, Steinfälle oder was weiß ich, wo ich jetzt langlaufe. Wie ist das Gefühl, in dieser Welt jetzt wirklich unterwegs zu sein? Das kann dir VR ja wirklich geben. Ja, aber das braucht definitiv, besonders bei so Games wie Skyrim und so, das habe ich selber schon mal in einem anderen Interview von mir gegeben, dass in Sachen VR, man kann sagen, unter 2K funktioniert die Sache einfach nicht, außer du hast wirklich exzeptionelles Level-Design. Ja. Und da muss ein Stein genau vor dir sein, der richtig gut platziert ist. Das muss wirklich natürlich sein. Deswegen funktionieren die ganzen, also nach Fotos gemodelten Environments sehr viel besser als dann selbst hergestellte. Und Skyrim ist dafür einfach zu alt, um als VR-Spiel wirklich überzeugend zu können, aber es würde bestimmt viel Spaß machen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es grafisch wirklich nicht gut aussieht in VR. Also es sah ja auch schon im Trailer nicht besonders gut aus und ich glaube, da wird es dann nochmal einiges größere Schwächen aufzeigen. Ja, das ist das Problem von der PlayStation VR. Die Auflösung ist einfach von Arsch. Somit natürlich auch dementsprechend die Grafik von solchen Sachen. Ja. Also wenn sowas halt für die HTC Vive oder Oculus Rift oder sowas, ich glaube, das wäre schon ein bisschen was anderes, zumal es ja. Und da ist dann auch so ein bisschen die große Frage im Endeffekt. Es gibt ja für Skyrim gibt es doch en masse an fällt mir der Begriff gerade, an Mods, genau, im Endeffekt, um halt die Grafik aufzuhübschen. Und das, ich habe irgendwo mal was gesehen gehabt, wo ein Typ halt wirklich nahezu alles reingekloppt hat, was irgendwie ging. Hat er, glaube ich, auch bloß mit drei Grafikkarten zum Laufen gekriegt, richtig. Aber sah unfassbar schön aus. Also von der Optik her hat er das unfassbar schön aus. Stand da vor einem Wasserfall, das sah fotorealistisch aus schlechthin.
Und das halt auf einer HTC Vive oder sowas, glaube ich, sieht schon ziemlich. Ja, okay, schön und gut, aber welcher Mensch wird das zustande kriegen mit seinem Rechner? Ja, es ist halt im Endeffekt. Es ist halt 0,0001% aller Spieler dieser Welt. Das ist halt das große Problem an der ganzen Sache. Und ich finde, daran sollte man erstmal arbeiten, dass man halt Grafik halt wirklich die aktuelle Zeit im Endeffekt mit aktuellen Grafikkarten, wirklich GTX 1070 so, das wird das Minimum dann meinetwegen sein und dann halt wirklich für die aktuellen Oculus Rift und sowas halt mal rausbringen, um dann halt wirklich zu zeigen, okay, hey, so kann es aussehen. Und nicht für die PlayStation VR. Es ist halt dann da, aber ich denke nicht, dass die Masse das dann wirklich groß gespielt wird. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. VR wird doch weiter nicht bleiben. Wir sollten uns, glaube ich, nicht zu sehr daran jetzt aufhalten. Wobei jetzt halt die ganzen VR-Spiele kommen. Halt, ne? Also bei der Pressekonferenz geht jetzt von einem zum nächsten. Ey, es waren ein, zwei VR-Spiele, aber die sahen alle kacke aus, Mann. Ja, also die sahen alle kacke aus. Bis auf die einzige Ausnahme war dieses Survival-Horror-Dingensbums, wo du wohl anscheinend irgendwie in so einer Nervenheilanstalt bist. Das fand ich noch ganz interessant, aber das ist auch so von wegen, ja. Das Einzige, was in VR cool ist, sind Horrorspiele, so, weißt du? Das ist. Ach komm, ich bitte dich, hier Fischen. Fischen ist so der Hammer. Final Fantasy, Fishing. Ja, oh, beste. Alter, ey, da habe ich auch schon wieder so abgekotzt. Ne? ich will jetzt wieder keinen Hassschwall gegen Square Enix loslassen. Ich verstehe diese Firma nicht. Da arbeiten anscheinend nur Pimmelköpfe, ich weiß es nicht. Zumindest die Leute, die wichtige Entscheidungen treffen, sind es anscheinend. Ey, boah, die wenden, weißt du so. Kingdom Hearts 3 kommt wahrscheinlich 2020 erst raus. Das Final Fantasy 7 Remake wird wahrscheinlich eingestellt oder so. Kommt niemals raus, aber sie haben Ressourcen, um Final Fantasy 15 Fischen-Minispiele in VR zu entwickeln. Wow. Ja, das ist. Ey. Nee, hör mir auf. Ey. Aber das ist doch so ein Japaner-Ding, oder? Also, kauft das denn jemand in Europa wirklich? Meint ihr? Ich glaube, ein Final Fantasy. Also Angelspiel? Nee, ich glaub, selbst die härtesten Fans, Final Fantasy 15 Fans hier in Deutschland, die ich kenne, und ich kenne den Admin der Final Fantasy Webseite, sind jetzt nicht wirklich so die Leute, die A, eine PSVR haben oder B, sich eine dafür holen werden. Gab's denn, ich meine, ihr seid doch beide noch in der Facebook-Gruppe unterwegs, oder? Ich hab die komplett okay. Auf. Vincent, du bist aber noch unterwegs, ja? Ja, also. Was gab's denn für eine Reaktion auf das Angelspiel? Es wird nicht mal erwähnt. Nee? Na, spricht keiner drüber. Ja, das soll ja schon was heißen, wenn alles gut geheißen wird, was Square macht. Wenn dann der neueste Spiele-Hit aus dem Hause Square noch nicht mehr erwähnt wird. Ja, vielleicht, weil Lightning nicht auftaucht, wer weiß. Kannst Lightning angeln. Kommt dann, hängst dir so, dann hat dir so den Angelhaken in ihrer Nase so ins Wasser gezogen. Okay, ja. Also können wir VR, bis auf das Horror-Ding, da habe ich mir auch gesagt, ist ganz cool, ist ganz spannend, glaube ich, den Rest skippen, oder? Also ist jetzt nichts wahnsinnig Interessantes. Das mit der Maus sah ganz niedlich aus, aber ja. Alles nicht so aufregend. Richtig. Ja. Das mit der Maus war aber echt fucking süß, Jesus Christ. Ja, deswegen wollte ich eigentlich, es macht bestimmt viele coole Rätsel und so, aber es wird auch ein Nischentitel bleiben, also von daher. Ja, denke ich auch. So ähnlich wie Unravel, glaube ich, letztes Jahr irgendwie vorgestellt wurde, sah auch super aus im Endeffekt, aber scheinbar auch nicht so den großen Anklang gefunden. Ja, also es reicht ja, sage ich mal, für so eine Kleintitel, auch wenn sie, also es ist ja wie bei vielen Titeln, wenn sie nicht viel kosten und dann dadurch vielleicht hier und da mal auf irgendeiner Konsole landen, dann reicht das denen ja meistens auch schon aus. Für Sony, also Sony pusht das ja einfach nur, um zu sagen, guck mal, wir haben für VR so und so viele Titel, damit sie halt einfach das aussagen können. Ne? Mhm. Wird man sehen. Aber kommen wir zu etwas Interessanteren, nämlich den götterschlechtenden weißen Mann. Oh ja, es ist Zeit für Kratos versus Odin. Yeah. Ja, also ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das einordnen soll. Ich habe so das Gefühl, so, ja, das ist cool, das ist Kratos, das ist God of War, aber es wirkt auf mich durch die ganz andere Kameraeinstellung, durch die andere Waffe und so weiter, durch das andere Setting, wirkt es für mich eigentlich so wie The Last of Us mit Kratos. Und das kann sicherlich ganz cool sein und wird wahrscheinlich auch ein Hammer-Titel sein. Aber das ist quasi nicht das Spiel, was ich haben wollte. So, also so fühlt es sich bei mir im Moment zumindest noch an. Ich habe nichts dagegen, dass es jetzt in ein anderes Setting geht. Das finde ich super, weil nochmal Griechenland wäre halt echt lame. Dann will ich auch wegknallen. Aber,
ja, mal davon abgesehen, dass er ja da eigentlich nichts mehr zu tun hat. er ist arbeitslos. Richtig, deswegen geht er jetzt in den Norden. Aber ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich finde es alles sehr komisch, weil ich auch nicht verstehen kann, noch im Moment nicht, wie man das storytechnisch erklärt oder wie man das handhabt. Von daher, ja, ich lasse mich da mal überraschen, was dabei rauskommt. Es sieht natürlich megamäßig aus, grafisch. Keine Frage. Gameplay-mäßig sah bisher auch ganz cool aus, aber wie gesagt, das ist ja, es ist so, keine Ahnung, ich bin im Restaurant und ich bestell mir eine Pizza und der Kellner bringt mir Nudeln so und dann schmeckt mir die Nudeln auch und esse ich vielleicht auch, aber es ist halt nicht das, was ich bestellt habe so. Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde es aber halt auch mal ganz spannend, einen gewissen Stilbruch vielleicht auch mal zu probieren. Also hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, man hätte jetzt vielleicht auch wirklich ganz klassisch ihr Prinzip weiter durchbringen können, weil das konnten sie und das mochten auch die Leute. Ich fühle mich vom Kampfsystem her ein bisschen an Dark Souls erinnert, zum Teil. Also wegdodgen, ein bisschen durchfahren, mit einer etwas, wie du schon sagst, Last of Us Kameraführung, gerade mit dem. Habe ich das richtig verstanden, dass das Thor ist, der Kleine? Nein, das ist sein Sohn. Atreus ja, oder so. Atreus. Ich hab das nicht so richtig verstanden da. Irgendwie war so, als ob er irgendwie meinte Thor, weil er ja auch irgendwelche Bits, weil er irgendwie schießen konnte, oder was weiß ich. Klar ist es auf jeden Fall, dass es diesmal, also spätestens bei dem Trailer ist jetzt allen klar, dass es auch wirklich Kratos ist. Ja, das war ja vorher bei manchen noch ein bisschen angezweifelt. Hat ihr mitbekommen, was diese Seeschlange sagt? Also die Midgard-Schlange, nehme ich mal an, das sein? Das habe ich nicht. Der Midgard-Solum? Ja. Nee, keine Ahnung. Weil irgendwie sagt der kleine People das ja, aber ich habe das nicht so richtig raushören können, weil irgendwie der Trailer ja, tontechnisch nicht ganz so gut geschnitten war. Ich glaube, man hört nicht, was das Ding sagt. Ich bin mir nicht sicher. Entweder der Kleine übersetzt es ja. Also das Vieh sagt irgendwas und der Kleine übersetzt es ja praktisch. Ja, aber sag nur, er will uns helfen. Ah, okay, verstehe. Ja. Also, ja, ich bin halt harter God of War-Fan. Wenn ich könnte, würde ich Kratos das Weiß von der Haut lutschen. kann ich leider nicht. Aber als ich dann damals, ich glaube vor 3 Jahren, das erste Teaserbild gesehen habe, das geleakt wurde, wie so gerne mal Dinge geleakt werden, mit Kratos mit Bart, also mit richtigem Bart und mit Axten, da dachte ich mir, Jesus Christ, das könnte echt cool werden. Dann habe ich den ersten Gameplay-Trailer gesehen, den sie eben vorgestellt haben, wo ich mir dachte, ah, okay, es sieht schon echt hart aus wie The Last of Us. Da frage ich mich dann, okay, werden sie die Brutalität mit einbehalten? Ich meine, das ganze Zerreißen von Gegnern und, keine Ahnung, Genick brechen, Sirenen umklappen, Leuten die Eingeweide rausreißen, in den Mund stecken und sagen, ist deine Pasta? Also sowas heißt, das ist nicht geil. Und ich muss jetzt sagen, die Gegner, die man bisher gesehen hat, die haben halt nicht geblutet. Die haben halt so Lava geblutet. Das war halt Fabelwesen. Na, teils. Also war jetzt auch zum Beispiel vor dem Ehen, was auch immer, das war Troll oder sowas, seinen eigenen Holzblock da auf dem Schädel zerschmettert, siehst du, wie das Blut nach vorne rausspritzt ordentlich. Ah, okay, sehr gut, dann habe ich das mal. Wenigstens etwas. Ja, richtig. Und was das Ganze angeht, hoffe ich eben, dass auch in Sachen Kampfsystem, weil das eben Hack and Slash ohne Ende war, das war halt natürlich ein bisschen einfach gehalten, das Ding, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie das eben immer noch genauso gut in der neuen Third-Person-Perspektive hinkriegen oder ob das Ganze etwas abgedämpft wird, nur damit man das irgendwie neu hinsetzen kann. Ich hoffe einfach, dass Kratos ein geileres Moveset bekommt und mehr tun kann, denn er konnte mit den 2 Kettenschwertern schon mega viel anstellen. Das Schild, das die gezeigt haben, sah ziemlich cool aus, hatte diesen typischen 300 Sparta-Effekt, wo er dann dem einen halt einfach diese Schildkante voll ins Gesicht knocken, der 3 Meter nach hinten fliegt. Was auch ziemlich gut war, was mich sehr beeindruckt hatte, war im ursprünglichen Gameplay-Trailer, wo dann einer dieser komischen Viecher halt ankam und du pinnst den halt an die Wand und dann bearbeitest du ihn mit Schlägen, locker 20, 30 Schläge und du siehst halt, wie die alles irgendwie in diesem Gegner nachgibt und das war schon mega cool und ich hoffe, da ist einfach diese Intensität halt mit drin und wird auch richtig genutzt und nicht nur so halbherzig dargestellt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eventuell seine Chaos-Klinge irgendwann später als Gimmick wieder einbauen, dass er irgendwie wieder darauf zurückgreifen kann. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Das kann ich mir storytechnisch nicht vorstellen. Vielleicht nach dem Durchspielen, das mag ich. Ja, okay, dann vielleicht sowas, als extra so, als Belohnung dafür, dass du durchgespielt hast. Aber in der Story kann ich mir das nicht vorstellen. Glaubt ihr, dass die irgendwie wieder das storytechnisch der Sohnemann als neuer Kratos aufgebaut wird, dass er das irgendwie übernehmen soll? So Uncharted 4-mäßig, meinst du? Kann sein.
Vielleicht kommt noch was ganz anderes. Ich hoffe, dass sie diese Chance nutzen, um einen richtig coolen Plot-Twist zu machen. Also ich glaube, ich fände es storytechnisch totaler Schwachsinn, wenn sie seinen Sohn als den neuen Kratos quasi aufbauen. Weil Kratos ist eigentlich total tragischer Charakter. Der ist ja nur so tilt gegangen, weil er aus Versehen seine ganze Familie abgeschlachtet hat. Ja. Deswegen ist es an sich schon merkwürdig, dass er da wieder einen Sohn hat, was sie mir auch erstmal bitte erklären müssen. Na gut, er fickt durch die Gegend bis zum geht nicht mehr. Also dass da vielleicht mal sein Samen ein bisschen was rumsprudelt. Ja, aber trotzdem ist es, keine Ahnung. Also da die Tatsache, dass er in der Story jetzt einen Sohn hat, und das war ja vorher mal sein Stigmata, dass er seine Familie abgeschlachtet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sowas Dummes machen und sagen, ja, hier, du wirst genauso dieselbe Scheiße in deinem Leben erleben wie dein Vater hier. So, das ist, das, ja. Da werden sie, glaube ich, sich was anderes überlegen. Also ich hoffe und bete, dass der Sohn stirbt und dass dann einfach 27-faches ultimativer Gott-Töter-Tilt-Modus kommt. Oh, das kann und das der einfach eine ganze Mythologie zerreißt. Die erste Hälfte des Spiels quasi, dass du erstmal die Beziehung zu dem Jungen aufbaust das und dass, er dann, sein, ja. Oh, das dass er dann stirbt und dass Kratos, weil er ist auch so ein bisschen so Snake-mäßig, ja. I'm no hero, never was, never will be, I'm just an old Greek splatter man. So, dass er so von wegen dann auf einmal, so, ich will damit nichts zu tun haben und dass er dann auf einmal wieder richtig tilt geht. Sie haben das ja auch so ein bisschen angeteasert mit dieser Vase, die da auf dieser einen Säule stand, diese griechische Vase, wo du ja quasi ihn auf dieser Vase gemalt siehst. Ja. Also was halt zeigt, ja, okay, die Geschichte, seine alte Geschichte, die gibt es. Ja, genau. Die wurde auch in der Weltgeschichte verarbeitet und er sagt dazu ja, glaube ich, auch nichts oder guckt diese Vase komisch an. Also es ist schon so das Ding, so er will, glaube ich, mit seiner Vergangenheit abschließen. Aber ich glaube, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er dann wiederkommt und dass er dann komplett tilt geht oder so. Oder es war einfach nur eine Hommage an Herkules und auf einmal kommt ein Musensong und stützt sie alle Götter, das Blut, wie es zu spitzen kann. aber der Twist würde mir echt gefallen, wenn wirklich eine richtig harte Beziehung zum Sohn aufgebaut wird und dann einfach mal bösartig wirklich wegstirbt und das wäre dann richtig, also dann würde man auch richtig mit ihm mitfühlen und dann würde man jedem Gott einfach nur die Scheiße aus der Fresse prügeln. Also das wäre wirklich geil. Was man ja vorher noch nie gemacht hat. Ja, aber das erwarte ich doch von God of War, oder? Also das ist doch das, was es ausgemacht hat. Ey, die Szene, wem war das, wo du die Ego-Perspektive hast von dem Gott und Poseidon die Augen. Poseidon. Poseidon, ja, wo er die Augen reindrückt und war. Aber auch gegen Herkules, wo du mit dem die Fresse zu Brei prügelst und ihn dann durch diese Steinplatte durchschlägst. Oder wie du Hermes die Beine rausreißt, den nervigsten Motherfucker, den SpongeBob des fucking Gottreiches und du reißt ihm die Beine raus, denkst nur, ja. Es war schon, es ist schon wirklich, auch die Szene, wo du durch Kronos durch im Endeffekt in den Bauch aufschneidest und die Gedärme rauskommen und du hinterher, ey. So also, das war schon krass. Aber um nochmal auf das ursprüngliche Thema von dem Spiel zurückzukommen, bevor auf die Story, dadurch, dass es jetzt auch für mich zumindest mehr nach The Last of Us aussieht, von der Stimmung des Gameplays auch her, was du bisher gesehen hattest und so, also vorher, letztes Jahr von der Demo mit dem Jungen und so, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein genau so eine Story-Entwicklung dann kommt. Und dann würde es auch Sinn machen, dass sie sagen, okay, wir machen diese nahe Kamera und so weiter und so fort. Und dann wäre ich damit, glaube ich, auch zufrieden. Aber jetzt im Moment, also ich weiß nicht. Ich freue mich mega, wenn es rauskommt. Aber ich bin jetzt nicht gehypt, dass ich sage, oh mein Gott, ich kann nicht mehr warten, bis ich es endlich spielen kann. So ist es gerade bei mir. Ja, habe ich sowieso selten noch, muss ich sagen. Ja. Okay. Rockt. Und gucken wir mal, was als nächstes rockt. Denn Detroit. Ja, warte mal, dann kam als nächstes Detroit. Da haben wir schon raus, sondern es kommt Detroit raus, ja. Aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, über Detroit. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal drüber reden. Und dann kam tatsächlich dann am Ende nur noch Spider-Man. Dann kam, ach, sehr stimmt, Detroit ging auch so lange, ne? Das ist auch so ein Ding. Ja, ja. Und dann kam es nur noch Spider-Man. Möchtet ihr jetzt zuerst etwas zu Spider-Man sagen? Ich freue mich drauf, dass endlich ein Superheldenspiel wieder kommt, womit man halt, und gerade Spider-Man im Endeffekt, also ich hätte mich halt natürlich immer noch über ein Iron Man-Spiel gefreut, ein gut umgesetztes, was denke ich mal niemals kommen wird. Weil ich liebe Iron Man, aber ich fand die Spider-Man-Teile damals schon cool im Endeffekt, weil der Stil einfach cool ist, mit wirklich durch die Stadt zu schwingen.
Ich finde das einfach geil irgendwie und ich freue mich, dass es kommt. Ja, du hast ja, also hier, zack, du hast ja in den während des Streams schon gesagt, es ist halt ein Arkham City im bei Tageslicht. Vom Kampfsystem her und alles im Endeffekt sehr, sehr dran angelehnt. Aber trotzdem, ich freue mich irgendwie drauf und irgendwie kommt's cool. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass Sony die Pressekonferenz damit schließt. Also weil für mich ist es jetzt nicht so ein Riesentitel, aber es kann das auch durchaus unterschätzen. Es sieht natürlich stellenweise sehr cool aus, aber es ist halt auch krass viel Quicktime-Events. Also wirklich krass viel Quicktime-Events. Es wird sicherlich vom Witz und vom Stil von Spider-Man leben. Wenn die das gut hinkriegen, dann sind die Fans wahrscheinlich auch zufrieden. Für mich wird's, also interessiert mich wirklich null. Also es ist jetzt nicht so ein Titel, wo ich jetzt wirklich 60 Euro für ausgeben würde. Das könnte ich irgendwie nicht, da würde ich mich dann, glaube ich, zu sehr drüber ärgern. Aber haben wir es irgendwie trotzdem. Aus irgendeinem Grund will ich es trotzdem irgendwie haben. Mich halt wirklich null. Was bei dir, Vincent? Naja, also ich bin, ich keine Ahnung, ich würde es mir für 40 Euro vielleicht holen. Kommt drauf an, was die Bewertungen sagen. Wenn die so bei 80-90% sind, gucke ich mal rein. Ansonsten warte ich einfach, bis es im Sale ist. Es ist halt ganz nice, die Quicktime-Events haben natürlich eine Ecke von dem Hype verbaut, weil einfach sehr viel von den geilen Sachen, die man theoretisch mittlerweile heutzutage auch umsetzen könnte, einfach nicht machbar sind, also nicht gemacht werden in dem Game. Mal schauen. Aber es sieht ganz nice aus, so die ganze stealth-artige Herangehensweise und die ganzen coolen Mechaniken, die man eigentlich auch irgendwie aus Arkham Asylum kennt, sind da ziemlich geil integriert worden. Ich bin gespannt. Mal gucken. Also, ich bin echt krass enttäuscht. Also nicht, weil es nicht gut aussieht an Spiel an sich, sondern weil es wirklich einfach nur komplett uninspiriert, ja, wir kopieren die Arkham-Reihe von DC. Das ist einfach Batman bei Tageslicht, so wie Basti jetzt schon gesagt hat, dass ich das ja auch im Stream gesagt hatte. Es ist einfach scheiß, nicht scheiß, aber es ist einfach fucking Batman bei Tageslicht. Und vom generellen Gameplay her macht es schon auch Sinn, das so auf Spider-Man zu übertragen. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen DC-Helden, wo es mehr Sinn macht, dieses Gameplay zu kopieren, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem hätte ich einfach so mehr erwartet, weil das ist wirklich so, ich habe so das Gefühl, alles, was ich da sehe, habe ich schon mal gesehen. Schon vor 5, 6, 7 Jahren so, weil ich habe ja schon 4 Batman-Spiele gehabt und jetzt kriege ich dasselbe nochmal mit dem Spider-Man-Skin und das ist einfach so bitter, so weiß ich nicht. Ich hätte mir da einfach viel mehr erwartet. Natürlich muss man abwarten, wie das Spiel dann im Endeffekt ist. Ich erwarte aber, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe, wirklich einfach nur, dass es das Batman, das Spielprinzip von Arkham kopiert ist. Ich liebe ja die Arkham-Spiele, aber für Spider-Man, ich weiß nicht, Alter. Ich hätte mir da einfach mehr eigene Kreativität erhofft von den Entwicklern. Ja. Es sieht gut aus, keine Frage. Ich werde es definitiv. Ich meine, das Problem ist, oder die Ironie ist, so wie erfolgreich Marvel im Kino ist und wie sehr DC im Kino abkackt, so ist es bei Videospielen genau umgekehrt. Da sind die DC-Spiele immer super eigentlich und die Marvel-Spiele sind immer der letzte Dreck. Und ich hatte einfach gehofft, dass sie jetzt, gerade weil das ja auch ein Exklusivtitel für die PS4 ist und so, dass sie gesagt haben, ja, das ist jetzt hier das krasse Ding und das wird hier von den Machern entwickelt, die hier das, ich glaube, Sly Cooper, ne, und Infamous gemacht haben, oder täusche ich mich da? Aber ich glaube, es ist dasselbe Entwicklerteam und hat mir auch gedacht, ja, mega, das wird bestimmt super und die haben immer krasse Ideen gehabt immer und so. Und dann siehst du halt einfach nur diesen Klon, dieses Me Too, weißt du, diese ja, wir kopieren das, ich weiß nicht. Ja. Also ich finde, gerade bei, die werden auch hundertprozentig das mit den ganzen Schurken, die sie einbauen und so, werden sie es genauso machen wie bei Batman. Bei Batman hattest du den Vorteil, dass du halt die Krankenakten aus der Psychiatrie dir quasi anlesen konntest und Tonaufnahmen und sowas bekommen hast, um die Charaktere näher kennenzulernen für die Leute, die sie noch nicht kennen. Ich könnte fast meine Eier darauf verwetten, dass sie hier einfach sagen, ja, du findest jetzt Zeitungsartikel vom Daily Bugle, wo einfach drin steht, oh, Norman Osborn, ist der vielleicht der Green Goblin, was weiß ich. Wo du im Prinzip auch das alles kopiert haben wirst und was dann halt nochmal negativ aufstößt, ist tatsächlich, dass da viele, viele Quicktime-Events drin sind. Mhm.
Das Kampfsystem baut halt, auch bei Batman hast du auch viele Quicktime-Events, was auch vollkommen okay ist. Und wenn man halt die Arkham-Spiele wirklich, also ich sag mal, die Challenge-Maps spielt, die wirklich schweren Passagen, die auch extra dafür ausgelegt sind, dass sie dich fordern sollen, dann ist das auch echt schwer und das ist auch nicht einfach. Ich finde das Kampfsystem von den Arkham-Spielen super. Aber, ach, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach an wie so ein Lama, warmer Aufguss. Ja, wir hatten keine eigene Idee, deswegen klauen wir jetzt von der Konkurrenz und darüber bin ich einfach, davon bin ich einfach enttäuscht. So. Aber ich werde es mir definitiv sofort, das ist, da bin ich leider auch Opfer meiner eigenen Emotionen, ich werde es mir definitiv sofort kaufen, sofort es draußen ist, werde sofort spielen und werde wahrscheinlich im Endeffekt nur abkotzen und enttäuscht sein, aber ich bin halt auf Entzug, es gibt keine guten Marvel-Spiele einfach, es gibt vor allem keine guten Spider-Man-Spiele, das letzte wirklich gute Spider-Man-Spiel und selbst da ist es noch ein Thema, was man diskutieren könnte, war Spider-Man 2 für die PS2 vom zweiten Spider-Man-Film und das ist jetzt auch schon ewig her und boah, von daher, ja, also Marvel hat ja jetzt einen Deal mit Square Enix gemacht, dass Square Enix jetzt die nächsten 10 Jahre irgendwie auch jede Menge Marvel-Spiele produzieren wird. Oh Gott. Von daher, Basti, wirst du sicherlich dein Iron Man-Spiel bekommen. Es wäre geil. Es wäre geil, wenn das dann wirklich gut und ja, halt. Also was heißt gut? Was heißt gut? Es ist Square Enix. Deswegen es wird dann von Iron Man halt eben auch eine Lightning-Rüstung geben. Ne? Quasi. Ja. Naja, und ja, also der Deal ist ja einfach nur, ach stimmt, das können wir gleich auch nochmal anschneiden, weil wir jetzt auch dann mit Sony durch sind, gleich bei Spider-Man, und wir jetzt gerade sowieso auf Square Enix kommen. Der Fakt, dass Marvel jetzt so einen Deal mit Square Enix gemacht hat, lässt mich ja hoffen, dass wir einfach in Kingdom Hearts 3 eine verfickte Marvel-Welt bekommen. Denn das wäre mega, wenn du einfach halt, ja, weiß ich nicht, in New York City bist, vielleicht bei der Invasion von Loki, und kannst dann dagegen, anstatt dass er seine Chitauri-Krieger hat, hat er halt Herzlose, oft mit denen er angreift. Und du musst halt die Avengers in deine Gruppe nehmen und die alle kaputt hauen. Was halt mega wäre. Da würde ich komplett Nüsse gehen. Sure. Aber schauen wir mal. Was jetzt nicht auf der Sony-Pressekonferenz war und ich auch absolut nicht verstehen kann, wo ich mir einen Kopf gepackt habe, ist, es gab auch einen neuen Kingdom Hearts 3-Trailer. Habt ihr den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Aber das war ja dann auch wieder die Herkuleswelt und was Hades gesehen und ein paar andere und diese Eiswelt war cool. Viele Leute haben gesagt, wurde gar nicht viel Neues gezeigt, aber ich fand es an sich eigentlich ziemlich geil und ich gebe denen jetzt auch noch die 3000 Jahre, die sie brauchen. ich habe bei dem Kingdom Hearts Trailer Gift und Galle gekotzt, ne? Weil, also genau das, was du jetzt sagst, viele Leute haben gesagt, sie haben nichts Neues gezeigt. Ja, eben, das ist auch so mein Problem. Sie haben das Kampfsystem noch mal ein bisschen mehr gezeigt und du hast ansonsten nichts gesehen. So, du hast gesehen, ja, okay, da haut da irgendwie drauf. Schön und gut. Und ja, Herkuleswelt. Wir wissen seit über 2 Jahren, nicht ganz seit 2 Jahren, seit ungefähr einem Jahr wissen wir, dass Herkules definitiv die Eröffnungssequenz oder die Eröffnungswelt von Kingdom Hearts 3 sein wird. Ach, so, keine Ahnung. Und dann einfach nur so zu sagen, ja, und wisst ihr was, nächsten Monat kommt noch ein Trailer raus. Wart mal ab. So am Ende vom Trailer. Und das ist, weiß nicht, da war ich richtig angepisst. Da ist mein Hass für Square Enix wieder neu entflammt, wo ich mir gedacht habe, was macht ihr Sesselfurzer den ganzen Tag? Ey, die popeln, glaube ich, nur in der Nase und spielen dann ihren Eicheln rum. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ey, die, du musst immer fragen, ob die keine Lust haben zu arbeiten oder ob die zu dumm sind oder ich weiß es nicht. Wie schwer kann es denn sein? Weißt du, es gibt andere Entwicklerstudios, die innerhalb von 2-3 Jahren irgendwas total Krasses rausklatschen und dann hast du Square Enix und du fragst dich, was machen die den ganzen Tag über? Ja, also dann, weil jetzt Kingdom Hearts ja wirklich technisch jetzt auch, also kein riesiges Brett sein dürfte. What? Doch, das schon, Alter. Das ist, ja, aber das ist, Alter, das ist mega aufwendig. Alleine wenn du bedenkst, wie viele Charaktermodelle du machen hast, wie viele unterschiedliche Grafikstile. Ja, aber stell das doch mal in Relation zu der Zeit. Also ich bitte dich. Ja, in Relation zu der Zeit, da gehe ich ja mit dir mit. Da, deswegen rege ich mich auch drüber auf, klar. Ich sage gar nicht, dass es hier das einfachste Spiel der Welt ist, aber wie du halt schon sagst, es gibt halt eben Spiele, wo du sagst, da ist auch eine Menge Arbeit hinter und das geht halt einfach schneller. Ja, ich verstehe das nicht. Alter Schwede, Square Enix regt mich so unfassbar auf, ne? Das ist nicht mehr feierlich. Ich weiß nicht, was die machen. Und dann alleine auch schon dieses, das ist so richtig so ein bisschen so Stinkefinger, so, ja, wisst ihr was, nächsten Monat kommt vielleicht ein neuer Trailer, mal gucken. Lololol, GG.
Das ist so, ey, das regt mich so auf, ne? Das regt mich so auf. Und auch nichts vom Final Fantasy VII Remake oder so, was wahrscheinlich auch niemals rauskommen wird. Ey, das ist so. Hör mir auf. Ich denke, das bereiten die sich für Tokyo Game Show vor. Ja, denke ich auch. Das kann sein. Also, die Japaner sind da ja so ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen eigen. Wir wollen ihr Land halt, das halt, was bei denen kommt, supporten. Wäre ja, jetzt die sind so da. Ja, okay. Die sind da schon so, ja, die sind ja schon so ein bisschen Nazi-mäßig unterwegs. Patriotisch. Das heißt Nazi-mäßig. Patriotisch. Ja, nennen wir es patriotisch, genau. Ein gewisser Nationalstolz. Das Exklusive darf nur bei uns sein und so, und hast du nicht gesehen? Ja, ja, das ist tatsächlich so in Japan so. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, naja, aber das ist ja. Naja. Naja, der gesunde Menschenverstand sollte sagen, dass wir wollen Geld verdienen mit dem Kram und wir wollen eine große Zielgruppe erreichen und dementsprechend sollten wir wahrscheinlich auch da, wo wir die größte Zielgruppe erreichen könnten, das möglichst Beste zeigen und nicht sagen, nein, wir machen das lieber bei uns im Vorgarten. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, gut, okay, aber wenn sie es dann alles halt verblasen für sowas wie die E3 im Endeffekt, dann haben sie halt natürlich nicht so viel ihre eigene Show. Also für das, was in ihrem eigenen Land passiert wird. Wird da halt bloß noch irgendwas aufgewärmt oder irgendwelche Sachen doppelt gezeigt und. Ja, dann guckt sich da keiner mehr an. Ach, du meinst so wie bei der Gamescom? Ja, gut, wen interessiert denn die Gamescom im Endeffekt? Also jetzt weltweit. Ja. Außer Deutschland im Endeffekt, aber wen interessiert denn weltweit die Gamescom? Naja, also eigentlich hat zum Beispiel PT dort angekündigt. Ja, gut, es gibt also tatsächlich ist die Gamescom die größte Videospielmesse der Welt. Die ist größer von der Fläche als die E3. Oh, okay. Und trotzdem interessiert, ansonsten, aber trotzdem interessiert es die Menschen anscheinend nicht. Das ist so unfassbar dumm und ich verstehe das nicht. Ich habe ja auch, weil Nintendo mich gefragt hatte, irgendwie, ob ich Ideen habe, wie man den, also ob ich Wünsche, Anträge hätte, wie man irgendwie vielleicht den Messeauftritt von Nintendo auch anders macht und so weiter, habe ich dann auch gesagt, Leute, zeigt doch einfach mal, macht das doch mehr wie die E3, macht da Nintendo Treehouse raus, dass du wirklich Gameplay zeigst, klar, für die Leute, die da sind, so Gewinnspiele und sowas. Das ist ja schön und gut, das muss ich auch irgendwie geben, damit die Leute, die wirklich da sind, auch was Exklusives haben, aber im Endeffekt, so von so einem Gewinnspiel hat niemand etwas, der den Stream guckt. Und das interessiert die Leute dann, glaube ich, auch nicht. Zeigt doch da einfach Neuheiten, wenn ihr schon sehr verhalten auf der E3 seid. Und ich kann es verstehen, wenn ihr meint, hey, wir wollen unser Pulver nicht nur auf der E3 verschießen, damit wir kontinuierlich das Jahr über was zeigen können. Dann zeigt doch aber bitte auch was auf der Gamescom so. Ich verstehe das nicht, warum die Gamescom so links liegen gelassen wird. Ja. Das ist, ich verstehe das nicht. Boah. Aber gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir fertig mit Sony und dann bleibt nur noch Nintendo eigentlich. Yes. Bei Nintendo muss ich sagen, ich meine, es ist ja schon ein bisschen dreist, dass sie zu Metroid und zu dem announceden Full-Fledged Pokémon Core RPG für die Nintendo Switch einfach nichts gezeigt haben. So gar nichts. Sie haben es nur erwähnt und das hat dann jetzt erstmal zu reichen. Aber dasselbe war ja auch bei Legend of Zelda Breath of the Wild am Anfang so, in den Anfangsstadien. Und mal gucken. Naja, also bei Breath of the Wild war es eher so, da hatten sie ja wirklich Probleme mit der Entwicklung und beziehungsweise sie haben angefangen, das Spiel zu entwickeln. Damals war es ja noch das Zelda für die Wii U. Das musst du überlegen. Also eigentlich hat Zelda eine gesamte Konsolengeneration übersprungen, wenn du so willst. Ja. Weil es ja eigentlich das exklusive Zelda für die Wii U werden sollte. Und dann haben sie aber Probleme mit der Hardware gehabt und haben dann, glaube ich, erst nachdem sie schon 2-3 Jahre entwickelt hatten, gemerkt, ey, weißt du was, es macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn wir einen Open-World-Titel draus machen. Und haben dann erst angefangen, das wirklich als Open World zu machen und hatten halt dementsprechend Probleme, deswegen hat es so lange gedauert. Aber ja, ich kann nicht verstehen, also ich, wie gesagt, ich bin ja eng mit Nintendo verwurzelt und ich liebe auch Nintendo und so weiter, aber mich kotzt die Art und Weise, wie sie ihre E3-Präsentation jetzt die letzten 2 Jahre machen, megamäßig an. Hm. Nicht nur, dass sie halt wenig zeigen, verhältnismäßig. FIFA! Ja, also nicht nur, dass sie verhältnismäßig wenig zeigen, sondern also ich habe nichts dagegen, dass sie sagen, sie machen keine Live-Pressekonferenz, dagegen habe ich gar nichts. Wenn sie halt sagen, okay, wir machen eine schön durchgetaktete und durchgestylte Videopräsentation, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber zu sagen, okay, wir machen nur eine halbe Stunde und zeigen in dieser halben Stunde noch nicht mal alles, was wir haben, sondern ihr müsst danach noch den Treehouse-Stream gucken und vielleicht, der 3 Tage lang nonstop läuft und vielleicht, wenn ihr Glück habt, werden da auch nochmal neue Spiele angekündigt. So, ich verstehe nicht, warum man dass zum Beispiel das Metroid für den 3DS, das Remake von Metroid 2, was eigentlich ein Kracher ist, warum die das nicht in der eigentlichen E3-Präsentation zeigen. Ich raff das nicht. Ja. Ich verstehe einfach nicht, was die sich dabei denken. So. Das ist so, boah, ey, ja, wisst ihr was?
Sony, ne? Ja, wir haben jetzt nichts von God of War gezeigt, aber wir haben gleich noch einen Stream und vielleicht enthüllen wir da, dass da God of War 6 auch nochmal in Entwicklung ist. So. Was? Warum? So, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, Alter. Also, zumal ich auch sagen muss, also Mario Odyssey, hammermäßig, ich habe so unfassbar Bock auf das Spiel, ich kann es nicht abwarten, bis ich das spielen kann. Ich habe seit jetzt einer Woche oder seit anderthalb Wochen habe ich jetzt diesen krassen Ohrwurm von diesem Scheiß-Song, den sie extra für das Spiel geschrieben haben. Dieser Jazz-Song, der ist total, der ist so schmissig irgendwie. Ich höre den tatsächlich die ganze Zeit rauf und runter. Der ist so lässig. Und ich habe megamäßig Bock auf Super Mario Odyssey, weil es auch wirklich wieder aussieht mehr wie Mario 64. Also 3D World war ja mehr so dieses Oldschool Mario. Du hast nur eine Level-Auswahl und dann hast du einzelne kleine Level, die du spielst. Aber Mario 64 hatte so mit als erstes Spiel so diesen leichten Open-World-Charakter, weil du einfach in diesem Schloss rumlaufen konntest, für damalige Verhältnisse riesengroß und hattest dann verschiedene Welten, die du reinspringen konntest. Du hattest dann nochmal riesige Level, wo du dann auf verschiedene Art und Weisen halt Sterne sammeln konntest. Und Super Mario Odyssey sieht jetzt halt wieder danach aus. Und deswegen habe ich so mega Bock darauf, dass ich endlich wieder ein in Anführungszeichen Open-World-Mario-Spiel haben kann. Definitiv. Also ich habe halt keine Switch und deswegen bin ich etwas am Arsch, aber ich werde mir definitiv eine zulegen, sobald Metroid Prime 4 oder Mario Odyssey eben rauskommen, weil das wieder, Gott, es ist dieses Level-Design. Ich dachte mir zuerst, ja, okay, hey, yeah, du hast Mario in der echten Welt, wow. Und dann siehst du das Gameplay und denkst nur, Jesus fucking Christ, was für Genies sind denn da dran? Es ist, die Levels sind alle so dermaßen geil. Du bist dann auf diesen komischen Hochhäusern unterwegs und plötzlich hast du diese Super Mario-typischen Level, die irgendwo irgendwie mit drin integriert wurden. Und es passt und es sitzt und du kannst eine Mütze auf jemanden werfen und dann spielst du den. Voll geil. Ja, ich meine, das hat es auch schon mal gegeben. Aber einfach so wie sie es machen, ist es Gott. Das sind einfach die Götter des Jump'n'Run. Punkt. Ja, also das ist wirklich diese Genialität von Nintendo. Das hatte ich, glaube ich, auch im Stream gesagt. Leute, die Nintendo-Spiele nicht spielen, die können das nicht verstehen, weil das ist Mario oder generell Nintendo-Spiele, die sind einmal einfach richtig, richtig gut designt. Das ist dieser Effekt, wenn du ein Videospiel spielst und du weißt eigentlich gar nicht warum, aber es macht dir einfach Spaß. Und du möchtest nicht aufhören, es zu spielen. Und das hast du, also ich habe das eigentlich immer fast nur bei Nintendo-Spielen, weil das wirklich einfach diese Game-Design-Genialität ist, die Nintendo an den Tag legt. Und ich finde, du siehst das halt auch schon wieder bei Mario Odyssey, wie du selber schon sagst. Du hast die Hub-World im Prinzip. Und dann läufst du da rum, kannst da erkunden, kannst dies und das und jenes machen. Und dann kriegst du dann in dieser Welt trotzdem Quests, so kleine Mini-Quests, die du erfüllen musst. Und dann hast du da noch nur Level-Abschnitte, wo du dann halt, wie du auch schon gesagt hast, diese Oldschool-Mario-Sachen spielen kannst. Und der Fakt, dass du halt da diese Gegner quasi übernehmen kannst, bringt ja so viele Möglichkeiten für so viele verschiedene Level, für so viele Spielmechaniken. Also ich bin richtig gespannt, was sie sich da alles aus dem Hut zaubern. Im wahrsten Sinne des Wortes. wie du das im Endeffekt dann wirklich später spielen wirst. Ich bin so heiß da drauf und ja, das ist schon mega krass. Ja. Weiß nicht, von den beiden nicht so Nintendo-affinen Menschen, wollt ihr was dazu sagen? Sah lustig aus. Aber ansonsten, ich habe keine Switch. Ich habe seit dem GameCube habe ich eigentlich keine Nintendo-Konsole mehr gehabt, außer ein 3DS. Und mit dem spielt meine Freundin eigentlich eher. Daher, schön, dass es da ist und ich finde es schön, dass Mario-Sachen noch weitergemacht werden, weil ich habe früher Mario geliebt. Allen möglichen. Ich hatte früher wahnsinnig viele NES, SNES. Game Boy in allen möglichen Ausführungen, glaube ich, obwohl ihr eigentlich, glaube ich, Game Boy und Game Boy Color dann wussten habt. Und Mario war immer super. Kindheitserinnerungen und ich kann es immer noch spielen. Also ich könnte mich jetzt immer noch ansetzen, im Endeffekt, als wir den 3DS geholt hatten und keine Ahnung, was für ein Mario-Spiel dabei war im Endeffekt, aber ich habe das gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und spielst es einfach, weil es toll ist. Ja. Das ist einfach und deswegen, das wird auch immer noch so weitergehen im Endeffekt. Ich frage mich so ein bisschen, wie die Kinder so heutzutage sind im Endeffekt, ob die das immer noch genauso aufnehmen. Aber ich glaube, jeder, der das früher gespielt hat, jeder, der das früher mochte, der kommt nicht drum rum. Wenn er das in der Hand hat und einfach spielt, dann hat er daran Spaß. Aus Prinzip. Ja. Ja. Ist so. Das ist einfach eine Tatsache im Endeffekt. Jeder, der das früher mochte im Endeffekt,
der kommt um super, sowas wie Super Mario einfach nicht drum rum. Und genauso jeder, der damals Zelda mochte, der wird auch jetzt noch Zelda. Jetzt zum Beispiel auf 3DS, das Ocarina of Time, was du mir ausgeliehen hast. Ich denke, ich finde das immer noch geil. Ich finde das immer noch geil. Es ist immer noch wunderschön. Es ist immer noch die Musik und es ist einfach toll. Ich persönlich fand halt auch Super Mario Run halt fürs Handy auch super geil. Hat total Spaß gemacht. Auch wenn dir das nicht gefällt, aber ich fand das super toll, mit Mario halt zu spielen. Egal in welcher Art und Weise. Ja gut, das ist natürlich auch so ein Statement für sich, dass du sagst, du hast einfach Bock, mit Mario, sag ich jetzt mal, Zeit zu verbringen. Egal in welcher Art und Weise. Über Super Mario Run lässt sich jetzt streiten. Also ich finde es nicht besonders gut. Ich finde jetzt zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Switch hätte, ich werde mir keine kaufen, weil ich finde einfach dieses Konzept im Endeffekt, da gibt es einfach zu viel, was mir daran nicht gefällt. Aber wenn ich eine hätte, würde ich mir einfach nur aus Prinzip die Mario-Spiele, die jetzt vorgestellt wurden, würde ich mir holen. Einfach nur aus Prinzip, einfach nur, weil ich wüsste, es gibt massig Momente, wo ich mich hinsetzen würde und spielen würde, wenn mir langweilig ist. Das kann man wohl, glaube ich, das können, glaube ich, viele so unterschreiben, auch von den Leuten, die jetzt vielleicht zuhören. Keine Frage. Sevitz, möchtest du irgendetwas als unqualifizierter Nintendo-Mensch dazu sagen? Ich hatte Pokémon für den Game Boy. Du Hure! Das ist so ziemlich alles, was ich wahrscheinlich wirklich mit Nintendo am Hut habe. Ich finde es immer toll und ich mag Nintendo, aber ich habe einfach keinen Bezug. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich jetzt auch bei der E3-Pressekonferenz ein bisschen rückzuhalten. Man könnte jetzt böse sagen, dass ich erstaunt bin, wie oft alles aufgewärmt werden kann und wieder funktioniert. Aber es macht die Leute glücklich und es ist ja immer gut programmiert, wenn nicht sogar sehr, sehr gut programmiert. Von daher, keep going, never change a running system. Aber ist, glaube ich, wie Basti schon sagt, dadurch, dass ich nicht mit aufgewachsen bin, also zumindest nicht so intensiv. Ich hatte zwar auch ein SNES, auch mit Mario, aber es richtig los ging es bei mir bei der PlayStation 1. Von daher habe ich da Nintendo bis auf Pokémon eigentlich wirklich ausgelassen. Ja, das wird doch für immer eine furchtbare Bildungslücke in deinem Leben bleiben. Ja, aber gut. Ich werde dumm sterben. Ja, du wirst dumm sterben. Okay, also Super Mario Odyssey, was hatten sie noch? Dann hatten sie Xenoblade Chronicles 2. Ich weiß nicht, ob Vince, hast du das gespielt? Oder den ersten Teil zumindest? Also, ich habe ziemlich intensiv dabei zugeguckt. Aber ich... stell mir vor, wie du intensiv zuguckst. Ja, seine Augenbrauen waren heruntergezogen. Genau. Nein, sieht ziemlich geil aus und ich weiß, was ich von den Welten erwarten kann und deren Accessibilität. Deswegen, das sieht soweit echt solide aus, was man von Gameplay eben auch sehen konnte. Haben die auch bei Nintendo Treehouse eben weiter gezeigt, was da alles noch so abgeht. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann holen, wenn ich eine Switch habe. Also es ist dann auf der Liste der spielbaren Titel, nachdem ich Metroid Prime 4 und Mario Odyssey durch habe. Aber es ist jetzt kein Must-Buy für mich. Ja, also ich habe den ersten Xenoblade Chronicles geliebt. Ich fand den super megamäßig. Auch wenn ich finde, man hat eine schwere Eingewöhnungszeit. Leider hat mich dann der nächste Teil für die Wii U, die Xenoblade Chronicles X. Total kalt gelassen. Ich fand das richtig kacke. Also zuerst habe ich mich voll gefreut, dachte, boah, voll die krasse Open World, riesengroß, sieht hübsch aus und so. Aber dann war das Gameplay, irgendwie haben sie das Kampfsystem, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und die Story war auch totaler Crap. Also bei Teil 1 war die ja wirklich noch gut. Und bei Teil 2 war sie dann richtiger, richtiger Crap. Und deswegen freue ich mich, dass sie jetzt mit Teil 2, deswegen heißt es auch wirklich Teil 2, weil er wirklich wieder mehr Story-driven ist, wie der erste Teil. Deswegen finde ich das gut. Muss aber auch sagen, ich bin tatsächlich abgeneigt von dem Grafikstil, weil, also Teil 1 war ja auch schon Anime-mäßig, aber das ist so dieses kindlich-Anime-mäßige. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also, keine Ahnung. Also in Teil 1 sahen die Charaktere alle mehr so aus wie von Final Fantasy 7, sag ich jetzt mal, ja. Anime-Style. Und hier in Teil 2 sehen die jetzt alle aus, als kommen die straight out of Beyblade, so, weißt du? Das ist irgendwie... Ja, das finde ich nicht geil. Ja, da haben sie ein bisschen zu hart in der Silhouettenschulung aufgepasst. Das stimmt schon. Ja, also irgendwie finde ich das eigenartig, ja. Aber ich gebe dem Spiel eine Chance. Ich warte dann auch ab, wie die Tests sind und so weiter. Wenn die Story dann gut genug ist, dann werde ich mir das bestimmt auch holen. Weil man muss ja ganz ehrlich sein, als
als ehemaliger Square Enix-Fan muss man ja sich Alternativen suchen, um seine Lust nach JRPGs irgendwie zu befriedigen. Und da ist, glaube ich, Xenoblade Chronicles ein guter Kandidat für. Definitiv. Wobei ich jetzt erstmal die Nase voll habe nach Persona 5. Ich bin immer noch dabei. Ich habe nur noch wieder ein, zwei Stunden gespielt. Ich liebe übrigens Persona 5 für jemanden, der es vielleicht schon mal gehört hat, aber sich nicht ganz im Klaren ist, ob ich das holen soll. Ich würde meine uneingeschränkte Kaufempfehlung für fast jeden Menschen aussprechen. Ich finde es super. Ich finde es hammermäßig. Das ist so, wo ich mir so frage, warum kann Square Enix solche Spiele nicht mehr machen? Aber gut, okay. Mhm. Dann hatten wir als nächstes noch Nintendo Kirby. Sieht halt ziemlich generic aus. Das ist auch so, wo ich mir denke, ja, das ist so, hast du einen Kirby-Teil gespielt, kennst du alle Kirby-Teile? Das ist das, mittlerweile schon, weil Kirby ist wirklich die Reihe von Nintendo, die nicht wirklich für Innovation bekannt ist. Bei Kirby hast du gefühlt wirklich jeden Teil dasselbe. Also, boah. Also, ich meine, schön und gut, dass es da ist. Vielleicht, wenn meine Freundin Bock darauf hat, würde ich es mir vielleicht holen. Aber ansonsten, also ich freue mich natürlich für Menschen, die Kirby toll finden. Aber Kirby ist jetzt auch nicht unbedingt so der fordernde Nintendo-Titel, ne? Ja, stimmt. Also Kirby ist schon sehr für Kinder eigentlich gemacht, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Von daher, weiß ich nicht. Und dann hatten sie, warte mal, dann hatten sie, ach ja, dann geht's ja schon mit dem Bullshit, der mich aufgeregt hat, los. Dann haben sie gesagt, hier habt ihr eine Switch, habt ihr einen weiteren Port von der Wii U, einfach mit Pokémon Tekken DX. Wo ich mir auch denke, ja wow, also ihr habt jetzt nochmal ein Spiel für die, was es eigentlich für die Wii U gab, haut jetzt nochmal rauf für die Switch. Klar, für die Leute, die keine Wii U gehabt haben, ist es super, weil die können den Titel quasi nachholen. Ja. Aber das, der zusätzliche Content, der jetzt drin ist, diese drei oder vier zusätzlichen Kämpfer, würden für mich jetzt nicht unbedingt einen Kauf von einem Vollpreistitel nochmal rechtfertigen, dass sie sagen, ich habe das schon auf der Wii U gehabt und willst du jetzt nochmal auf der Switch haben, nur weil da jetzt drei Charaktere mehr drin sind. Das ist so. Ja, es ist diese mittlerweile klassische Nintendo-Masche, die ich halt auch null verstehe. Ja. Ich keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Das ist sinnlos. Also viele Geschäftsentscheidungen von denen kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, für die wird es, also ich meine, es macht für die Sinn, wenn sie sagen, sie haben irgendwie ein Wii U-Spiel und das porten sie jetzt nochmal für ein 3DS, weil sie einfach deutlich mehr 3DS verkauft haben als Wii Us. Von daher kann ich das schon noch verstehen, aber das jetzt hier ist, das wirkt auf mich immer einfach so ein bisschen faul. Ja? Ich meine, bei Mario Kart ist es was anderes, weil da hast du jetzt einfach den ultimativen Mario Kart-Titel mit Mario Kart 8. Und jetzt haben sie den nochmal auf die Switch geportet, endlich mit dem Battle Mode. Klar, der hätte eigentlich schon bei der Wii U-Version mit drin sein sollen. Mhm. Und ist jetzt quasi überfällig, dass der jetzt in der Switch-Version mit drin ist. Aber das ist ein Spiel, worauf ja auch Leute trainieren, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann schon wieder mit der neuen Konsolengeneration einen komplett neuen Titel rausbringen würdest, der sich anders spielt, das ist ja so ein bisschen das Problem vom Smash Brothers. Deswegen gibt es immer noch eine richtig große E-Sport-Szene, die immer noch Super Smash Bros. Melee auf dem GameCube spielt. Weil die einfach sagen, ja, die anderen Smash Bros. Teile sind in den Feinheiten so doch dann so krass anders, dass wir das nicht spielen möchten. Wir möchten bei Melee bleiben. Von daher kann ich das verstehen, dass es bei solchen Spielen Sinn macht. Ne? Weil sonst würdest du halt eine große Spielerschaft irritieren, wenn du jetzt schon wieder davon quasi alles umkrempeln würdest. Aber jetzt bei diesen Pokémon-Tekken, das ist so, ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ey. Braucht man nicht. Nee, also ich brauch's zumindest nicht unbedingt nochmal. Wobei ich eigentlich auch das generelle Kampfsystem und die Art und Weise, das Beat'em-up mit den Pokémon selber, wo du selber die Pokémon also steuerst als Kämpfer, ist eigentlich schon eine ziemlich coole Idee. Und sie haben auch ein paar echt coole Sachen da drin. Ne? Ja, aber mir gefällt halt das Geschäftsmodell jetzt hier in dem Fall einfach nicht. Ja. Ne? Und was ich richtig scheiße fand, das ist ja auch genau das Level wie mit Metroid. Die sagen, yo, und wir wissen schon seit 2-3 Monaten, weil es geleakt wurde, dass ein Pokémon-Titel für die Switch in Arbeit ist. Ach, das wurde geleakt? Wisst ihr was? Ja, das war schon lange geleakt, schon fast ein halbes Jahr. Krass. Dass Pokémon Stars in Entwicklung ist. Ah. Und das habe ich mal gesehen, ja. Ja, da hatten sie jetzt alle gedacht, das wäre, also wahrscheinlich ist es auch einfach, also dass Stars der Arbeitstitel war für Ultramond und Ultrasonne, die ja auch nochmal angekündigt wurden jetzt, kurz vorher. Mhm. Wird wahrscheinlich auch so sein. Und das Pokémon-Spiel, an dem sie jetzt arbeiten für die Switch, wird einfach nochmal die nächste Generation sein. Oder es ist ein Remake von Diamant und Perl für die Switch.
weil sie das auch schon ganz lange angeteasert haben, auch in Sonne und Mond, weil du sehr viele Easter Eggs auf die Edition Diamant und Perl hast. Aber da könnte ich wirklich mit Scheiße rumwerfen. Das ist genauso wie mit Metroid Prime 4, weil die sagen so, yo, Metroid Prime 4. Und bei jeder anderen Pressekonferenz würdest du jetzt noch irgendwie einen richtigen Teaser sehen, zumindest den Charakter oder kurz ein Level oder was weiß ich, ne? Ja. Und Nintendo einfach nur so, Metroid Prime 4, Schriftzug. So, und du denkst dir so, ja, okay, und wo ist jetzt mein Gameplay davon, ne? Und dann ist das nichts. Und ich denke mir so, wow, danke für gar nichts, ne, bin angepisst. Und sehe dann, wie in den Internetforen und so weiter, diese ganzen Fanboys komplett ausrasten und sagen, oh mein Gott, Metroid Prime 4, Nintendo hat die E3 gewonnen. Und ich denke mir so, wie behindert seid ihr eigentlich? Also ich gehöre zu den Behinderten. Ey, ganz ehrlich, nein, ich verstehe das nicht. Das ist einfach nur so ein Name-Drop, so pop. So, das ist gar nichts. So, im Prinzip wussten wir schon seit dem Reveal der Switch im Januar, als wir das Switch-Event gemacht haben und überhaupt vorgestellt haben, so, Leute, pass auf, das ist unsere neue Konsole, die heißt Switch und so weiter und so fort. Da wurde Reggie, der CEO von Nintendo Amerika, da wurde da schon gefragt, so, ey, du, was ist mit einem Port von Mother 3? Was ist mit einem neuen Metroid? Und er dann meinte dann so, hey, ich kann verstehen, dass die Leute zum Beispiel Metroid unbedingt haben wollen, aber ganz ehrlich, es ist nicht jetzt die Zeit, um über diese Themen zu reden. Frag mich einfach mal in einem Jahr nochmal, wenn die E3 war und so weiter. Und dann schauen wir doch mal. So, damit hat er im Prinzip schon gesagt, ja, wir arbeiten an einem neuen Metroid. So, dann hätte ich so gedacht, okay, und dann zeigen sie mir jetzt einen Trailer, einen richtigen Trailer für Metroid. Und das ist einfach nur so Name-Dropping. Friss das. Und das ist das, was ich, glaube ich, vorhin oder am Anfang so ein bisschen gesagt habe, dass Nintendo mittlerweile so ein bisschen, glaube ich, die Angewohnheit entwickelt hat, unsere Fans fressen es eh. So, weißt du, weil es ist ja auch so. Weißt du, jeder andere Publisher würde dafür zerrissen werden, dass er einfach nur ein Name-Dropping macht und nichts zeigt. Und bei Nintendo gehen alle Leute ab. Ja, das okay. ist, das, 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 also da regt mich, ja. weiß ich nicht, also da regt mich auch der eigene Fandom so ein bisschen auf, weißt du? Also das geht mir echt auf den Keks. Ja, ich bin halt nicht so aktiv dahinter, deswegen hatte ich halt ein Metroid 0 auf dem Zettel. Ja, okay. Das kann ich auch wieder verstehen, wenn du dann sagst, du warst überrascht, dass es überhaupt jetzt in Entwicklung ist, aber also ich weiß nicht. Ich kann solche Entscheidungen, weil ich bin mir auch sicher, die haben jetzt auch im Endeffekt gesagt, Metroid wird schon seit 2 oder 3 Jahren gearbeitet. Das heißt, das muss auch schon relativ weit fortgeschritten sein eigentlich. Ja. Also zumindest so weit, dass sie irgendwie eine kurze Gameplay-Demo oder zumindest einen vorgeschnittenen Trailer zeigen könnten. Und sie sagen einfach so, nö. Und ich weiß definitiv, dass Nintendo wahrscheinlich dann so sagen wird, so, ey, total random. Die Gamescom ist jetzt vorbei. Und jetzt haben wir Anfang September und die Tokyo Game Show dauert noch 2, 3 Monate. Ihr habt da jetzt einfach mal einen Trailer für Metroid Prime 4 auf YouTube hochgeladen. So. Das werden die 100 pro machen. Das kotzt mich so an. Weil das ist einfach nicht, das ist keine anständige E3-Präsentation meiner Meinung nach. Ja. So, das ist nicht so dieses, das ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man sich präsentieren muss, was man zeigen muss und so weiter und so fort. Und dann ist das ist einfach keine gute Präsentation. Die Präsentationsart ist einfach kacke, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. In diesem Moment. So, das verstehe ich nicht. Das regt mich hammermäßig auf und ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie ja, ach, das ist Wunschdenken, wenn ich sage, sie wollen vielleicht doch was auf der Gamescom mal zeigen. Aber ja, never ever, Alter. Never ever, never ever, never ever. Na gut, dann macht es ja Nintendo eigentlich gar nicht so blöd und letztendlich entscheiden sie den Zeitpunkt, wann sie den großen Moment rausbringen wollen, weil so bist du natürlich gerade bei der E3, bist du als ja, als Firma ja immer gezwungen, groß dazustehen und wie du schon sagst, wer hat die E3 gewonnen? Und ich finde, Nintendo hält sich da ja auch gar nicht mal so unklug, da einfach ein bisschen raus. Die sagen, hier, wir haben unsere kleine Show, wir zeigen da ein paar Sachen und dann, wenn wir den geilen Scheiß raushauen wollen, dann bestimmen wir, wann das soweit ist. Ja, aber das ist doch so, weißt du, wenn du schon siehst, wie die Leute nur auf dieses Name-Dropping reagieren, dass die ja komplett Nüsse gehen. Ja. Was meinst du, was dann los wäre, wenn sie auch wirklich Gameplay zeigen würden? Ich meine, das ist einfach meiner Meinung nach... Ja, aber so zeigst du das Gameplay und weiß ja nicht, inwiefern sie wissen, was auf den anderen E3-Pressekonferenzen im Vorfeld, also wenn es länger schon los ist. Und die Gefahr besteht auch immer, dass dein Top-Titel zumindest, es wird nicht untergehen, aber nicht so durchstartet, wie wenn 50 Top-Titel auf einmal
sag mal, announced werden. Das ist doch wie mit einem Kinofilm, ne? Avatar 2 wirst du auch nicht bringen, wenn Star Wars kommt. War doch irgendwie auch, dass sie es verschoben haben. Also, ja, aber warum nicht den Zeitpunkt so wählen, dass du sagst, guck, jetzt bin ich in jedem beschissenen Forum, jeder beschissenen Zeitschrift, ich bin das Riesenthema. Und nicht, war Nintendos Pressekonferenz so gut wie Microsoft und Dings, weil sie Metroid announced haben. Also ich kann es schon nachvollziehen, zu sagen, ey Leute, schmeißt doch mit den Millionen um euch, versucht die geilste E3-Pressekonferenz aller Zeiten zu machen. Uns ist das jetzt erstmal egal, wir hauen den geilen Scheiß raus, wenn wir Bock haben. Finde ich jetzt nicht so ja, gut. Also ich meine, das wird wahrscheinlich auch deren Ansatz sein, keine Frage. Aber trotzdem, also ich bin nicht der Meinung, dass die, ich glaube einfach, also ich glaube trotzdem, dass so ein Trailer, wenn du jetzt so ein Metroid Prime 4 Trailer gehabt hättest, dass der so viel mehr für Furore sorgt, trotzdem, wenn du den während der E3 präsentierst, als wenn der irgendwann im September mal irgendwie gedroppt wird. So, das ist dann so, die Leute, die sich vielleicht trotzdem nur ein bisschen so casual-mäßiger damit beschäftigen und dann vielleicht sagen, okay, ja, meine Kumpels gucken, haben sich irgendwie über die E3 unterhalten, ich guck da auch mal so rein oder so. Ich meine, die Leute, die würden dann viel mehr gecatcht werden, als wenn die dann irgendwie sagen, ja, übrigens, da ist gestern so ein neuer Metroid Prime 4 Trailer rausgekommen, guck mal hier, oh ja, stimmt, ist ja ganz cool. So, ey, weiß ich nicht, aber gut, okay, ich kann auch verstehen, was du sagst und das wird wahrscheinlich auch deren Ansatz sein, aber trotzdem verstehe ich dann nicht zum Beispiel, warum sie dann sagen, ja, wir haben noch ein Metroid 2 Remake in petto für ein 3DS, ja, das wollen wir jetzt auch hier auf der Messe zeigen. Aber wir zeigen es nicht in unserer E3-Präsentation, wo jeder Mensch hinguckt, sondern nee, wir machen das so klammheimlich, so zwei Stunden später nach unserer Pressekonferenz im Nintendo Treehouse. Da denke ich mir so, what the fuck? Also das ist. Ja, das ich denke mal, da hat sich einfach jemand gedacht, die versuchen den Virality-Faktor zu benutzen. Der wird momentan ziemlich oft und viel auch in Meetings, gerade in Sachen Gaming-Industrie, eben rumgeschmissen, weil virales Marketing einfach so der bessere Part ist und die haben sich da erhofft, dann eben zu sagen, hey, guck mal hier, blablabla. Aber natürlich ist der Hype dementsprechend nicht ganz so groß, wenn man vorher 9 Jahre lang in Entwicklung gesteckt ist. Metroid 2 Remake, das definitiv das Licht der Welt hätte sehen sollen, eben einstampft und dann eben seins halt 1 Jahr später zeigt. Quasi, ja. Aber wollen wir weiter skippen, weil wir haben uns jetzt, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr lange um die generelle Ausrichtung der Nintendo-Pressekonferenz unterhalten. Ich glaube, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Okay. Ja, das stimmt. Ja, aber da muss ich auch sagen, es gibt, außer sonst gab es auch nicht mehr viel. Die war ja auch nur eine halbe Stunde. Das war ja unfassbar kurz. Es gab einen neuen Trailer zu dem Fire Emblem Dynasty Warriors Crossover. Ja, also ich bin, tatsächlich ist Fire Emblem das einzige Franchise von Nintendo, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich habe nie irgendeinen Fire Emblem-Teil gespielt. Ist komplett irgendwie an mir vorbeigegangen. Ansonsten kenne ich echt alles von Nintendo, aber das überhaupt nicht. Ich muss sagen, Hyrule Warriors hat mir megamäßig Spaß gemacht. Das Crossover von Zelda und Dynasty Warriors. Auch Pirate Warriors, das Crossover von One Piece und Dynasty Warriors hat mir megamäßig Spaß gemacht. Dann Berserk war leider totaler Crap. Das Crossover von Berserk und Dynasty Warriors. Obwohl es eigentlich wie dafür gemacht ist, aber das war, glaube ich, wirklich nur so ein lieblos hingeklatschter Lizenzmüll. Da war ich echt enttäuscht. Also ich glaube auch, dass die haben jetzt auch hier, in dem, das, was ich von der Präsentation gesehen habe, hat das auch schon wieder mehr Finesse und mehr eigenes Gameplay, wirklich eine gute Synthese von dem eigentlichen Ur-Fire Emblem-Gameplay mit dem Dynasty Warriors-Gameplay. Die haben beide Gameplay-Stile miteinander gut vereint, so wie sie es auch schon bei Hyrule Warriors gemacht haben. Aber Fire Emblem lässt mich halt irgendwie so leider kalt, ne? Ich weiß nicht, wie sieht das bei Vince aus? Hast du Fire Emblem irgendwie mal gespielt? Also ich habe nö, tatsächlich nicht. Nö, nein, gar nicht. Ging an mir vorbei. Ich habe Fire Emblem Heroes gespielt, das für ein Handy, das Ding. Aber es ist einfach, ne. Und besonders mit dem ganzen Dynasty Warriors Copy-and-Paste-Stuff kann ich absolut nichts anfangen. Ich habe mal ein Fist of the North Star-Spiel gespielt im Dynasty Warriors. Das war aber leider auch so schlecht wie Berserk. Das war wirklich nur ein Lizenzmüll. Also das war leider auch schlecht, das stimmt. Also die sind nicht immer gut, die sind selten gut. Ja. Also wie gesagt, das Zelda-Spiel war gut und das Phone und Peace, gut, da war es bei mir einfach die Lizenz, die mich getriggert hat, aber
Gut. Ansonsten hatten sie dann nochmal Splatoon 2 gezeigt, auch nichts Neues, wussten wir auch schon, das kommt jetzt auch schon nächsten Monat raus oder übernächsten Monat. Und das war es eigentlich wirklich schon bei Nintendo, mehr war da nicht. Bei Nintendo Studios haben sie nochmal das Remake von Metroid 2 gezeigt vom Game Boy. Was cool ist, keine Frage. Habe mich auch megamäßig gefreut, aber ich kann halt nicht nachvollziehen, warum die das nicht in der Präsentation zeigen. Ja, aber das war's dann auch mit Nintendo. Und ja, ich würde sagen, dann können wir jetzt zu den abschließenden Worten kommen. Ich weiß nicht, möchte irgendwer von euch nochmal für sich irgendwelche Worte finden, das Ganze nochmal für sich zusammenzufassen? Also ich bin dafür, dass der Neuling zuerst sagt, wie er das denn empfunden hat. Das ist eine sehr gute Idee, dem schließe ich mich an. Was jetzt genau im Endeffekt? Also was wird jetzt erwartet? Die E3, was du von der E3 mitgenommen hast, ja, einfach dein Feedback zu E3. Ja, wie gesagt, also grundsätzlich habe ich ja eigentlich das hauptsächlich nur geguckt, um Zacks Aussagen und Zacks Mimik und sowas mich daran zu ergötzen. und war halt sehr, sehr geflasht davon, dass ich wirklich jetzt nochmal die Möglichkeit bekommen kann, Shadow of the Colossus halt wirklich in wunderschön zu spielen. Was ich halt jetzt wie jahrelang vorgenommen habe und nie gemacht habe, es irgendwann mal zu spielen. Im Endeffekt und ich mir immer erzählt wurde, wie toll dieses Spiel ist und wie schön und wie super umgesetzt, inszeniert und was weiß ich. Aber ansonsten, ja, war halt wirklich für mich der große Spaß, halt den Herrn Zack dabei zu sehen, im Endeffekt, wie er sich daran halt amüsiert. Und deswegen habe ich es halt geschaut. Und ansonsten ist die E3 für mich jetzt nicht so unfassbar spektakulär, dass ich sie hätte gucken müssen, wenn es jetzt den Herrn Zack gegeben hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich verändere dein Leben, das ist schön. Ja. Ohne Frage. Nee, aber es wäre halt für mich, wer hätte mir die Highlights halt angeguckt im Nachhinein von Sachen, die mich jetzt interessiert hätten, wie Far Cry, wie in dem Fall, also sicher, wenn ich es halt im Nachhinein geschaut hätte, Shadow of the Colossus und ein, zwei andere Sachen. Aber ich hätte mir halt jetzt die Pressekonferenz nicht komplett angeguckt, sonst. Okay. Dafür, weil wie Benny auch schon mal gesagt hat, es richtet sich halt eher an Konsolenspieler und ich bin eigentlich eher PC-Spieler und ja. Daher. Ja, macht Sinn, was du so sagst. Ja. Ja, okay. Sefitz? Ja, sicherlich jetzt nicht die großartigste E3, da sich halt Wahnsinnstitel oder Wahnsinnsneuerungen auch ein bisschen zurückhalten, was aber auch nicht schlimm ist. Ich bin alles andere als unzufrieden eigentlich. Ja, sicherlich, auch gerade wenn man das nochmal so sich durch den Kopf gehen lässt und auch eure Argumente so sieht, bin ich jetzt ein bisschen enttäuschter von der Sony-Pressekonferenz, als ich es vorher eigentlich war, weil im Grunde habt ihr recht, im Grunde war es wirklich eine Aneinanderreihung von ein paar Trailern. Kurz kam der Typ mal raus, hat ein, zwei Sätze gesagt und das war's schon wieder. Ich freue mich auf Shadow of the Colossus, so ähnlich wie Basti. Ich freue mich, irgendwann mal mehr zu sehen von Beyond Good and Evil 2. Mal schauen, was da passiert. Und ich hoffe ganz, ganz innig, dass Detroit besser wird, als es jetzt aussah. Okay, Vince? Schön gesagt. Für mich gilt, das war im Vergleich zu 2015, die mir immer noch vorkommt, als wäre sie letztes Jahr gewesen, richtig mau, aber ich glaube, härter als damals kann man es auch nicht mehr bringen. Alle Dinge, die wir eigentlich sehen wollten, wurden nicht angekratzt. Wir haben nur Altes bekommen, außer eben Beyond Good and Evil 2 und die paar Ansagen von Nintendo. Das waren auch quasi meine Höhepunkte und vielleicht Age of Empires 2, das Remake. Ja. Ach ja. Mann, echt? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Ja, aber das gab's auch. Ja, ansonsten, das war's. Okay. Ja, ich fand auch, alles in allem, war eine enttäuschende E3 eigentlich, aber es kann halt nicht jedes Jahr so krass sein wie 2015. Ich glaube, wir haben dieses Jahr so eine E3 bekommen, einfach weil die ganzen Publisher, alle Entwickler beisammen, die letzten beiden Jahre einfach zu früh, zu hoch gestapelt haben. Ich meine, wenn du dir denkst, dass damals, wie Sefitz von auch schon gesagt hat, Death Stranding einfach quasi 2 Monate, nachdem Kojima überhaupt
nach Sony gewechselt ist, quasi sofort ein Render-Trailer kam mit Norman Reedus, wo du denkst, what the fuck? Also wie schnell die da gearbeitet haben. Die haben einfach, glaube ich, zu schnell ihr Pulver verschossen. Und deswegen sehen wir jetzt halt den Effekt davon, weil sie Spiele halt gezeigt haben, wo es noch 2 oder 3 Jahre dauert zum Teil, bis die rauskommen. Und diese Spiele kommen jetzt dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr eigentlich alle raus. Und ich glaube, die nächstes Jahr, die E3, wird wieder richtig krass, weil wir dann wieder in so einen Zyklus kommen, wo die großen Releases, die angekündigt wurden über die letzten Jahre hinweg, dann alle rausgekommen sind. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf die E3 nächstes Jahr und ja, möchte mich bedanken, dass die Leute, die bis hierhin zugehört haben, bitte schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr so von der E3 haltet, was waren eure Highlights, wo geht ihr vielleicht mit unseren Aussagen mit, wo seid ihr vielleicht komplett anderer Meinung und sagt euch nur, haltet doch die Fresse, ihr Spastis, ich habe gar keine Ahnung. Kann ja auch sein. Schreibt uns das doch alles in die Kommentare. Ich bin mir sicher, alle, nicht nur ich, sondern alle, die gerade hier sind, lesen das unfassbar gern. Und natürlich auch vielen Dank an meine Mit-Podcaster, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Hat mir wie immer sehr großen Spaß gemacht. Und wenn der Basti Lust hat, dann kann er vielleicht in Zukunft auch nochmal bei ein paar anderen Podcasts mitmachen. Müssen wir dann mal sehen. Je nachdem, was er dann sagt. Vielleicht ist er jetzt auch verstört und hat keinen Bock mehr. Weiß es nicht. Nein, ich bin völlig begeistert. Ja, das ist schön. Gut, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns und verweisen oder verbleiben bis zum nächsten Mal, oder, würde ich sagen? Ja, wunderbar, klar. Ja, okay. Reingehauen, Ladies and Gentlemen, ich wünsche eine wunderschöne gute Nacht. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es um interessante Spiele geht wie NBA Live, FIFA und Madden. Und die Senseo-Kaffeemaschinen-Version von Skyrim. Okay, dann tschö mit Ö! Tschüss!